Live. Ich freue mich sehr, dass mein lieber Freund Axel sich auch an diesem Abend sich Zeit nimmt, um über das Pluriversum zu sprechen. Patrick the Brain Schröder zu Besuch bei Michael Dangl. Axel, vielen lieben Dank, dass du dir das heute antust. Ja, ist ja schön, den Abend mit euch gemeinsam zu verbringen. Und jetzt ist es ja, der Ende des Tages angekommen. Da kann man sich zum besseren Ertragen, ja, von Patrick the Brain und Gluck Gluck Dangle selber mal ein kleines Gluck Gluck zuführen. Ich habe mir schon einen Cocktail gemacht. Die Zigarre liegt hier. So werden wir daraus noch irgendwas Positives für uns ziehen können, auch wenn es ja wieder heftig, cringe und tragikomisch werden wird, was das Pluriversum da zu bieten hat, oder? Ja, ich wurde schon darauf vorbereitet, auch wenn viele das denken, dass ich das schon vorher gesehen habe. Ich habe es nicht gesehen, aber ich wurde vorgewarnt, es wird cringe. Auch wir werden öfters erwähnt. Ich bin mir ziemlich sicher, es werden die Namen ausgereizt, Flipsi, Schlaffi kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch wie sich vielleicht die Weltanschauung auch vom Patrick weiterentwickelt hat. Ja, wir haben das ja gesehen, das legendäre Interview. Was war das vom? Oberpfälzer Boten, glaube ich, hieß die Zeitung. Die haben ihn ja da sehr, sehr lange interviewt und auch ungekürzt zu Wort kommen lassen, damit nicht der Vorwurf kommt, die Fake News, Sudel, Bundland, Propaganda, Medien schneiden alles so zusammen, wie sie es brauchen. Sie haben ihn da mal frei von der Leber weg reden lassen und es kam sehr viel heiße Luft, sehr wenig Inhalt und selbst auf konkrete Fragen. Ja, musste er überlegen und kam dann auf so tolle Ideen. Was würden Sie denn so als erstes verändern, wenn Sie Kanzler in Deutschland wären? Ein politischer Mensch hätte jetzt gesagt, ja, Arbeitslosigkeit bekämpfen, Sozialstandard erhöhen und ja, Subventionen erhöhen oder abschaffen, je nach politischem Standpunkt. Aber der Patrick hat wieder gezeigt, dass er the Brain ist und er hat ein elementares, allen Bürgern Deutschlands schon seit Jahrzehnten unter den Nägeln brennendes Thema wie aus der Pistole geschossen zum Schlechten gegeben. Er sagte ja, dann wird erstmal hier NS-Verbot aufgehoben, ne? Dann dürfen noch Hakenkreuzfahnen gezeigt werden. Toll. Hat man gesehen, ein zukunftsweisender Mann, also wirklich, the Brain ist doch eine Untertreibung. Ne, müsste jetzt schon sagen, hier the Pluri-Brain, the more than one brain, ja, also der Mann, der hat's drauf. Wir wurden gerade verbessert, es ist Oberpfalz-Echo, genau so ist das. Entschuldigung, Entschuldigung, Also ihr dürft nicht Oberpfalz-Echo. vergessen, wir machen hier sehr viel Input und diese Versprecher, die können immer wieder passieren. Das wird uns dann ja auch zur Last gelegt, aber das soll mal jeder hier so ungescriptet machen. Ja, Michael Dangl, Steuerberater aus Heilbronn, verantwortlich, was man sagen würde, wofür eigentlich bestraft werden müsste, ist für die Organisation Ding der Titanen. Ja, Ja. und weißt du auch warum? Weißt du auch warum? Wegen brutalem Mord an der Lebenszeit aller Zuhörer. Ja, also das ist schon eine Sache, wo ich denken würde, generell gefährliche Doofheit möchte ich nicht zum Straftatbestand machen. Dann könnte man den zwar auch schön wegsperren, aber dann wären auch eine ganze Menge andere Leute weg von der Straße. Aber was der da abzieht mit seinem Ting der Titanen, das ist wirklich schon Lebenszeitvernichtung auf brutalste Art und Weise. Wir Ja? erinnern uns an den Ausspruch hier. Thüringen. Das war im Intro drin. Thüringen. Und aber wie gesagt, Steuerberater, Diplomkaufmann und ja, da wo sehr stark falsch abgebogen, muss man sagen, kann ich mir immer nicht vorstellen, dass so jemand meine Steuererklärung machen würde. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich hatte heute meine Steuerberaterin da, also der Tag war heute nicht so schön. Na gut. Blenden wir das mal ein bisschen aus, aber wir steigen ein. Wir haben eine Stunde Videomaterial vor uns. Also ich habe Marisa schon gesagt, Marisa, rechne mal nicht zu früh mit mir heute. Die verbringt dann ihre Zeit jetzt im Wohnzimmer und das ist auch richtig so. Und wir schauen einfach mal rein. Es gibt ein tolles Intro und dann legen wir los. Axel, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön an alle anderen, die hier mit dabei sind. Und dann let's go. Oh, Ed Hardy, bin ich gleich schon mal raus. Also Ed Hardy, da kriege ich wirklich Vibes, so 15 Jahre her. Ed Hardy, glaube ich, nachher verramscht sogar in den Supermärkten am Grabbeltisch. Ed Hardy, na gut, ich habe da so Klischees im Kopf, es tut mir leid.
Aber wir wollen jetzt mal nicht zu doll auf Äußerlichkeiten gehen. Also, das ist Michael Dangel, den wir hier sehen. Aber wenn man selber von sich so spricht, ne, rechte Hetze. Und da machen sie sich so drüber lustig, in Anführungsstrichen, rechte Hetze. Wir werden hier mit Sicherheit nachher auf die T-Shirts kommen, HKN, KRZ und so weiter. Das wird hier alles kommen, dass sie das selber dann nicht einsehen, dass das rechte Hetze ist. Und das betreibt nun mal Patrick Schröder und Michael Dangel. Hör dir mal seinen Pranger an. Also er hat ja schon verschiedene YouTube-Formate versucht. Wir haben ihn ja einmal auch schon reacted, wo er seine Alkoholvorstellung gezeigt hat. Deswegen der für ihn passende, ja, Spitzname ist Michael Gluck Gluck Dangel. Ja, ich gar nichts weiter zu sagen. Da habe ich auch schöne Geschichten vermittelt bekommen von anderen Aussteigern, die ihn noch kennen von früher. Der Mann hat sein Leben gelebt, kann man sagen. Aber er sieht sich ja selber auch gar nicht als Rechten. Er ist ja Libertärer, wie er sagt, und vertritt da eine ganzheitliche Weltanschauung. Deswegen auch das Pluriversum. Ja, und ich kann mich jetzt auch schwer entscheiden, was jetzt cringer war. Also die Musik, die gewählt wurde für den Eingang, oder das Mikrofon oder die karikierte rechte Hetze. Nur wenn man sich mal anschaut, was der Typ in seinen Aussagen und Statements so von sich gibt, ist Hetze eigentlich noch fast eine beschönigende Umschreibung für die Gülle, die der Mann so von sich äußert. Ne? Also der Begriff Sudelbundland-Propagandisten zum Beispiel ist einer der dangelschen Knaller, die diese Rhetorikkanone zum Beispiel auch in unsere Richtung geschossen hat. Dann reitet er immer darauf um, Plattitüden, die anspielen, ich sei homosexuell, weiß ich zwar nichts von, aber da scheint er so ein Problem mit zu haben, der liebe Dangel. Und Patrick ja auch. Ich erinnere mich ja an das wirklich grandiosen Workshop, den er dort bei dem Ting der Titanen gegeben hat. Den der Dangel ihm ja vorgeschrieben hat. Er sagt ja, das wäre eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich bin hier quasi dazu genötigt worden, dieses wichtige Thema anzusprechen. Also der Dangel hat anscheinend ein Problem damit. Und was er so von sich gibt, also ist Hetze, ist noch freundlich gesagt. Ne? Und dass der Mann also mehr als rechts ist, sondern rechtsextrem, das ergibt sich schon aus seinen Aussagen, aus seinem Umfeld, aus seinen Veranstaltungen. Aber gucken wir mal, was er heute hier so von sich gibt, der gute Gluck-Gluck-Dangel. Ne? Kommen bei der Pilotfolge von Pluriversum im Gespräch heute mit einem ganz besonderen und bekannten Gast, mit Patrick Schröder aus Mantel. Vorweg möchte ich sagen, bevor der Patrick das Wort hat, dieses Format soll künftig jeden Donnerstag ab 20 Uhr ausgestrahlt werden. Wenn dieses Format mit interessanten Gästen angenommen wird, haben wir... Warum startet man mit so einem uninteressanten Gast? Ich meine, will man nicht in der Pilotfolge irgendwie triggern, das wird ein geiles Format? Beiden haben eine sehr enge Beziehung. Eine sehr, sehr enge Beziehung. Ach, Axel, das wird uns auch unterstellt. Das ja. Da haben wir auch, aber haben also, wir auch. Wir haben ja eine sehr enge Beziehung. Ja, ich habe was du jetzt hier da reininterpretierst. Ja? Im Gegensatz zu denen sind wir aber nicht homophob unterwegs. Wenn mir jemand sagt, von wegen, ihr Schwulen, denke ich mir von wegen, ja, bin ich nicht, aber ist für mich keine Beleidigung, weil wenn ich es wäre, könnte ich gut mitleben. Ne? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das wird bei dir aber wahrscheinlich auch kein Triggerpunkt mehr sein wie früher. Ach. Aber die beiden... Weiß ich nicht, ne? Aber das muss man immer auch mal so ein bisschen sehen, dass gerade die Leute, die dann am lautesten schreien und solche Themen dann dramatisieren und aufs Podest heben, um dann den Untergang der Zivilisation, des Familienlebens, der Kultur in Deutschland daran festzumachen, nicht selten selber ein Problem haben. Ich erinnere in diesem Zusammenhang genau so ist das. An Ernst Tag zum Beispiel, wenn dir das was sagt. Das war damals ein absolut homophober, auch kühnen Gegner. Der ist dann damals aus der HNG, der bedeutendsten Neonazi-Netzwerkorganisation für Gefangenenhilfe, ausgetreten und hat eine IHV gegründet. Und der hat dann gerne mal auch so Schulungsabende gemacht, weiß ich von Aussteigern, wo er dann Schwulenpornos vorgeführt hat, um zu zeigen, wie abartig die sind. Ah. Und nachher kam dann raus, dass er wohl selber so entsprechende Neigungen gehabt hat. Will jetzt niemandem was unterstellen, aber es ist halt oftmals so, dass Leute, die dieses Thema dann ja wirklich immer wieder und schwul und bla und da schon mehr als nur ein politisches Interesse vielleicht dran haben, das immer und immer wieder zu behandeln. Ne? Aber ich möchte hier nichts unterstellen. Das fiel mir in dem Zusammenhang nur auf, dass die beiden da halt ja extrem unterwegs sind, was das Thema anbetrifft. Obwohl es eigentlich ja momentan auch für einen Rechtsextremisten ganz andere Themen in Deutschland geben sollte, um die sie sich kümmern sollten. Das wird mit Sicherheit gleich von Patrick aufgerollt. Ich bin gespannt, wie sich da das Weltbild verändert hat oder dass überhaupt ein Weltbild entstanden ist. Wir warten mal ab. Auch vor im Jahr 2024 Pluriversum im Gespräch regelmäßig zu streamen, sodass auch jeder sich live beteiligen kann und mit entsprechenden Fragen an mich oder meinen Gast herantreten kann. Heute dann also, wie bereits erwähnt,
die Pilotfolge mit Patrick Schröder aus Mantel. Einen wunderschönen guten Tag und du hast, es heißt Mantel, wenn ich Philipp Schloffer richtig zitieren darf. Ich werde im ersten Satz... Du wirst geliebt. Ohne uns hätte er gar keine Aufmerksamkeit. Ja, und es wird auch wieder hier eine Reaction von ihm drauf geben. Und der Dangel wird vielleicht wieder einen Pranger machen. Wir leben mietfrei in den Köpfen dieser Leute, Philipp. Also ist das lustig. Ich kriege einen Ehrenplatz im ersten Satz. Also es heißt Mantel. Ich muss dir sagen, für uns Norddeutsche, und hier sind ein paar Norddeutsche dabei, viele würden mir, glaube ich, zustimmen, hier oben in Norddeutschland würde Mantel sagen. Also viele Mantel. Orte hier in Schleswig-Holstein werden auch falsch ausgesprochen von Leuten, die aus Baden-Württemberg oder Bayern kommen. Bestes Beispiel ist immer Bad Oldesloe. Das merken wir immer, wenn Leute kommen. L-O-E hinten. Wir sagen dazu Bad Oldesloe. Und, aber gut, ich hatte nicht Mantel gesagt, wie der Mantel, sondern Mantel. Entschuldigung, ich war noch nie in Mantel und es bleibt wahrscheinlich Mantel bei mir. Ach Gott, oh Gott. Aber schön, dass ja, ich... schön auch herausgearbeitet, wie wenig du dich in deutschen Landen auskennst, du Pseudopatriot. Und du willst mal Nationalist gewesen sein, der sein Vaterland heiß und innig geliebt hat, Philipp. Da sieht man ja, dass du nie dabei gewesen bist. Du warst ja nie echt dabei. Sonst kennt man doch alle Ortsnamen in Deutschland. Ja, das macht doch jeder Kamerad, der setzt sich hin und spricht in allen Dialekten und allen auf toten Sprachen die Ortsnamen durch. Ja, hier werden gerade schon Ortsnamen gesprochen und ja, Nordisch by Nature. Genau, als Nordlicht würde man Mantel sagen. Ja, das ist einfach so, aber gut, komm. Ich weiß jetzt nicht, ich würde da gerne mal, wenn hier Leute im Chat sind aus Bayern, ich kenne das hier bei mir aus der Region zum Beispiel, dass es auch immer abhängig ist vom Dialekt. Wir haben ja zum Beispiel Grävenbruch, da sagen viele Grävenbräuch zu, kennen viele vielleicht von der Figur Horst Schlemmer von Happe Kerkeling dargestellt. Also es gibt schon durchaus die Möglichkeit, je nach Dialektorte auch verschieden zu artikulieren. Vielleicht ist das in Bayern auch so, vielleicht ist das da gar nicht so. Da würde ich jetzt mal gerne die Probe aufs Exempel machen, Axel, wenn Bayern da sind. Axel, es tut mir leid, ich will gar nicht so drauf eingehen. Hier schreibt doch jemand genauso, wir sagen hier oben alle Hamburg und nicht Hamburg. Ja, oder sprecht mal Jever aus, das heißt nämlich Jever. Genau. Ja. Und jemand schreibt aus dem Saarland, die würden das Mandel nennen. Ja, also, genau. Fischkopf bestätigt, wir würden alle Mantel sagen. Also, okay. Mach de Buich, genauso. Also, so. Aber lustig, gleich im ersten Satz. Ich fühle mich, ich weiß nicht, irgendwie angewidert. Okay, komm. Aber ja, moin Michael, freut mich da zu sein. Erster Gast, hier geht was. Das ist mal ein vernünftiges Format. Wenn ich als Erster eingeladen werde, dann wissen die, dass die so die Rangfolge im Ranking korrekt mitlesen. Also, da hat unser... Also von unten nach oben, oder wie müssen wir das jetzt verstehen? Das hat er ja nicht aufgelöst. Ich wollte gerade aber sagen, das war jetzt aber schon, dass er gesagt hat, von wegen, wenn ich hier auftrete, dann kann es nur besser werden, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, ne? Gut, also komm. Gast aus Mantel? Tatsächlich gleich zu Beginn einen rausgehauen. Nun für unsere Zuhörer. Was ist denn da rausgehauen worden? Der Patrick Schröder will einfache Akzente und Dialekte verbieten. Das hat er ja rausgehauen. Er meinte jetzt, dass er sich da hier als Top of the Best bezeichnet hat. Ich glaube, das ist hier reingeschnitten, dass er das jetzt nochmal hier ein bisschen richtig stellt, vielleicht für die anderen Zuhörer, weil wir wissen ja, wenn auf die rechtsextreme Szene eines zutrifft, dann, dass da alles nur Menschen versammelt sind, denen es überhaupt gar nicht um sich, ihr eigenes Ego und ihre Außendarstellung geht. Das sind alles nur Kämpfer für Führervolk und Vaterland, die gar kein Interesse daran haben, sich selber daran anzumessen. Ja, ich bin der Bessere und der bessere Kamerad und ich mache mehr. Ich glaube, hier muss er jetzt so ein bisschen richtig stellen, damit das nachher keinen Shitstorm gibt. Okay. Obwohl ich 20 Jahre mehr auf dem Buckel habe, mich für die nationale Idee einzusetzen, muss ich Folgendes sagen. Patrick und ich kennen uns erst seit dem Oktober 2021. Das war nämlich der erste Ting der Titanen in Herpolzhausen im Jugendheim bei den Ludendorfern. Und seither ist diese Kooperation mit Patrick Schröder im Gange. Bei diesem Ting der Titanen habe ich bereits 10 Fragen an den Patrick Schröder gestellt. Man kann diese Fragen jederzeit abrufen. Muss man nicht. Ich werde es unten verlinken. Und er hat auch einen, wie ich denke, sehr interessanten Vortrag gehalten. Er hat nämlich zu Beginn seines Vortrags, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit,
Zunächst einmal analysiert, dass die Rechte eine spaßbefreite Zone sei, hat aufgerufen, moderner, umgänglicher, sympathischer, insbesondere im Umgang mit jüngeren Leuten zu sein. Funktioniert ja jetzt schon. Funktioniert, also dass dieses Video, dieses Pluriversum, eine andere Welt ist möglich, hier Michael Gluck Gluck Dangel, das wird in TikTok ein Hype entfachen, Philipp. Ich kann mir das schon vorstellen, Jugendliche draußen, die warten nur darauf, dass sie sagen so, boah, geil, The Brain und der Gluck Gluck, die sprechen aus, was Sache ist, die sind total modern, sympathisch, am Puls der Zeit mit ihrer Weltanschauung, so wie die wollen wir auch werden. Das sind Trendsetter hier. Danke, Patrick, also ohne deine Worte wäre das alles gar nicht möglich gewesen hier. Also ich finde jetzt auch, wie der Michael Dangel sich da präsentiert jetzt, das wird junge Leute abholen, altes Ed Hardy-Shirt rausgeholt, ja, ein schöner Boomer, der sich gleich aufregt über die Politik. Also das ist YouTube neu gedacht, finde ich. Der geil. Donnerstagabend wird jetzt 20 Uhr immer belegt sein, Axel, da brauchen wir uns gar nicht mehr verabreden. Ich glaube, die Öffentlich-Rechtlichen werden ihren Sendebetrieb währenddessen auch einstellen. Die Privaten werden noch gucken, dass sie mit mehr Werbung sich am Konkurrenz noch aufhalten können. Aber das wird einschlagen wie eine Bombe. Also so 80 Millionen Zuschauer Minimum. ...sein und hat sozusagen einen Typenwechsel bei der Rechten eingefordert. Nun, Patrick, zu dir die Frage. Wie kam es denn zu deinem Typenwechsel? Denn wenn ich die antifaschistische Literatur und Bildchen mir zu Gemüte führe, muss ich feststellen, du warst ja früher mit einem furchtbaren Pferdeschwanz unterwegs. Ja gut, also auch damals schon war ich ja in der Metal-Szene schwer aktiv über, also was heißt damals, bin ich ja letztlich auch jetzt noch irgendwo, aber... Ich muss mich ganz kurz, Philipp, korrigieren, ich habe gedacht, das wäre reingeschnitten, ich verstehe jetzt auch nicht, warum er da komplett auf Vollbild gegangen wird, wenn er am Schwadronieren ist, aber er hat nichts richtig stellen müssen, das war tatsächlich dann anscheinend die Frage, die er gestellt hat. An dich jetzt mal die Frage, kam dir das auch so vor, als wenn da einiges geschnitten worden wäre schon? Nein, das ist live gestreamt. Sah so aus, als wenn da schon so ein paar Schnitte waren. War das live? Also jetzt wirklich? Nein, jetzt das war nicht live, natürlich nicht. Ich weiß ja nicht. Also es kommt mir jetzt schon so ein bisschen komisch vor, dass da schon wieder geschnitten werden musste. Ne? Aber wird wahrscheinlich seine Gründe gehabt haben. Damals war es halt. Also der Ton ist von dem Originalvideo auf Mono. Patrick Schröder ist auf Mono, also ist vielleicht gar nicht so schlecht, vielleicht auch noch Mono noch mal einen runterstellen, aber für den Ton können wir nichts, damit müsst ihr leben. Und wir auch. So, gerade das war ja der erste Typenwechsel, den ich gemacht habe. Diejenigen, die FSN die Story anschauen, werden das eventuell auch wissen. Ich war ja früher, so wie du bis heute, war ich ja irgendwann mal Skinhead. Also so 1998 bis 2003, ja gut, sagen wir mal 99 bis 2003 ungefähr, bis dann eben dieses erste Upgrade bei mir installiert wurde, wo es eben hieß, ja hier, das ganze Skinhead-Ding ist alles schön und gut, aber natürlich trittst du da trotzdem als der Bürgerschreck auf, der du ja eigentlich nicht sein willst. Und da ich ja damals schon mehr oder weniger relativ intensiv in der Metal-Szene unterwegs war, ist dann eben die Erkenntnis gereift, dass ich gesagt habe, naja, okay, hier das Skinhead-Ding, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Jetzt passen wir uns mal der Musik an und lassen uns die Haare lang wachsen. Und das kam dann eben dazu, dass mir keiner gesagt hat, dass ich so, wie es jetzt hier mittlerweile angescheitelt ist, dass es deutlich besser aussieht. Das habe ich mit meinem wenig kritischen Freundeskreis anscheinend zu verdanken. Es tut mir leid, aber wirklich, es zeigt vom Weltbild her, von dem Dangel, du bist mal mit dem Pferdeschwanz durch die Gegend, ja. Also wirklich, das einzusteigen in Pluriversum, Pilotfolge, und es wird jetzt schwadroniert, 3-4 Minuten über Patrick Schröder, welche Frisur er hat, warum er vom Skinhead zum Pferdeschwanz zum Seitenscheitel gekommen ist, ist somit das Langweiligste. Und ich habe heute viel und gestern viel Langweiliges geguckt, ist das ganz weit vorne, Podiumsplatz. Ja, aber schon lustig, was da dann so erzählt wird. Die Frage ist dann hier Typwechsel. Ich bin dann von einer Szene in die andere und jetzt trage ich einen Seitenscheitel und mein Freundeskreis ist nicht kritisch. Ist ja wieder dann so halb witzig, halb ernst gemeint, nicht Fisch, nicht Fleisch. Also wieder hier Mr. Glitschig pur. Ne? Dann hau doch mal raus. Dann sag doch mal, wie ich jetzt rumlaufe, ist auch nicht gut. Muss wieder einen Typwechsel machen. Lauft rum, wie ihr wollt. Scheißegal, wir sind eine Volksbewegung. Was ist jetzt hier die Aussage, außer dass er vom Skinhead zum Mettler geworden ist und heute einen Seitenscheitel trägt? Auch ein ziemlicher Wendehals. Ich dachte, wir sind die beiden Wendehälse. Ja, natürlich. Aber weil nur ein Wendehals kann andere Wendehälse erkennen. Deswegen weiß er das so genau.
das über ein Jahrzehnt nicht mitgeteilt haben und gesagt haben, hier, eigentlich passt das nicht so unbedingt zu dir, mach da mal lieber was anderes. Hat keiner gesagt, ich habe es nach 10 Jahren, wie immer, ich stelle ja Sachen immer erst relativ spät fest. Patrick, wir geben die Hoffnung nicht auch auf wir von Extremistlos, wir hier vom Kanal, reichen die Hand, wenn du dich verändern willst, wenn du die Dinge spät feststellst, Veränderung ist möglich, auch für dich. Sehen wir das mal als Zukunftsvision vielleicht. Ja, als Hoffnung. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber wir haben im Vorfeld des Streams ja auch gesagt, dass der Patrick ja durchaus schon Schritte gemacht hat, die andeuten, dass er an dieser Szene nicht mehr so glücklich ist, sich da nicht mehr so zu Hause fühlt. Und es kann ja durchaus mal sein, dass dann auch der Fame, den er jetzt noch genießt, wegbricht. Vielleicht auch dann die finanziellen Möglichkeiten. Vielleicht findet er irgendwann auch mal eine nette Frau, die ihm sagt, von wegen Alter, lass die Scheiße sein. Vielleicht kommt er zur Besinnung, ja. Also er ist zwar jetzt noch ganz tief drin, aber das waren wir auch. Und wenn wir es rausgeschafft haben, dann schafft er das auch, ne? Wenn er denn will. Das ist die Frage. Hab sich dann selber eben irgendwann mal gemerkt und dann eben korrigiert, nennen wir es mal so. Was nicht heißt, dass lange Haare immer schwierig sind, aber bei mir war es eigentlich nicht so der Bringer. Ja, Patrick, obwohl ja dein Bekanntheitsgrad bereits schon wirklich hoch angesiedelt ist, da du seit etlichen Jahren dein Unwesen treibst, ist dein Bekanntheitsgrad nicht nur regional, sondern auch bundesweit durchaus noch weiter angestiegen durch das legendäre Interview im Oberpfalz-Echo. Guck, also hat der Dangel auf das Interview anders geguckt? Hat der da hingeguckt und hat gesagt, Mensch, das war krass, 2 Stunden, Patrick, hast du unsere Weltanschauung dargestellt. Das war doch ein Haufen nichts sagen, dass da haben wir doch den Begriff der glatte Aal aus Mantel geschaffen. Ja, aber die Frage ist ja, was war daran jetzt irgendwie legendär? Ne? Also er hat ja da wirklich eine sehr schlechte Figur gemacht. Er konnte ja da wirklich auf drängende Fragen keine wirkliche perspektivische Antwort geben, weder für die Szene. Es war Rumlaberei, es war eitle Selbstdarstellung. Was war daran legendär, außer dass es legendär schlecht war? Und die Frage ist, glaubt er jetzt wirklich, er ist super bekannt, er ist noch bekannter außerhalb der rechtsextremen Szene und außerhalb der Szene, die sich mit dieser Szene auseinandersetzt, so wie wir oder auch Linksextremisten oder Demokraten, die das im Blick haben, kennt keine Sau Patrick Schröder. Ja, wenn der jetzt durch Köln, durch München, durch Berlin läuft, wird keiner sagen von wegen, boah, hier, guck mal, Patrick Schröder, boah, Oberpfalz-Echo habe ich gesehen, legendär, boah, super. Das ist so wieder so dieses vollkommene, ja, aus der Realität gefallene. Axel, den größten Bekanntheitsgrad haben wir gemacht für ihn. Ja, natürlich. Ja, und, aber deswegen ist er auch dankbar dafür. Deswegen ist er auch absolut dankbar dafür. Ne? Patrick Schröder, der rechte Rebell aus Mantell. So spricht es jedenfalls unser Schlaffi aus. Was kannst du uns zu diesem Interview sagen? Wenn man erstmal Schlaffi, super originell, also wieder hier ein Wortakrobat, ja, ein Satzarchitekt, der Gluck-Gluck-Dangel, da kann ich nur meinen Hut vorziehen, da kann ich als Schmalspur-Rhetoriker einpacken, was der Mann da raushaut. Also auf die Idee zu kommen, Philipp Schlaffer als Schlaffi zu bezeichnen, das ist ja so derart originell. Was wird bei mir wohl passieren? Ja, gereizt oder reizig oder ranzig vielleicht? Kotzreiz, ja. Überreizt. Ja, überreizt. Also das sind schon Wortakrobaten vom Allerfeinsten. Aber dieses Interview im Oberpfalz-Echo, was glaubst du denn, wie viele Menschen das gesehen haben? Also wenn es legendär ist, da muss ja schon was hinterstehen, wenn das seinen Bekanntheitsgrad nochmal gepusht hat. 25.000. Nee, 21.145. Ne? Also ungefähr so viel wie Davon war ich 40 Mal. Ja, das ist wirklich, davon war ich 40 Mal. Wenn ich das bei Veranstaltungen zeige, wenn ich da bin zu Workshops, um zu sagen, hier, guck mal, da wollt ihr doch nicht landen, wollt ihr mit so einem Typen abhängen. Und da gehören ein paar Klicks mir. Ja, aber es ist das, was du auch immer wieder sagst, Axel, wir wohnen in deren Köpfe, ne? Ja, wir wohnen mietfrei in deren Köpfe. Aber die Frage ist jetzt, wenn es reicht, in so einem Interviewformat 21.000 Aufrufe zu bekommen, was sind dann wir? Sind wir dann keine Legenden mehr, sondern Halbgötter, Titanen? Ja, ich weiß auch nicht. Also wir haben ja quasi mit jedem deiner Videos auf deinem Kanal immer an die 13, manchmal 20, manchmal 30, 40, 50.000 Klicks, je nachdem, was es ist. Da sind wir doch schon legendärer als jetzt hier unser Patrick the Brain, oder?
Ja, und was hier ausgeblendet wird, dieser peinliche Vorfall dann auch noch von der Venus, FSN in Gefahr oder wie er das nennt, gut, kommen wir wahrscheinlich noch zu, wird er sich wahrscheinlich noch verabschieden. Er hat sich von einer 40 Kilogramm Erotikdarstellerin rumschubsen lassen, ja, von der guten Mia, hat seine Propagandashow da nicht abziehen können, hat bei den Securities erstmal dann so klein, ich habe nur ein Foto machen wollen und damit. Und das wird dann als große Heldentat zelebriert. Aber wir sehen ja, für einen Dangle reicht es schon, so ein Interview zu geben, dann ist man legendär. Nach dieser Aktion auf der Venus ist er jetzt wahrscheinlich hier schon der Messias, ja, der den nationalen Weg beschritten hat und Deutschland zum Licht führen wird mit seinen tollen Ideen. Es ist tatsächlich immer wieder so, wenn ich mir sowas anschaue, das sind Ertrinkende in der Bedeutungslosigkeit, die sich aneinander klammern im verzweifelten Bemühen, nicht unterzugehen. Aber hier gilt der alte Spruch, viele Nullen ergeben keine Eins, Freunde. Ne? Gab es im Umfeld, bei Freunden, bei Kritikern. Wie ging's dir hinterher? Hat sich dadurch irgendetwas nachhaltig verändert? Ja, so reimt sich's nämlich dann auch. Also ich muss dazu sagen, natürlich hast du es richtig ausgesprochen. Der Wort heißt einfach bloß Mantel. Aber mittlerweile Running Gag, weil ich weiß nicht, warum Flipsi Schlaffer da Mantelli, ich weiß nicht, wie er da drauf kommt, vielleicht sagt er Aleda Mantell, irgendwie, vielleicht sagt man das da oben so. Aber ja, das Interview ist, man muss ich dazu sagen, mittlerweile auch schon 3/4 Jahr alt, aber hat natürlich bei uns im lokalen Bereich, wir wollen jetzt hier nicht rumlügen, ich sag bestimmt von den 20.000 Aufrufen waren bestimmt 6.000, 7.000, 8.000 aus der eigenen Bubble, die ganze also Grüße gehen natürlich raus, ist klar, aber die wissen 8.000 ja auch schon. War er selber, 8.000 hat er selber mal geklickt, um allen zu zeigen, hier, boah, guck da, oh. Ja, dann nochmal 5.000 hier sein Freund, der Dangle, der gegluckt hat und nicht mehr wusste, habe ich schon geguckt oder nicht, ich gucke einfach nochmal, ist ja legendär. Aber was sind denn die, also sie unterhalten sich jetzt über ein Interview, was 20.000 Leute gesehen haben und denken jetzt, das hätte hier große lebensverändernde Ausmaße. Ja, also der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr rausgehen können. Beim Bäcker werden alle schreien, Jugendliche von wegen, Patrick, ich habe das Interview beim Oberpfalz-Echo gesehen. Gib mir bitte ein Autogramm auf meine nackte Brust. Ja, nimm mich zur Frau. Axel, und rein theoretisch, Patrick hat es gerade kurz nachgeschoben. Die 6.000, 8.000 sind mir dann scheißegal von den Leuten, die aus unserer Kackbubble. Ja, das, die Vibes habe ich schon sehr genau gespürt, lieber Patrick. Aber es waren auch sehr viele im lokalen Bereich unterwegs, die sich das Video angeschaut haben und das muss ich auch loben für Mainstream-Presse, das komplett 2,5 Stunden hochzuladen, ist natürlich höchst löblich. Ich habe da absolut daran gezweifelt, dass sie das wirklich machen, aber es ist passiert und ich habe dafür natürlich auch... Ich finde es auch löblich, ich finde das sehr, sehr löblich, weil er entzaubert sich ja selber. Ja? Er entzaubert sich mit seiner Unwissenheit, mit seiner Unfähigkeit, mit seinen Lebenslügen, mit seinem Extremismus. Ich finde das auch sehr, sehr löblich, dass das komplett hochgeladen worden ist. Da wurde auch eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht von Seiten des Journalisten. Der hat mit uns ja auch nochmal dann darüber geschrieben. Und finde ich ganz, ganz gut. Ne? Aber ich kann mir schwer vorstellen, ich weiß, ich bin da parteiisch, ich kann The Brain nicht leiden, aber ich bin da jetzt einfach mal parteiisch und sage, wenn da jemand drauf guckt, der von Politik keine Ahnung hat, der auf der Suche ist, als Rechter vielleicht auch, nach jemandem, der ihm eine Stimme verleiht, der seinen Unmut artikuliert, gibt es doch selbst in dieser Szene 1 Million bessere Kandidaten, die das besser rüberbringen, griffiger rüberbringen, verständiger rüberbringen, als The Brain, oder? Hätte die, jetzt mal ernsthaft, hätte dich das damals so als Rechtsanwalt abgeholt, dass du gesagt hättest, hier, geil, Patrick, der hat hier alles auf den Tisch gepackt, der hat die Weltanschauung erklärt. Weiß ich nicht. Also ich hätte damals auch gesagt, er hat gegen seine eigenen Produkte noch gesprochen, er stand nicht dazu, er hat sich nicht positioniert, wie steht er, ist er Nationalsozialist, ist er ein Nationalist oder wie ist seine Weltsicht, wie steht er zu den Dingen ganz konkret. Es wäre für mich wischiwaschi gewesen, hätte ich gesagt, was das für ein Halber. Ja, verkauft immer Wehrmachts-T-Shirts und Hakenkreuz-T-Shirts, aber dann, wenn er gefragt wird, dann zieht er einen Schwanz ein, hätte ich gesagt, was ist das für ein Lappen, was ist das für eine rückgratlose Qualle, hätte ich gesagt. Wäre ich als Ideologe genauso, hätte ich gesagt, das waren Steilvorlagen, da hättest du raushauen können und Themen, wie gesagt, der brüstet sich ja immer, ein alter Kämpfer zu sein. Ich bin schon so lange in der Szene und mache schon so viel, habe schon so viele Entwicklungsstufen durch. Er macht ja nichts anderes, als sich mit dieser Politik, mit dieser seiner Weltanschauung zu beschäftigen. Und kriegt es dann nicht hin, griffig 5, 6, 7, 8 Sätze rauszuhauen. Was würdest du denn tun, wenn du die Regierung in Deutschland inne hättest, wenn du schalten, walten könntest, wie du willst? Ja, erstmal hier Hakenkreuzverbot, weil soll ja jeder seine Meinung sagen können.
Toll, Patrick, toll. Super, wirklich. Sehr, sehr viele positive Rückmeldungen von ganz normalen Menschen bekommen. Also ich habe ja da auch nichts jetzt irgendwie Absurdes irgendwie abgesondert. Also das sind ja letztlich die Positionen, die ich ja schon seit Ewigkeiten vertrete. Und da, wo es unklar ist, wo ich sage, das kann ich nicht letztlich beantworten, wenn es jetzt um irgendein, ja, wie soll ich sagen, so ein Staatssystem geht. Das ist so selbstentlarvend, ey. Ich meine, der ist in der NPD stellvertretender Landesvorsitzende, ich weiß nicht, ob er das noch ist, aber Staatssystem, ja. Er spricht davon, System, oder vielleicht nicht er, aber es geht um Systemwechsel. Was soll denn dann kommen, dass du hängst da nach deiner eigenen Aussage schon seit 20 Jahren drin oder sonst irgendwas und hast keine Vorstellung davon, wie deine Welt aussehen würde, wenn du eine gute Fee treffen würdest und die dir drei Wünsche gibt. Ach, das ist erschreckend peinlich. Ich hätte mich geschämt für jemanden, wenn das jemand aus meinem Umfeld gesagt hätte und da nicht klare Kante gezeigt hätte. Ja, ist aber auch geil, wenn man ihn jetzt so hört, gab halt nur positive Reaktionen. Ja, da waren so viele, die ihm auf die Schulter geklopft haben. Ach, weiß nicht, gab's keine negativen. Kann vielleicht auch daran liegen, dass kein Mensch dich kennt, Patrick, und sich keine Sau dafür interessiert, was du da absonderst. Ja, und vorher hat sich doch auch keiner getraut, zu seinen Haaren was zu sagen. Da haben die Kameraden auch gesagt, alles toll. Warum soll das dann, wenn du Englisch Scheiße erzählst, anders sein? Da sagen sie auch, Patrick, alles toll. Da kann alles gut oder schlecht irgendwie gemacht werden. Es kann einen supergeilen Diktator geben, unter dem hier Milch und Honig fließt und wo dir die gebratenen Tauben in die Fresse fliegen. Das kann alles so sein. Aber da kann ich mir nicht festlegen, kann jetzt sozusagen, der Staat, die Staatsform ist jetzt die beste von allen und alles andere ist Drecks. Aber das habe ich noch nie behauptet und wird es auch nicht geben. Ist Dangel eingeschlafen? Ja, ich glaube schon so ein bisschen. Vielleicht überlegt er auch oder guckt, was er als nächstes als Bier verköstigen kann in seinen Bierverköstigungsvideos. Aber man sieht schon, dass sie auch richtig abgeholt ist von den Aussagen vom Schröder. Ne? Also Schröder hier wieder on top, ganz klar. Ich weiß gar nichts, ich kann nicht sagen, was besser ist. Ich könnte jetzt was versprechen, mache ich aber nicht, weil ich im Grunde genommen gar keine Ahnung habe. Jetzt weiß ich nicht so, als politischer Aktivist, der sagt, dieses System ist faul, korrupt und das System lehne ich ab mit den Systemmedien, der Systempolitik, den Systemparteien. Der müsste doch eine Vorstellung haben, zumindest rudimentär, wie ein anderes System aussehen soll. Selbst wenn ich jetzt einen totalen Sektierer aus der linken Szene frage, so einen Anarcho-Syndikalisten, ja, selbst der könnte in der Theorie in wenigen Sätzen erklären, wie seine Staatsform, wie seine Regierungsform aussehen sollte. Patrick Schröder kann das nicht und er verkauft das jetzt noch als Vorteil. Nö, dann erzähle ich wenigstens keinen Schmorn, ich weiß gar nichts, mein Name ist Hase, aber ich kann zumindest sagen, ich komme aus Mantel und ich spreche das richtig aus, nicht so wie der Schlaffi, der immer Mantel, warum auch immer sagt und das macht mich hier zum Platz für schlechthin, ne? Peace, Leute, out. Und auf diese ganzen Aussagen habe ich relativ positive Rückmeldungen auch von den ganz normalen Leuten bekommen, die eben Leser oder Schauer des Oberpfalz-Echos sind. Übrigens meine Lügner, um das mal zu erklären. Ich habe gestern einen ganz wichtigen Einsatz gehabt. Bei mir ist die Stimme ultra abgefuckt. Ich weiß nicht, ob man das übers Mikro hört, aber bitte nehmen Sie Rücksicht heute, liebe geneigte Zuschauerschaft. So, genau. Ja, da wird jetzt wieder irgendetwas vorgeschoben. Ich fand jetzt, er klingt wie immer. Also ich fand jetzt nicht, dass er anders klang als sonst, aber er hat natürlich wieder einen ganz wichtigen Einsatz gehabt, der seine Stimme erfordert hat. Ja, jetzt können wir natürlich wieder Rätsel raten. Telegram. Wahrscheinlich war auf irgendeiner Veranstaltung, irgendeiner Demonstration und hat dann da ins Mikrofon geblökt. Und das war natürlich wieder ganz, ganz wichtig, weltentscheidend, elementar. Patrick, der Kämpfer für Deutschland, ein Vorbild für alle. Ach, super, super. Schockverliebt. Der Dangel auch. Gluck, gluck steht da. Denkt sich, ja. Man muss aber auch sagen, ich bleibe dabei. Also, das wird hier groß aufgezogen am Anfang. Pluriversum, also vielleicht Welt, mal neu gedacht, ne? Mehrzahl, ne? Eine Wortschöpfung gibt es, glaube ich, auch historisch schon ein bisschen, ne? Irgendwie, ja, also Mehrzahl, mehrere Welten, vielleicht mehr gedacht, ja, neu gedacht. Du bist nicht informiert, Philipp. Das hat er doch mal erklärt bei einem seiner Videos. Von mir aus. Diese Pluriversumsidee ist seine philosophische Kreation. Ja, der Dangel, der ist nicht nur ihr Steuerberater und jemand, der gerne Alkohol konsumiert. Nee, das war doch die Dangelsche Matrix. Das war die Dangelsche Matrix. Aber das Pluriversum auch. Das Pluriversum, wenn du mich fragst. Nee, der hatte das Dangelsche oder das Dangelsche Prinzip oder so war seins. Auch, aber ist das. Der hat das nach sich benannt, dann würde das doch Dangelversum. Ich glaube, das Pluriversum auch ist eine von diesem wirklich Denker, ja, wirklich diesem Universalgenie, was wir hier vor uns sehen,
mit seinem Ed Hardy-Klamotte, ist das, glaube ich, auch eine Wortschöpfung vom Dangle selber? Oh, Google sagt was anderes. Okay, dann hab ich Bullshit. Ja, es war die Dangle'sche Matrix, glaube ich. Ja, aber ich habe gedacht, das wäre identisch. Ich habe gedacht, das Pluriversum wäre die Dangle'sche Matrix. Ja, Axel, ich finde es jetzt ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen, da muss auch ein bisschen Kritik in deine Richtung sein. Das zeigt mir einfach, du hast dich mit der Dangle'schen Matrix überhaupt nicht beschäftigt. Ich bin aber auch nur ein Sudel-Bundland-Propagandist. Ich sage auch immer nur das, was du mir einflüsterst und was der Olaf Scholz von mir will. Dafür kriege ich halt so ein paar Milliarden immer ein Geldköfferchen anonym für die Tür gestellt und alles andere interessiert mich auch gar nicht. Ich bin halt ein Schlafschaf. Ne? Hat Dangle ein Besatzershirt von Ed Hardy an, armes Deutschland, ja. So. Ich bin mir sicher, du hast gestern Abend wieder irgendwelche sinnlosen Parolen vor dich hingegrölt und bist deswegen heiser, denn du bist da schließlich ein schlechter, ein böser Mensch. Und da sind wir auch gerade bei unserem nächsten Thema. Wie sieht denn eigentlich dein Umfeld aus? Wie reagiert man denn auf dich, wenn man erfährt, ups, also dieser Patrick Schröder gehört zum rechten Spektrum und wie gestaltet sich eigentlich dein persönliches Umfeld? Sind das auch alles nur Leute, die politisch aktiv sind, die mit dir auf einer Linie sind? Oder sind es Personen, die eher sportaffin sind? Du machst ja Kampfsport und Ähnliches. Oder sind es Leute, die die gleiche Musik hören? Wie gestaltet sich das Leben des Rebells aus Mantell? Ja, also Mantell sage ich auch nicht zu einem Mantel. Ja, also lieber guter Dangle. Das soll neu gedacht werden, dieses Format, Pluriversum. Haut der Wortwitz aber nicht hin. Wenn er jetzt Mantel sagt, dann klingt ja Rebell, ne? Dann muss er das ja irgendwie umstellen. Aber der Rebell aus Mantell, da darf man dann auch mal als deutscher Dichter und Denker die deutsche Sprache so drehen, dass man hier einen schönen Titel dann auch für The Brain hat. Ne? Aber richtiger Rebell, also wirklich, verweigert total ja, die Gesellschaft, verweigert die Demokratie, sitzt in seinem Kellerchen mit Maskenmann und sieht deswegen auch aus, als wenn er irgendwie sich mit Bleichmittel eingerieben hätte, um noch weißer zu wirken. Ja? Ich muss es ja, leider vorlesen, Axel. Metal Dome schreibt gerade, dann müssten wir Dangle auch Dangle nennen. Ja, da stehe ich dann jetzt auch drauf. Der kommt ja nicht aus Mantell. Ja? Der Dangle mit dem Rebell aus Mantell, das ist fast schon hier so ein Heldenepos, was geschrieben werden kann, um später diese tapferen Recken im Kampf für die Wiedergeburt des deutschen Volkes zu umschreiben. Hier werden Legenden, ja, also hier werden Männer zu Legenden und Legenden zu Vorbildern und Vorbilder zur Geschichte Deutschlands. Ja, wir sind live dabei, mittendrin, dürfen das hier behandeln mit unserer Sudel-Bundland-Propagandisten-Show. Dürfen uns geehrt fühlen. Wir kriegen doch jetzt keinen Einblick in das Privatleben von Patrick Schröder. Ich habe auch Freunde außerhalb, die finden das gut. Ich bin ganz toll integriert in Mantel. Wir kriegen jetzt Propaganda zu hören, Philipp. Es wird jetzt nicht kommen von wegen, oh ja, boah, ich sitze in meinem Keller und bin eine arme Wurst. Ja, gut, aber ne, deswegen sieht er halt aus wie so ein Albino, ne? Weil er im Keller sitzt, weil er eine arme Wurst ist, weil er hasszerfressen ist, weil er eben mit einem ekelhaften Zynismus auf die Menschen zugeht, weil er nichts anderes hat als diese Szene. Ja? Das ist das Leben des Patrick Schröder und deswegen ist es ja auch so wichtig für ihn, dass so Typen wie Gluck Gluck Dangle ihn dann hier hypen als Held und toll, dass er da ist und Vorträge hält. Und wenn man sich das nüchtern von außen einmal anschaut, und wir waren ja selber dabei, ich bin ja selber bei solchen Veranstaltungen aufgetreten und habe gedacht von wegen, ich bin der Allergrößte und boah geil, 50 Leute klatschen mir dazu, die im Grunde genommen alle entweder kriminell oder auch totale Lebensversager mit unglaublichen Problemen in ihrem Dasein waren, ja, habe ich mich trotzdem toll gefühlt. Und so geht es diesen Leuten auch. Die haben keinen Blick für die Realität. Ne? Ich bin gespannt, was jetzt kommt auf Mono. Also da muss man unterscheiden, Situation von vor 15 Jahren und Situation heute. Situation vor 15 Jahren war natürlich, dass da wirklich du behandelt worden bist wie so ein Leprakranker, der quasi hoch ansteckend ist. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert. Also auch, natürlich gibt es immer noch Leute, die einen hassen, die andere politische Meinung haben. Das ist halt einfach so, da kommst du ja nicht drum rum, die sind ja auch nicht erreichbar. Aber alles, was so jetzt Richtung normal noch irgendwo unterwegs ist, die Grenzen fallen da durchaus und mein Umfeld besteht natürlich bei weitem nicht nur aus Szenetypen. Also ich habe wirklich ein großer Freundeskreis, alles Mögliche. Großer Freundeskreis, Riesentyp, überall wirklich die ganze Mitte auf seiner Seite, weil er eben so toll und fortschrittlich und modern ist.
weiß ich nicht, dann lieber Patrick, wenn das doch so ist und du die Leute so gut erreichst und diese Grenzen jetzt alle fallen, dann tritt doch für deine Partei mal, heißt ja jetzt die Heimat, mal zur Bürgermeisterwahl an. Ja, und guck doch mal, was du da an Stimmen generieren kannst. Wie wär's denn ich damit? Ich kann mir das auch nicht vorstellen, also dass jemand, wenn der Patrick, glaube ich, zweimal im Jahr eine Einladung zu einer relativ normalen Feier kriegt, ist das, glaube ich, viel. Das ist dann vielleicht einer noch aus der Familie und vielleicht irgendjemand, der aus der Schule noch übrig geblieben ist, hat gesagt, komm, den geben wir noch mal eine Chance. Es tut mir leid, dafür sind die Erfahrungswerte von uns viel, viel zu groß. Er hat sich selber exkludiert. Und das wird bei ihm nicht anders sein. Jemand hat es gerade geschrieben, der sitzt im Keller mit einem Mann mit Maske, da kriege ich Tarantino-Vibes. Genau so einfach ist das. Also da kann er hier erzählen, was er will. Lieber Patrick, die Wahrheit würde hier einfach auch mal gut tun. Dabei, natürlich auch Leute aus der Szene, natürlich mache ich auch weitestgehend mit denen, was ist auch irgendwo ja normal. Und wie sieht das Leben aus? Naja, mittlerweile bin ich ja wieder normal. Das ist nicht normal. Es ist eben nicht normal, dass man sich Leuten abgibt, die man eigentlich selber verachtet. Und dieser Verachtung verleihst du immer wieder Ausdruck. Immer wieder wird süffisant, höhnisch, zynisch über die eigenen Strukturen hergezogen. Es wird eingestanden, naja, den Scheiß, den ich da verkaufe, irgendwo muss die Kohle herkommen. Eigentlich wollen wir das ja auch nicht, dass die Leute so rumlaufen. Aber naja, wenn ich es nicht verkaufe, verkauft es jemand anders. Deswegen ja, lieber Geld zu mir. Diese Szene lehnt er doch ab, aber ist ja vollkommen normal, mit den Leuten dann was zu unternehmen. Warum? Weil du keinen anderen hast, weil du das Standing brauchst, weil du nirgendwo anders so gehypt wirst, wie in dieser Szene, wo der Einäugige unter Blindenkönig sein kann. Ich treibe sehr viel Schindluder im Netz. Manches bekommt die Öffentlichkeit mit, anderes nicht. Bin da aber überall an irgendwelchen Vernetzungsdingern immer interessiert, bin also auch tiefer vernetzt, als das der politische Gegner vielleicht gerne wahrhaben möchte. Ja, deswegen, ich kann mir vorstellen, wenn so CSU-Stammtisch ist, dann wird der Schröder da heimlich eingeladen nach dem Motto, Patrick, wir schmieden jetzt die rechte Querfront für die Rettung Deutschlands. Erzähl mal, was für ein Lappen, der ist so in seiner eigenen Szene hoch umstritten. Ja, da gibt es unglaublich viele, die ihn auf eine Stufe mit mich stellen. Wir erinnern uns an Max Damage, sein Lied. Patrick Schröder, du bist der nächste Axel Reitz. Es gibt immer wieder Kritik in seine Richtung. Er selber distanziert sich von großen Teilen dieser Szene. Aber jetzt ist er der große Netzwerker, immer interessiert, überall dabei und weit über die Grenzen dessen hinaus, was man von außen sehen kann. Alter, was für ein Schwartlappen, was für ein Schwätzer. Ne? Auch auf in Bezug auf diverse blaue Parteien, nenne ich es mal. Aber ansonsten, ja, ich bin ganz normal abend unterwegs. War neulich im Kino, habe mir mal Napoleon reingezogen. Ich war letztens mal im Kino. Tolle Leistung. Du bist in der Gesellschaft, du bist in der Mitte angekommen. Und toll, dass ein paar AfD-Dödels mit dir abhängen. Krass, wie du da vernetzt bist. Das hast du geschaffen. Du bist das Bindeglied, ja, das tut ja weh. Das ist aber wirklich, ich habe die Vibes, wenn ich den sehe, das ist eine ganz traurige Wurst. Arme Sau, der ist eine arme Sau und irgendwo tut er mir auch leid. Der ist zwar mega unangenehm und der ist mir unsympathisch, aber auch sehe ich ja, ich war selber so eine unsympathische, ekelhafte Type. Der ist ein armer, kleiner Junge, ja, der ist jemand, der auf der Suche ist nach Anerkennung, ja, der will was darstellen, der hat ein absolutes Ego-Problem. Und in dieser Szene wird das halt befriedigt. Und das, kann ich hier sagen, ist das Einzige, was ihn in dieser Szene hält. Das ist keine Weltanschauung, die hat er nicht, die kann er nicht artikulieren. Das sind Versatzstücke, das sind Parolen, die er von sich geben kann, wo er weiß, da fragt keiner nach. Bald nachgefragt wird, kommt er ins Straucheln oder muss ehrlich sagen, so, weiß ich auch nicht, kann ich nichts zu sagen, keine Ahnung, ja, viele Umstände. Ne? Dem geht's um sich, dem geht's um sein Ego und solange er das in der Szene bekommt, bleibt er da und wenn da irgendwann mal der Druck zu groß wird, wenn da die Leute sagen, so war Schröder gar keinen Bock mehr, dann ist der weg, dann ist der raus aus dieser Geschichte, ne? Und das wünsche ich ihm. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung, wieder in die Normalität zurückzukehren. Ne? Eishockey muss ich dir nicht erzählen, ist natürlich auch immer schwer am Start. Gestern war ich im Allgäu unterwegs, also ich bin immer auch noch relativ viel unterwegs, halte auch meine Vorträge erst letztes Wochenende in Hessen. Also man ist vielschichtig am Start, nennen wir es mal so. Machen natürlich auch Fitness, Sport und Scheiß und bla. Also mir wird auf jeden Fall soweit nicht langweilig. Aha, ich bin, heute Morgen war ich auf dem Klo und ja, dann war ich in der Bank und die Woche war ich auch im Kino, habe mir The Beekeeper angesehen, wunderbarer Film mit Jason Statham.
Dann habe ich morgen einen Vortrag, den ich im Westerwald halten werde. Dann habe ich am Wochenende ein Treffen mit Politikern der etablierten Systemparteien. Also Axel, so kann man mein so Januar sehen. Bis zum 24.01. war mit Sicherheit. Der Januar ist bei mir der langweiligste Monat überhaupt. Ich bin auch nicht so ein Januar-Typ. Das habe ich dir ja vor dem Stream auch gesagt. So Januar holt mich so gar nicht ab. Aber es wird vielen so gehen. Ich sage dir, mein Januar jetzt bis zum 24.01. habe ich geilere Sachen gemacht mit Freunden und mit Leuten und war unterwegs, wie der Patrick das im ganzen Jahr nicht schafft. Ja, aber will er ja auch gar nicht. Du bist halt ein Systemling. Du bist halt angekommen in dieser falschen, kranken, homosexualisierten, multikulturalisierten Gesellschaft. Er will ja mit der Szene was für Deutschland verändern und hält dann tolle Vorträge und ist dann in Hessen gewesen und im Kino. Im Allgäu und im Kino. Also ganz ehrlich, zu meiner Zeit als Aktivist war ich unter der Woche auf 5 Veranstaltungen. Da hatten wir Kameradschaftsabend, dann haben wir einen anderen Kameradschaftsabend besucht, dann hatten wir Kundgebung unter der Woche, dann hatten wir Demonstrationen irgendwo am Arsch der Welt, wo wir rumgelaufen sind, und nächste Woche ging der Spaß von vorne los. Ja? Er erzählt jetzt hier 2 Termine. Ich war im Allgäu und dann war ich jetzt in Hessen und ich halte Vorträge und ja, bin ja vielschichtig unterwegs. Du machst denselben Scheiß, den die Szene seit Dekaden macht. Du machst dasselbe, was ich gemacht habe, was Worch gemacht hat, was Wulf gemacht hat, was Meinhof Schönborn gemacht haben, was all die alten Kader, die heute ein abgehalftertes, trauriges Leben führen, weil sie den Absprung nicht geschafft haben. Das machst du heute noch und verkaufst das jetzt als, boah, geil, vielschichtig. Ich bin voll unterwegs, ey. Ne? Boah, und Kino. Beginnt. Und Napoleon geguckt. Ne? Toll. Also beim Sport, und bleiben wir doch auch gerade einmal beim Eishockey, das uns beide ja umtreibt. Du bekanntlich ein glühender Anhänger der Blue Devils Weiden. Ich seit 35 Jahren ein Anhänger der Heilbronner Falken, des Heilbronner Eishockey-Clubs. Wir spielen derzeit zum ersten Mal, meiner Erinnerung nach, in der gleichen Liga, in der Oberliga Süd. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie sieht hier die Interaktion mit den anderen Anhängern der Blue Devils Weiden aus? Wie sieht die Interaktion mit gegnerischen Fans aus? Und ganz besonders interessant für mich, haben die Leute Probleme, sich mit dir ablichten zu lassen? Oder zu guter Letzt findet sehr häufig eine Fanbefragung statt beim Ausgang. Wirst du da immer herausgeschnitten, wenn man aus Versehen dich befragt und du zum Spiel Stellung nimmst? Also da kann ich eine ganz interessante Geschichte erzählen jetzt eigentlich. Ich schweife dann wahrscheinlich schon wieder viel zu weit aus, aber der Grund, warum dieses ganze Eishockey-Ding losging, war tatsächlich eine linke Fangruppierung. Also die gab es bei uns, gibt es irgendwo immer noch, bloß dass sie halt nicht mehr wirklich links ist, und das haben wir in den letzten Jahren dann eben korrigiert, nenne ich es mal. Oh, das ist... Weil Leute keinen Bock haben, dass in ihren Verein Rechtsextremisten und Neonazis rumhängen. Wir haben es korrigiert. Aber weißt du, dieser Größenwahn, wir haben das korrigiert, ich habe mich drum gekümmert, aber ist ja schon geil. Weißt du, wenn ich eine Sportart konsumiere ich diese Sportart, weil ich den Sport mag, ja, weil ich den sportlichen Wettbewerbsgeist mag, weil ich zu meiner Mannschaft halte. Für ihn, ja, das hat ja überhaupt erst angefangen, weil es eine linke Fangruppierung gab. Was ist das für eine Aussage? Ja, das ist, was ich einfach höre, ist hier ein extrem langweiliges Leben. Und ich kriege hier einmal Aufmerksamkeit. Du nennst das immer, Patrick ist ja, er braucht das, und er kann, glaube ich, auch da nicht raus, weil er diese Aufmerksamkeit braucht, auch selbst wenn was Kleines ist, selbst nur von dem Verein oder von einem Dangel. Das ist schon der Treibstoff. Ja, natürlich, aber ist ja trotzdem traurig, weil wenn man sonst sagen würde, ich bin immer gern zum Eishockey gegangen, hab zu meiner Mannschaft gehalten, fand die Spiele toll, hab das verfolgt, das ist mein Privatleben. Für ihn geht's nur politisch in einem größeren Rahmen. Er ist überhaupt nur dahin, weil es da Linke gab. Er hat das korrigiert. Er sorgt dafür, dass da alles im richtigen Rahmen läuft. Er ist the brain, er ist der Macher. Er ist derjenige, der hier überall das letzte Wort hat. Was für ein narzisstischer, kleiner Egomane. Ja, ich will es jetzt anhören, ich will aber, dass die Story zu Ende ist. Wir werden mal gleich wahrscheinlich ins Pluriversum kommen, wir werden gleich politisch was hören. Wir haben nämlich bei meinem ersten Stadionbesuch, wo ich rein zufällig drin war, weil jemand gesagt hat, ja, gehen wir halt mal auf Eishockey. Ich habe mich für die Sportart nie sonderlich interessiert, das ist jetzt auch, was weiß ich, 6 Jahre her oder irgendwas. Waren wir da drin und da war diese Fangruppierung eben noch richtig links und hat dann Sprechchöre für mich aus Liebe quasi zum Besten gegeben, nämlich hat dann so 150 Leute, 100 Leute haben dann gesungen,
Patrick Schröder ist ein Hurensohn und Nazis raus und so weiter und so fort. Und das hat mich eigentlich dann erst angefixt und habe gesagt, au, 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 das können wir so nicht stehen lassen. Und ab diesem Moment war ich dann regelmäßiger Besucher und haben sich natürlich dann da Kontakte gebildet, auch in der Fanszene. Und mittlerweile, es wurde dann auch noch in letzter Konsequenz ein paar Jahre später noch versucht, ein Stadionverbot für mich auszugeben. Das wurde aber dann abgelehnt, weil es wurde dann schon argumentiert, ja, wir sind ja nicht beim FC St. Pauli. Also solange der nichts gemacht hat, darf der dann natürlich weiter tätig sein. Und ja, bin da regelmäßig drin. Ist aber, ist ja komisch, Philipp, in diesem diktatorischen, linksgrün versifften Terrorsystem, wo keine nationale Regung ohne extremen Widerstand und den Knüppelgarden der System-Antifa existieren kann, ja, wo ja tagtäglich ein absoluter Überlebenskampf für deutsche Patrioten an der Tagesordnung ist und sich diesem Terror kaum noch erwehren können, war das jetzt aber ziemlich schwach. Ne? Also muss man sagen, wenn das doch alles so übel ist und alles so einseitig und alles so undemokratisch und diktatorisch, war das jetzt aber gar nicht mal so richtig diktatorisch, ihm einfach da zu lassen und zu sagen, so, ey, komm, solange er hier nichts macht, kann der einfach gucken. Ne? Axel, wir hatten schon viel Cringes, aber das ist somit das Langweiligste. Das ist ja, du weißt ja noch gar nicht, was kommt. Ne? Aber ist dir auch mal aufgefallen, wenn der Dangl dann immer eingeblendet wird, erstmal wirkt das auf mich, als wenn der sein Statement abliest. Also es wirkt nicht auf mich, als wenn der frei sprechen würde. Und ich habe immer Angst, dass der gleich einen Schlaganfall kriegt. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Wir hoffen nicht, das gönnen wir keinem. Alter, nee, aber es ist tatsächlich schon so ein bisschen, es wirkt einfach unauthentisch. Ich meine, der Schröder, der labert halt weg, der ist ein Selbstdarsteller. Aber der Dangl sitzt halt da, ja, und dann, und also so geskriptet wirkt das einfach, ne? Vielleicht sollten wir mal eine Anfrage stellen, vielleicht mag irgendjemand eine E-Mail schreiben an den Eishockeyverein, weiß ich nicht, hier, was war das, Eisbären, keine Ahnung, Weiden oder was weiß ich, wie die hießen. Ich bin im Eishockey-Game gar nicht drin, aber hier klingt es ja so, als wenn er bald in den Vorstand des Vereins kommt. Ne? Also er hat das alles auf rechts gedreht, ne? Da sind Kontakte geknüpft worden und jetzt ist er da ist er jetzt eine ganz große Nummer. Er hat halt wie immer durch Persönlichkeit überzeugt, Philipp. Ja? Der geht dahin und wenn man The Brain einmal kennenlernt, dann kann man ihn nur gut finden und muss ihm auch zustimmen bei seinen logisch stringenten Schlussfolgerungen. Blut. Der kann das so gut verkaufen, deswegen frage ich mich, warum ist der Mann, ich habe eben Bürgermeister gesagt, das war viel zu tief gestapelt, warum ist der Mann noch nicht mindestens Landrat da unten in Weiden? Ne? So. Eishockey-Forum. So, ich muss kurz was lesen. Das okay, gut, ne. Ich habe noch ein bisschen der im Forum gelesen, aber das gebe ich mir jetzt nicht. Orten, Grüße gehen raus übrigens nach Duisburg. Bisher die weiteste Fahrt, die ich gemacht habe. Da bin ich auch vom gegnerischen Fanlager dann erkannt worden, musste da auch ein paar Fotos machen. Aber ja, also gibt da mittlerweile eigentlich soweit keine Probleme. Ja, wenn natürlich dann auf dem Blue Devils Kanal in die Fankurve geschwenkt wird und ich dann durch Zufall zu sehen bin, auch das gab es schon in Rosenheim beim Auswärtsspiel unten, da ist dann dieser Videoschnitt dann nur 10 Minuten auf Instagram gewesen, bis dann eben darauf hingewiesen worden ist, ah ja, da steht aber jetzt der mit im Bild drin, ja, da wurde der halt wieder runtergenommen. Also sowas gibt es schon natürlich und natürlich bin ich bei der wichtig, ist der wichtig, der Patrick ist wirklich schon, also dass der Posterboy der nationalen Bewegung, der ist der Mann, der diese Szene in die Zukunft führt, ja, der modernisiert, der hier ganze Fangruppen auf rechts drehen kann. Also schon krass, wie wenig Anerkennung er dafür eigentlich in seiner Szene genießt. Ne? Also der müsste doch eigentlich überall Vorsitzender, Generalsekretär und im Dauereinsatz sein als Redner und Former der jungen Kameraden, oder? Mit seinem Wissen und seinem Können und seinen Fähigkeiten, seiner Erfahrung. Also alter Kämpfer ist ja noch untertrieben hier, oder? Ich möchte einfach nur, dass es endet und es geht noch 45 Minuten. Jetzt nicht der, wo die Lokalpresse als erster drauf losgeht und fragt, wie ich momentan die Sachlage sehe. Das passiert natürlich alles nicht. Also man hat natürlich trotzdem gewisse Einschränkungen, aber den ganz normalen Shit kann man alles machen. So, letzte Frage zum privaten Patrick. Es wird ja immer gemunkelt, einem Exponierten wie dir so etwas wie der Eros des Verfolgten umweht, was ihn angeht. Also das spüre ich hier gar nichts. Lieber Patrick, welchen Sport du machst, ich habe es gesehen bei der Venus. Ich bin selber zu stabil unterwegs gerade. Aber der Eros des
Verfolgten. Ja, der also ist ich spüre hier, ich spüre, ich sehe hier einen kränklichen, blassen Jungen, der im Keller sitzt. Und Eros bringe ich damit gar nicht in Verbindung. Ob du verfolgt wirst oder nicht, also die Vibes habe ich hier gar nicht. Philipp, die Frauen rennen dem doch die Türen ein. Ja? Der kann sich doch vor unsittlichen Angeboten und Heiratsanträgen gar nicht erwehren. Ja? Aber weil er halt mit Deutschland verheiratet ist und weil er so viel unterwegs ist und ja, es ihm nur um Deutschland geht und um gar nichts anderes, hat er halt einfach nicht so viel Zeit, die Frauen auch zu beglücken. Ne? Bin ich ganz besonders attraktiv beim anderen Geschlecht macht. Jetzt meine Frage. Wie sieht es aus? Du bist meiner Meinung nach noch unverheiratet. Kannst du dich vor Angeboten nicht retten oder wenden sich Frauen entsetzt von dir ab, wenn sie nur erfahren, wes Geisteskind du doch laut den Bundlandmedien bist? Ja, das ist natürlich... Das habe ich mir aber ganz kurz. Er hat sich jetzt ja in seiner Einleitung in zwei Sätzen selber widersprochen. Auf der einen Seite, ja, ihn umweht der Eros, ja, des Verbotenen und ja, er wird unglaublich attraktiv deshalb, ja, und auf der anderen Seite, ja, könnte es dann auch sein, dass die Frauen sich schreien von dir abwenden. Das widerspricht sich ja so ein bisschen, weil wenn ich attraktiv bin und so ein Eros mich umweht, dann spreche ich halt das andere Geschlecht auch an, ne, aber weiß ich nicht, war auch wieder eine tolle Fragestellung hier vom Gluck, ne? Ich bin auf die Antwort gespannt. Denkt, also ich bin ja auch nicht der jetzt hier unbedingt immer so szenemäßig unterwegs ist, sondern da halt neulich habe ich ja auch einen Podcast bei uns in Moos Taverne eben die Geschichte erzählt, dass ich einmal mit einer linken Studentin neulich mal ein bisschen was gemacht habe, sagen wir mal so, ohne jetzt in die Details zu gehen, aber das politisch verfolgen. Was hast du gemacht? Also hast du eine Podiumsdiskussion gegen sie verloren? Was anderes kann ich mir da nicht vorstellen. Ja, man muss aber dazu sagen, das ist auch meine Erfahrung gewesen als prominenter Neonazi. Es gibt tatsächlich einen Teil von Frauen, die in der linken Szene aktiv sind oder auch da sozialisiert worden, die zieht das an. Also ich habe tatsächlich auch die ein oder andere Studentin gekannt, ja, aus der linken Szene, mit der ich dann auch Sachen gemacht habe. Das kann man nicht von der Hand weisen, dass da eine gewisse Faszination entsteht und die meistens ankommen, es war bei mir immer so, dass sie dann erstmal anschreiben, dann beschimpft haben und ich habe dann freundlich zurückgeschrieben und dann entwickelte sich ein Gespräch und da hat man schon gesehen, so, oh, da ist ein Interesse da und wenn man da ein bisschen unterwegs ist, dann auch verbal ganz gut, konnte man dann auch ein Treffen ausmachen und ja, das traue ich ihm jetzt auch zu, quatschen kann er ja, ne? Nur... ja, ich weiß ja auch aus anderen Quellen, dass er dann Frauen auch versuchte, die nicht auf seiner politischen Linie war, zu politisieren und dass das dann auch böse nach hinten losgehen konnte. Ne? Also ist nicht so, dass er einfach auch der Patrick sein kann, der ganz normal lebt und hey, ich bin ein normaler Typ wie jeder andere. Ne? Der ist schon ein Fanatiker, der seine Szene braucht und damit auch seine Frau dann in diese Szene integrieren muss. Ne? Dass das jetzt hier besonders attraktiv ist, würde ich verneinen. Also das glaube ich nicht. Es gibt natürlich diesen Outlaw-Status, es gibt bestimmt auch die Frauen, die auf sowas dann stehen, ob das... Ja, da muss ich doch mal ganz kurz dazwischen. Also es gibt die Faszination des Bösen und Outlaw-Status, das ist aber eher in den Bereich Rocker geht das, das funktioniert da sehr gut, das hat eine gewisse Ausstrahlung, das war sehr, sehr leicht, der Wechsel auch aus dem rechtsextremistischen Rockerclubs hat ganz andere Frauen angezogen, das... Ja, es ist ja hypermaskulin und es ist ja popkulturell nicht verbrannt. Ein Rocker steht ja immer noch im Gegensatz zu Faschisten und Neonazis für etwas, was man gutheißen kann. Boah, für Freiheit, die machen ihre eigenen Regeln, das ist eine Bruderschaft. Ja, boah, guck mal, Bikes und Tattoos und Leute, die auch mal dann sich gerade machen. Was denkst du über Neonazis? Denkst du, das sind Rassisten, das sind Antisemiten, das sind Verlierer, das sind Kriminelle? Das siehst du bei Rockern anders so, auch im popkulturellen Mainstream. Gibt's halt viele Heldengestalten Rocker, ne? Das hast du als Nazis nicht. Als Nazis bist du halt der Paria der Gesellschaft, ne? Grätschen. Also mir geht es jetzt, um es etwas zu verdeutlichen, worauf ich abziele. Es gibt ja jetzt diesen extrem männlichen Typus, 2 Meter breitere Schultern wie die Eingangstüre, der auch schon so auftritt mit einem Selbstbewusstsein, dass die Hälfte der sich dort Aufhaltenden sich bereits einnässt. Ich glaube, wir sprechen wieder von dir, Philipp, ne? Habe ich das Gefühl? Ich fühle mich angesprochen. Ein bisschen, ne? So, ja. Bei dir aus, wie reagieren die Leute auf dich?
Nee, ich bin ja auch nur einen halben Tür, ich bin ja, ich mache ja nur die halbe Tür voll, so ungefähr. Das ist schon mal der erste Unterschied. Ich argumentiere immer eher, ich bin ja eher der Diskutant, weniger der Rocker-Typ. Und ich muss auch dazu sagen, ein Rocker-Typ hat natürlich bei uns im Ranking ist er natürlich deutlich hinter uns. Also bei uns muss man ja damit rechnen, hier, wenn es da mal irgendwo Kinder geben sollte, dass die ja massiv unter Druck gesetzt werden. Hat man ja bei vielen anderen gesehen. Das sind ja bei zum Beispiel Andreas Molau, zwar mittlerweile Aussteiger, sind ja sogar aus der Schule geworfen worden und so weiter und so fort. Also natürlich, wenn jetzt das eine Frau ist, die, sag ich jetzt mal, ein bisschen weiter denkt, die muss dann schon 100% damit klarkommen, mit dem, was ich mache. Weil das sonst auch eine schwierige Nummer wird. Also, weil einfach wird es ja trotzdem nicht, außer wir lösen morgen die Revolution aus und dann sieht es, wird alles umgedreht, gut. Ja, oder du konzentrierst dich einfach auf die Dinge in deinem Leben, die eigentlich wichtig sein sollten. Ja, die Menschen, die du liebst, ja, deine Familie, deine Frau, deine Arbeit, deine Zukunft. Das willst du nicht, ja. Du brauchst keine Revolution, um ein normales Leben zu führen. Du kannst einfach mit deiner Nazi-Scheiße aufhören. Ja? Ich will das auch auf die Gefühlsebene tragen. Hier hört man auch schon so ein bisschen was raus. Ja, 100%, sonst geht's nichts. Also da hat er vielleicht auch mal welche kennengelernt, die gesagt haben so am Anfang, ja, okay, gut, ne, dann stellt sich halt vor, ja, ich bin Nationalist, ne, und ich kümmere mich um Deutschland, ich bin für das Volk. Und dann geht man nach Hause, googelt das und sagt, oha, ne, den und den Shop betreibst du, das und das machst du. Oh, da warst du auf der Venus mit Schwarz-Weiß-Rot und da warst du unterwegs und da hast du Hakenkreuz-T-Shirts verteidigt bei Spiegel TV. Ja, naja, es kommt halt immer auch noch dazu, für einen Fanatiker und für einen Extremisten, der nur für seine Szene, für seinen Extremismus lebt, ordnet er automatisch alles unter. Wenn du einen normalen Partner hast, ja, wenn der sich dazu bereit erklärt, weil er sagt, ich kenne den als Menschen, ich glaube an das Gute in ihm und das andere blende ich irgendwie aus, selbst wenn das einer hinkriegt, wird er immer und immer wieder untergeordnet. Ja, wenn der nicht mitkommt zum Konzert, ja, wenn der keinen Bock hat, Phil von Flack kennenzulernen, wenn der keine Lust hat, mit dem Demo zu fahren. Er ist ja ein guter Freund von ihm und er stellt ja seine Frauen gern dem Phil dann vor. Ne? Aber wenn da jetzt dann die Frau sagt, da habe ich keinen Nerv drauf, das möchte ich nicht, ja, wird sie ja immer wieder zurückgesetzt. Ja? Weil die Szene ist das, was der Schröder braucht. Er braucht keine Frau an seiner Seite. Er braucht nur jemanden, den er da integrieren kann, damit sein Konstrukt und sie funktioniert. Und sie funktioniert, genau. Sie muss sich unterordnen wie er, seiner Weltanschauung, seinen Ansprüchen, weil er kämpft ja für Deutschland, ihm geht es ja um ein höheres Ziel, ja, und entweder Revolution oder ansonsten geht das nicht. Er hat ja auch in dem Oberpfalz-Echo-Interview gesagt, ja, normalen Job will ich gar nicht in diesem Krankensystem und so weiter, geht gar nicht, kann mich da gar nicht entfalten, ich werde da immer dann wieder unterdrückt werden wegen meinem Nazi-Scheiß. Ne, also ein Extremist kann keine normale Beziehung führen, nicht auf Dauer. Ja, das geht einfach nicht. Er wird immer automatisch aus Eigenantrieb und Selbstzweck versuchen müssen, diese Leute dahin zu integrieren. Und wenn dann eine Trennlinie gezogen wird, wird der Partner halt immer wieder runtergebuttert, verletzt und ins zweite Glied gestellt, weil die Szene und die Dinge, die daraus gezogen werden von Extremisten, immer für ihn wichtiger sind. Das ist ein Lebenselixier, das ist wie eine Droge, diese Szene für diese Menschen. Ne? Kann sein, aber ansonsten gestaltet sich das natürlich nicht ganz so einfach, als man spielt das Game dann schon für fortgeschritten. Aber da muss ich jetzt ganz kurz wieder einhaken. Liegt es vielleicht nicht auch daran, dass du dich, heimatverbunden wie du bist, doch meist im Großraum Mantel bewegst? Wäre nicht ein Exodus, wie das andere vor dir getan haben, nennen wir einmal Michael Brück aus Dortmund, ein Exodus also in die Mitte unseres Vaterlandes für dich ein Weg, besser anzukommen und vielleicht auch massenkompatibler agieren zu können. Und nicht zuletzt dann womöglich auch größere Chancen beim anderen Geschlecht zu haben. Wenn man dann Das ist ja schon peinlich. Also egal, wo ich aktiv war, ging es immer darum, dass ich irgendwie eine Frau an meiner Seite hatte. Das sagt einfach viel auch über Patrick Schröder aus, dass man dann irgendwo hinziehen muss, ja, wo man dann vielleicht mit seiner Einstellung eine bessere Chance hin. Also das ist ja schon fast ein Vorführen von Ding Dang Dangel hier. Also das muss man mal sagen. Dass der Patrick ist halt Opfer. Er ist Opfer des Systems. Er ist Opfer der diktatorischen Sudel-Bundland-Propaganda, die gegen ihn betrieben wird. Der kann einfach keine Frau finden, weil noch keine Revolution da war. Ja, und Axel, wo soll der denn normale Leute kennenlernen? Dann, wenn er da einmal im Kino sitzt. Und das ist nun mal so. Und das, was er angerichtet hat, und das hing mir auch lange nach mit diesem Image, ne? Sei es aus dem Rechtsextremismus oder aus den Rockerkreisen. Ja, na klar, schreckt das ab. Ja, und dann jetzt so, ja, in die Mitte unseres Vaterlandes.
Ich will vielleicht auch mal sagen, Patrick, vielleicht ist die Art und Weise, wie du dich auch oft im Internet präsentierst, hat da viele Frauen vielleicht auch keinen Bock drauf. Ne? Es ist sehr oft von oben herab, das muss man leider sagen. Es sind immer sehr, 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 sehr viele Vibes, wo du auch versuchst, lustig zu sein, wo du nicht lustig bist. Und das kommt halt bei vielen Frauen auch einfach nicht an. Aber man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ja, der Patrick sagt ja auch, er ist auch im vorpolitischen Raum aktiv, er ist ja jemand, mit dem man auch Sachen machen kann, die in der Szene ansonsten nicht so angesagt sind. Er will ja eine Öffnung, eine Verbreiterung des kulturellen Rahmens schaffen. Also selbst in der sektiererischsten Zeit, wo ich unterwegs war, hatte ich nie Probleme in der Szene Frauen kennenzulernen und die Leute um mich herum hatten auch nie Probleme. Also wenn da einer jemanden gesucht hat an seiner Seite, auch in diesem Milieu im finsteren Westdeutschland, wo ein denkbar ungünstiger Stand war für Neonazis im Gegensatz zum Osten der Republik, gab es für niemanden ein großartiges Problem, auch eine Frau zu finden, die bei ihm bleibt. Auch für Führungskader nicht. Ob du Sigi Borchert nimmst, ja, selbst Christian Worch hat immer Freundinnen gehabt, aus der Szene, auch außerhalb der Szene. Ja, und die sind noch weitaus prominenter und weitaus Ich fanatischer will, als Axel. Patrick Schröder, ne? Wenn die das schaffen, warum schafft er das nicht? Axel, Hat ich er muss da gerade Hörer? sagen, Thor Hammer schreibt gerade, Alter, das ist eine Anti-Werbung für die rechte Sache. Ich glaube, ich lasse das lieber und genieße mein Leben. Genauso einfach muss man das sagen. Gute Rein aus Einstellung. diesem Gesichtspunkt sehen würde und jetzt nicht Arbeit, Freunde und Co. noch mit reinnimmt, wäre das natürlich ich nenne es mal, würde die Erfolgsquote wahrscheinlich deutlich erhöhen, das mit Sicherheit. So, kommen wir jetzt, Patrick, zum Beruflichen. Du giltst ja als der Macher und das Gesicht von FSN. Wie ich aber gehört habe, bist du jetzt ja nicht mehr hauptberuflich in diesem Bereich tätig bei FSN, Oh. sondern betreibst das mehr oder minder als Freizeitbeschäftigung. So. Nee, da muss ich dich korrigieren. Also FSN ist schon noch mehr oder weniger das, was ich im Politischen hauptsächlich mache. Wovon du jetzt hier anspielst, ist quasi Ansgar Arian. Da bin ich nicht mehr tätig, das ist korrekt. Also FSN gibt es ja in dem Sinne noch. Die Versende, mit denen habe ich in dem Sinne nichts mehr zu tun, das stimmt. Aber so dieses Ding hängt ja nicht umsonst da hinten. Also das ist schon so. Aber ich bin mittlerweile wieder im ganz normalen Mainstream-Beruf tätig, ganz genau. Oh, was für eine Nachricht. Also, Patrick Schröder, Ansgar Arian raus. Also, dann wahrscheinlich jemand. Nach Amazon, wo er rausgeflogen ist, hat sich ja auch sehr darüber geärgert, dass wir wussten, dass er da gearbeitet hat. Huch, hat er jetzt also einen neuen Job gefunden, aber auch das widerspricht ja seiner These, dass dieses diktatorische, antideutsche System, ja, die Nationalisten zu Freiwild erklärt, sie entrechtet, verfolgt, unterdrückt. Weiß ich ja nicht, ne? Das wäre eigentlich so der erste Angriffspunkt. Also in jedem diktatorischen System verlierst du als erstes deine Arbeit. Ne? Er hat Also, Arbeit, im Systemberuf sogar noch, also kann die Diktatur ja gar nicht so schlimm sein, oder? die Firma Ansgar Arian ist immer noch bei Patrick Schröder zu Hause angemeldet, aber Geschäftsführer ist eingesetzt worden. Also das heißt noch nichts, ein Geschäftsführer heißt noch nicht, dass sich Besitzverhältnisse geändert haben. Ja, das hier also nicht verwechseln, sondern im Impressum steht ein Andreas Suttner. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen, Axel, ne? Nie gehört, keine Ahnung, ist aber auch nicht mal im Bereich. Aber wir wissen ja auch, dass der Patrick erhebliche Probleme mit der Steuer hatte. Vielleicht ist das jetzt so sein Ausweg, dass er sich da ein bisschen zurückgezogen hat und jemand anderen das dann anvertraut hat, der vielleicht ein bisschen besser die Bücher führt als er, ne? Finde ich so erstmal nichts drüber. Aber wie gesagt, Geschäftsführer heißt erstmal nichts. Auch dann hält jemand vielleicht anderes den Kopf erstmal hin. Auch da gab es diverse Wechsel bei rechtsextremen Szeneversenden, die dort aktiv waren, die immer wieder andere Inhaber, andere Geschäftsführer eingesetzt haben. Das gab es ganz bekannt bei PC Records immer wieder, wo die Leute gewechselt sind. Auch Front Records, die es da gab, da gab es das auch immer wieder. Aber jetzt zurück ins Sudelbundland-System, Kapitalismus, Ahoi. Er ist ja kein genereller Antikapitalist, das ist ja auch wieder nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja, zwar nationaler Sozialismus, jetzt, jetzt, jetzt und Hakenkreuz-Shirts verkaufen. Entschuldigung, ist ja kein Hakenkreuz, sondern Hakanetta, wie er dann behauptet hat. Aber ja, es zeigt schon, dass der Patrick halt andere Ansprüche hat, die so mit seinem Szene eigentlich so gar nicht wohl gelitten sind. Ja, weil ein richtiger Fanatiker würde immer sagen, hier Deutschland zuerst, ich will doch keine Karriere in dem System machen, aber er hat ja immer schon gesagt, naja, du musst ja auch was zu fressen kaufen können, du musst ja auch die Wahlkämpfe finanzieren. Da redet er sich das natürlich dann schon schön. Ne? Aber Axel, mich eins würde. muss ich ja sagen, wenn das das Lebensergebnis von dir ist, Patrick, und das gebe ich dir ganz ehrlich wirklich weg, und denk da mal ganz neutral drüber hinweg, auch wenn du den Axel scheiße und mich auch scheiße findest. Wenn das die Lebensabrechnung ist,
wie Christian Worch, irgendwann darauf zurückzugucken. Ich habe mal 10, 15 Jahre FSN-TV gemacht. Wenn dein Telegram-Kanal gelöscht wird, ist FSN-TV in der Versenkung, in der Vergessenheit. Kein Mensch wird sich je daran erinnern. Das ist die Lebensleistung. Ich habe mal im Keller FSN-TV und Moos Taverne Podcast gemacht. Das ist die Lebensleistung bis jetzt. Naja, vor allem, wir müssen auch hier wieder den Kontext ja schaffen. Er selber behauptet ja, jetzt die Mitte hat mit mir kein großartiges Problem mehr. Wir sehen ja jetzt, die Szene hat ja denkbar günstigste Voraussetzungen. Ich sage es einmal, ich sage es wieder. Als Neonazi hätte ich diese Voraussetzungen als pures Gold betrachtet. Das wäre ein wunderbares Füllhorn gewesen von Unzufriedenheit, von Einbrüchen rechtsextremer, rechtsradikaler Parolen in Teile der Mitte der Gesellschaft. Eine unglaubliche Unzufriedenheit, Problematiken, auf deren Klaviatur man spielen kann, um Menschen zu gewinnen. Aber wo ist denn der Erfolg? Er partizipiert ja nicht davon, weil selbst die Leute, die sich jetzt radikalisieren, selbst die Leute, die jetzt stramm nach rechts marschieren, auf ihn keinen Bock haben. Jetzt kann er sagen, ich bin ja auch vernetzt, ich war da mal im Hinterzimmer dabei, wo sich dann der XY-Kreisverband getroffen hat, der AfD, und da hat man mir auch gesagt, so, ja gut, was du machst, und getrennt marschieren, Verein schlagen, wir halten ja doch zusammen, weil es um Deutschland geht. Aber du partizipierst nicht davon. Ja? Du kommst nichts daraus. Du kriegst nicht mehr Zuschauer, du kriegst nicht mehr Kohle. Du hast nichts davon. Und das zeigt doch schon, dass dieser Anspruch doch schon ins totale Losertum geführt hat. Ja, bei diesen Voraussetzungen, bei diesen Möglichkeiten kann er, genau wie der Rest der Szene, nicht davon partizipieren. Ich muss Axel Ort ein bisschen in die Kürze treiben, weil wir haben es 15 Minuten geschafft, in 4 Stunden. Ein bisschen in die Kürze. Aber Chilled Out Jerry hat gerade geschrieben, 15 Jahre FSN gemacht und im Kino gewesen. Er hat sein Leben gelebt. Ja, das ist also wirklich traurig. Beim Eishockey war er auch. Ja, Axel labert Müll, der Sigi hat auch ein ganzes Buch gekriegt. Zum Ausmalen, ja. Ja, ich habe das Buch. Werden sehr viele Dinge unterschlagen, aber ein Teil des Buches ist dann tatsächlich dafür da, dass man eigene Bilder mit Sigi einkleben kann und eigene Anekdoten niederschreibt. So kriegt man auch ein Buch voll. Ne? Also gut, bleiben wir gerade einmal bei FSN. Es gibt ja hier diesen uralten Vorwurf, nicht nur von Schlaffi und gereizt, aber gerade aus dieser Ecke. Habe ich nicht gesagt, dieser Bordakrobat hat was ganz Neues erfunden, Schlaffi und gereizt. Boah, super, oder? Also das Axel und ich wollen unseren Podcast, also diese Folgen sollen auch mal als Podcast rauskommen, da wollen wir das wirklich Schlaff und gereizt nennen. Ich würde es tatsächlich noch, wir drehen das nochmal um, einfach Schlaffer Reiz. Das ist dann mal eine Beleidigung, die sich noch nicht ausgedacht haben, die auch für sich steht. Ne? Oh Gott, One More God schreibt, meine Frau hat mich gefragt, ob ich alles abgeheftet habe. Ich habe einfach gesagt, Job, habe alles weggeborgt. Ja, als gelocht. Lochen ohne Ende. Ne? Epochale Artikel der Beltor News über Patrick Schröder und sein NS-Business. Hier also der Dauervorwurf, du machst deine politische Arbeit, betreibst früher zumindest hauptberuflich nur FSN und Co., weil du dir damit die Taschen füllen willst und die Provokation liebst. Naja, die hinrissigen Bezeichnungen, auf die hast du ja sowieso keinen Einfluss. Also das hat mich noch nie interessiert, wie mich andere Leute bezeichnen, weil wenn ich so auf Belltower News ist eine Nazi-Seite, dann können die auch nichts dagegen machen. Stimmt zwar nicht, aber ein Vorwurf ist ja, kannst du ja immer raushauen. Falsch. Das stimmt nicht. Nazi gilt als Beleidigung. Üble Nachrede ist das. Wenn er Belltower News eine Nazi-Seite nennt, hätten die gute Chancen, dagegen anzugehen. Wenn du aber so weit rechts stehst und Nazi bist, mit Nazi-Parolen, Nazi-Merchandise dein Geld verdienst, kann man dich auch Nazi nennen, dann kannst du nichts gegen machen, weil es halt eben sehr nahe liegt, jemanden als Nazi zu bezeichnen. Ne? Aber da irrt er sich. Und lustig ist auch, dass er immer dann so tut, so, es interessiert mich doch nicht, was so andere über mich behaupten. Ich gebe dir Brief und Siegel, es wird einen, vielleicht zwei, maximal drei Tage dauern, bis er auch auf dieses, unser Video, wieder reagieren wird. Ja? Weil dieser Egomane es einfach nicht links liegen lassen kann oder rechts stehen lassen kann, wenn jemand über ihn etwas Negatives sagt. Das kriegt er nicht hin. Ne? Das wird auch hier wieder der Fall sein. Die ganzen Dinge, wie ja schon 100 Mal gesagt, also keiner hat ja einen besseren Kontoeinblick auf meine persönlichen Verhältnisse als du. Und du weißt ja, dass ich jetzt nicht der bin, der hier Millionen abschöpft. Aber also zu glauben, dass ich das jetzt hier nur aus geschäftsmäßigen Gesichtspunkten mache, das wäre ja ein bisschen doof, weil... Nicht nur, aber auch, ne? Aber auch, ne? Wohl im Veranstaltungsbereich, also auch im Internetbereich, wir haben ja
ohne Ende Geschichten überall gemacht, über Telegram-Gruppen und was weiß ich. Ich war neulich bei Mia Julia auf der Venus, hab der Schwarz-Weiß-Rot vorne mit EK gegeben. Das sind ja alles keine, wo jetzt irgendwas davon abgeht. Ach so, nicht, du hast eine Klatsche bekommen. Du hast dir gar nichts gegeben, du hast eine Klatsche bekommen, du Lappen, ne? Ich hab dir eine Fahne mit. Hat der ja gar nicht, er lügt aber ja schon wieder. Axel, er lügt ja schon wieder. Axel, das, was wir hier sehen, ist die Rechtfertigung und es ist der klassische Wurf aus dem Rechtsextremismus seit der 90er, wo diese Business aufkam, besonders der große Vertrieb von Rechtsrock. Immer dieses Business, was tust du denn? Wir haben hier einen absoluten Patrick in der Defensive. Das ist das, was unterstellt wurde. Das ist das, was auch Max Damage ihm unterstellt hat in diesem Lied, das wir vorhin genannt haben. Ja, immer hier, ihm geht es ums Geld. Und hier sehen wir Rechtfertigung. Ich habe doch nicht und ich mache doch was. Guck mal, da musste ich auch eine Buskarte mit dem Flixbus kaufen und bin dann nach Berlin gefahren, habe mir die Fahne entreißen lassen. Ja, das ist eine Rechtfertigungsstrategie. Da kenne ich mich auch mit aus mit dem Business. Es war nicht genug, dass du Clubhaus bezahlst, dass du Kameradschaft gründest. Es war nie genug. Aber machst du was in der rechtsextremen Szene, wird jemand aus der rechtsextremen Szene kommen und wird sagen, das, was du da machst, du bist ein Kapitalist, du bist ein Imperialist, du bist voll auf Schiene, ja, und du lässt dich kaufen, du machst das nur des Geldes wegen, ist ganz normal. Aber alle jammern rum, wir haben kein Geld, wir haben keine Strukturen, sie demontieren sich selber und das ist gut so. Vielen lieben Dank an alle, die das machen. Ja, aber er zeigt ja trotzdem, wie erfolglos er damit ist. Das ist ja schon so ein bisschen Wehklagen. Guck, was ich alles mache und du als mein Steuerberater hast den Einblick und Riesenvermögen, schaffe ich damit nicht an. Da klingt ja schon so ein bisschen Wehmut mit rein, ne? Weil er würde sich ja wünschen, dass er plötzlich damit einen riesigen Erfolg hat, dass die ihm die Bude einrennen und seine Shirts und seine Propaganda da kaufen. Das ist ja sein Traum. Das war ja auch am Anfang sein Versuch und sein Anspruch. Deswegen ja auch Ansgar Arian, das läuft, das kann man dann noch weiterverkaufen, über die Szene vielleicht hinaus, eine Marke etablieren. Es hat ja alles nicht funktioniert, weil du einfach auch in diesem Bereich ein Versager bist, müssen wir mal sagen. Wenn du in dieser Szene nicht mal deinen Lebensunterhalt richtig erwirtschaften kannst, damit keine Reichtümer irgendwie anhäufst und so, liegt es daran, dass die Szene auf dich keinen Bock hat und dass du einfach dann Dinge verkaufst, die nicht angenommen werden in breiter Masse, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ne? In dem Sinne, bei dem Kokett, die Mia-Julia-Geschichte war jetzt halt eher ein Gag, muss ich dazu sagen, sondern hatte ich mit Politik in dem Sinne nichts zu tun. Das war halt. Ach, auf einmal? Ja, und das war ein trauriger, schüchterner Junge, der einmal dann da gedacht hat, er kann Mia Julia, der Einweg ist in die Fahne rausgerissen und dann stand er da, dieser krasse Kampfsportler, der sein Leben in der Freizeit dem Sport widmet, ne, von Kampfsport bis Kraftsport und der stand da und wusste nicht, ich habe da einen schüchternen kleinen Jungen gesehen, der dann hart machen wollte und wurde von allen Seiten vorgeführt. Ja, aber er hat ja da auch was anderes erzählt. Er hat es ja nicht hingestellt und gesagt, so, ey, war ein Gag und just for fun, ich wollte mir ein bisschen was machen. Er hat natürlich versucht, das politisch aufzuladen. Er hat versucht, die Leute vorzuführen. Er hat sich da als Konservativer getarnt und ausgegeben, ja, weil er als Nazi nicht reingelassen worden wäre, hat über die Deutsche Stimme da unter anderem Namen eine Plakette bekommen, dass er zugelassen war. Hat sich danach noch hingestellt in der Nachbetrachtung. Das war die Rache für Mia Julias hartes Durchgreifen gegen Rechtsextremisten auf einem ihrer Konzerte in Mallorca. Das war jetzt die Rache und hier Gruß, Props gehen raus und an die Hammerskin-Brüder und so weiter und so fort. Jetzt war es plötzlich nur ein Gag und war doch gar nicht so richtig politisch. Entscheide dich mal, was du erzählst. Die Dinger sind doch abrufbar. Aber ansonsten weiß ja jeder, dass ich an sowohl was die Vorträge betrifft, habe ich mich nie dafür bezahlen lassen. Das waren immer nur die Spritgelder, die da irgendwo rausgingen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich absoluter Überzeugungstäter für die Sache bin und dass das mit dem Finanziellen nur bedingt was zu tun hat. Also ich, auch wenn ich hier null habe, würde ich machen, was irgendwie möglich ist. Und natürlich war es so, dass das Szenegeld eben Szenegeld ist und dementsprechend auch verantwortungsvoll damit umgegangen werden sollte. Also wie viel von deinem Szenegeld und Szenegeld ist? Aus der Szene für die Szene. Dann fragen wir doch mal, wie viel von der Kohle, die du erwirtschaftet hast, lieber Patrick, hast du denn an die Szene zurückgegeben? Wie viel floss denn da zurück in die Kameradschaften, in die NPD, in die Propagandamaschine? Ja, wie viel von dem Geld hast du für dich eingestrichen? Wie viel Geld hast du denn ausgegeben? Das ist ja wieder so eine Plattitüde, so eine Propagandaphrase, die ja gar keiner kontrollieren kann, weil wir keinen Einblick in seine Finanzen haben. Ne? Ich nie irgendein Riesenauto gefahren habe. Meine Autos haben ja mittlerweile Meme-Status in der Szene. Also sowohl die alten Chagans, die teilweise auf die 500.000 Kilometer zugegangen sind. Jetzt habe ich wieder einen alten Ford, der steckt gerade bei 412.000. Ich bin optimistisch, dass wir da noch Richtung 500.000 gehen können. Muss man mal sehen. Auch den abgefallenen Auspuff, der in einem Video mal thematisiert wurde, den habe ich nach wie vor nicht dran gebaut, weil das kostet unnötig Geld. Das fährt Rechtfertigung, Rechtfertigung, Rechtfertigung. Typisch für diese Szene, besonders für die neonazistische Kleidungs- und Musikindustrie, Rechtfertigung, Rechtfertigung, Rechtfertigung. Fährt er ohne.
Und also ich bin da tatsächlich keiner, der irgendwie jetzt in der Welt rumfliegt und Szenegeld ausgibt. Das Tommy Frank habe ich da rausgehört. Der liebe Klimbim Tommy, der nach Japan, der nach Dubai, der nach England fliegt, der das Szenegeld verprasst. Oh, regnet's im Paradies? Ich muss mal rausgucken, ob es im rechtsextremen Paradies zwischen Patrick Schröder und Klimbim Tommy regnet. Ich glaube, da sind ein paar Gewitterwolken unterwegs. Geht es da vielleicht auch über Steuern? Die gemeinsame Veranstaltung, wer jetzt zuständig ist, die Steuern zu bezahlen? Ich weiß nicht. Es hört sich aber schon so ein bisschen wehklagend an. Ja, ich bin ja da nicht unterwegs mit Szenegeld. Ist ja dann die Frage, was ist denn für ihn jetzt Szenegeld und was nicht? Ne? Ist es jetzt ein monetäres Geschäftsfeld, was er aufgemacht hat? Spendet er das Geld zurück? Verschenkt er dann die Propaganda und sagt von wegen, hier komm, gebt einen Pauschalbetrag, 5 Euro, ihr kriegt dafür alles, was irgendwie da ist. Will er Gewinn daraus ziehen? Was macht er mit diesem Gewinn? Ist es eher nur wieder einfach Rumlaberei? Nee, mein Auto ist kein geiles, ich kann nicht durch die Gegend jetten. Vielleicht liegt daran, dass du einfach nicht genug Kohle verdienst, dass du kein guter Geschäftsmann bist. War noch nie so und wird er nie so sein. Also gut, bleiben wir einmal kritisch und betrachten uns näher das Angebot vom FSN-Versand, das du ja zumindest in der Vergangenheit wesentlich mitgeprägt hast. Ich habe hier zum einen die eben schon angesprochene Marke Ansgar Arian, sportaffin, unauffällig, massenkompatibel. Unauffällig. Auf der anderen Seite aber grenzwertige Kleidung. Ansgar Arian, also der Name ist schon mal... Also wer kennt das nicht? Du gehst draußen, also bei den Schulauftritten, die wir haben, von 100, 200 Schülern, haben da mindestens immer 10, 20 so ein Ansgar Arian Shirt an, weil sie es einfach im C&A, im H&M oder im Laden um die Ecke gekauft haben, weil das massenkompatibel ist. Ne? Das ist eine rechtsextreme Marke von Rechtsextremisten für Rechtsextremisten. Ja? Nur Rechtsextremisten laufen mit Ansgar Arian rum. Kein normaler Mensch läuft damit rum. Ansgar Arian-Seite, die ich hier gerade kurz zeige, die Sonne scheint wieder, schwarze Sonne, Schwert, hinten die Wewelsburg drauf. Oh, doch, sag ich mal, massenkompatibel. Gut gemacht, tolles Angebot, schön. T-Hemd mit HKN, KRZ, White Power. Alter, ganz kurz, ich weiß, wir müssen uns beeilen, aber dieses T-Hemden. Und Alter, ja, wir wollen modern sein, wir wollen auf die Leute zugehen, wir wollen hier was Neues machen und ich bediene mich hier einer ultra-reaktionären, deutschtümelnden Sprache, die jedem vor den Kopf stößt, der sich normal unterhält. Kein Mensch da draußen sagt T-Hemd. Es ist ein T-Shirt, ein Shirt, mein Freund, ne? T-Hemd. Aber ich bin so modern, ne? Ich bin der Dangel. Ja, nach dem 5. Bier, dann bin ich ja auch mit meinem T-Hemd in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ne? Alter Falter. Oh. Ein Label namens NS und so weiter und so fort. Wenn man nun auf der einen Seite Massenkompatibilität einfordert, ist es dann nicht kontraproduktiv, White Power T-Shirts anzubieten, die dann in vielen Fällen besudelt und mit Erbrochenem getragen werden. Ja, also das ist absolut, wenn man das rein politisch sehen würde, ist es natürlich ein absoluter Widerspruch. Und auf den Widerspruch werde ich ja oft genug angesprochen und das ist in dem Sinne ja korrekt. Also ein HKN-KRZ-Shirt hat natürlich in dem Sinne nichts mit Politik zu tun. Das ist halt ein reines Szene-Shirt, das habe ich ja bei Spiegel TV 2017 im Interview so gegeben. Also das hat halt, natürlich nimmt man das als wie soll ich es jetzt, als Ziel, um dagegen dann vorzugehen und sagen, ja, schau mal, was das die rumlaufen, was das die verkaufen und so weiter und so fort. Aber ja, damit bringst du doch ein Image von den Kameraden in die Welt hinaus. Das ist das, womit du dich dann schuldig gemacht hast, weil du ja eigentlich was anderes willst. Du hast es für monetäre Ziele gemacht. Er verarscht doch seinen eigenen Kundenstamm. Ja? Er gaukelt denen vor, hier von der Szene für die Szene, das Geld wird für die Szene genommen, sagt aber, oh, das ist schädlich, das will ich eigentlich gar nicht, so soll keiner aussehen, so soll keiner rumlaufen. Dann verkauf's doch einfach nicht. Es ist der fleischgewordene Widerspruch. Es ist wirklich so. Und ich will nicht wissen, wie viele HKN-KLZ-T-Shirts der verkauft hat. Das glaub mal. Das ist natürlich genauso, wie wenn du jetzt in linken Szenen mit Fuck Cops und so weiter und so fort oder Fuck AfD, das sind halt so Antwort-Shirts auf so linkes, auf diesen Schrott, dass man... Ja, aber die Träger meinen das doch auch. Die das in der linken Szene tragen, ja, die sind auch gegen Rechtsstaatlichkeit, die sind gegen Polizei.
Das ist, die tragen da auch ihre politische Meinung auf der Haut. Und das machen sie mit den Dingen, die du verkaufst, machen es deine Leute auch. Und du hast sie ausgestattet. Das ist genau das, womit du dich umgibst. Also, es ist ja aber auch viel härter, wenn jetzt jemand rumläuft mit Fuck AfD, der findet die AfD scheiße und sagt, ihr könnt euch alle ficken. Dann gebe ich ein T-Shirt raus als Gegenantwort hier, fuck AfD-Gegner, fuck die Grünen oder sonst irgendwas, aber kein Hakenkreuz, keine Glorifizierung von Wehrmachtssoldaten, kein Ku Klux Klan-Scheiß und wirklich Dinge, die man nicht einfach so wie hier Tim Kellner als Satire dann darstellen kann. Die Leute, die das tragen und kaufen, ja, die meinen das ernst. Es ist ihr politisches Statement, es ist ihre Weltanschauung, es ist ihre Ideenwelt in den Köpfen und nicht einfach nur, ja, eine krasse Reaktion auf das, was von anderen kommt. Was ist das für eine billige Rechtfertigung, die er da äußert? Eben die Vokale da weglässt. Und da habe ich in irgendeinem anderen Video damals gesehen, das ist das, was mit HKN, KRZ, dass genau die korrekten Buchstaben fehlen, um so ein Bullshit-Shirt quasi mehr oder weniger zu machen. Aber das ist natürlich Provokation. Das hat keine politische Aussage. Natürlich. Sagt der Mann, der im Oberpfalz-Echo-Interview als erstes sagt, was er als Kanzler in Deutschland, wenn er die Macht hätte, tun würde, das Hakenkreuz wieder zu legalisieren. Aber hat politisch gar nichts damit zu tun. Das ist dann auch nur eine Reaktion auf die linken Gegner. Ich habe gar nichts, ich weiß gar nichts und mir kann man nichts unterstellen. Ich meine das gar nicht ernst, aber gekauft ist, ne? Was ein Schwartlappen, ey. Alter Falter. Und der Dangel sitzt da und da muss doch mal einer sagen, Alter, das ist doch ein Widerspruch. Was ist denn jetzt? Ne? Willst du, dass die Leute es kaufen? Willst du, dass sie es nicht kaufen? Was denkst du denn? Dass das für die nur hier Provokation, meine ich gar nicht ernst? Nein, das ist ein Statement. Ich kann endlich ein T-Shirt tragen, wo Hakenkreuz draufsteht. Ja. Endlich hat jemand die Lücke gefunden, dass ich ein Hakenkreuz-T-Shirt tragen kann. Meine politische Meinung auf der Haut. Ich würde dir das vom politischen Gegner vorgeworfen, das ist klar. Aber auch da ist es halt ganz einfach so, das Shirt ist ja oft genug verkauft worden. Es wird halt eben nachgefragt und letztlich kannst du jetzt Vegetarier sein, wenn du in der Metzgerei arbeitest, musst du halt eben die Sachen halt anbieten, die nachgefragt werden. Das ist halt einfach so. Also gut, die Aber du kannst doch selber entscheiden. Ich kann da auch einen Laden aufmachen. Wenn ich überzeugter Veganer wäre, ja, dann würde ich nicht in einer Metzgerei arbeiten, wenn ich nicht muss. Und wenn ich selber einen Laden aufmache, ja, dann kann ich sagen, ich wende mich an das Klientel und vermittle ihnen das, was ich darstellen möchte. Dann gehe ich nicht hin und verkaufe da plötzlich Wurststullen, weil ich sage, naja, wenn die Leute es essen wollen, dann sage ich, nee, da kannst du drüben an zur Fleischerei gehen, da ist es verhältlich bei mir nicht, ich mache mich damit nicht gemein. Aber hier wieder so marktwirtschaftlich zu argumentieren bei einer Szene-Propagandaschmiede, ja, die Szene beeinflusst, die in Anspruch hat, mit ihrer Propaganda die Szene auch zu formen und zu shapen, ja, dann diesen Rotz zu verkaufen und das dann einfach zu legitimieren, ja, wird halt gewollt und dann ist es eben so, ich muss das ja verkaufen. Du musst einen Scheiß, du kannst auch deinen Laden zumachen und sagen, wenn ihr den Rotz kaufen wollt, dann geht zu Klimbim-Tommy, dann geht woanders hin, ich verkaufe das nicht, ich verkaufe Dinge, die meine politischen Standpunkte spiegeln. Kann er aber nicht, weil er keine politischen Standpunkte hat. So, Axel, ich betone das kurz nochmal ganz, ganz kurz. Nein, ich weiß, du bist in Rage. War schon kurz bei diesem Bullshit. Ja, wenn ich so viel Bullshit höre, Alter, das ist, also wirklich kommt der alte Spruch, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte, wenn ich dieses Dummschwafeltum da höre von dem Typen. Ey. Also wirklich, der Aal ist ja wirklich noch total stabil gegenüber Patrick Schröder. Der Mann ist ja mehr eine Qualle. Also, oh. Also. Ich würde dich jetzt gerne fragen, und wir müssen, das ist das neue Format, Donnerstag, 20 Uhr, immer was Neues, Pluriversum, hier kommen tolle Gäste zu Gast. Wir haben bis jetzt nichts Neues gehört, hier ist gar nichts. Das ist metapolitischer Forum, in dem Patrick Schröder sich bewegt. Das sind die vorbereiteten Fragen von Michael Dangel. Das ist doch bis jetzt, wir sind bei Minute 21, 23. Und das ist das gleiche Geseier, wie wir es sonst immer und immer wieder hören. Hier ist ja nichts Neues. Rechtfertigung. Aber gar nicht. Ich frage mich jetzt auch, weißt du, diese persönlichen Geschichten, die hat er auf seinem Kanal schon besprochen, die hat er in den Fragen schon besprochen, die hat er in dem Oberpfalz-Echo, dem legendären, epochalen ja schon besprochen. Warum muss das hier jetzt nochmal wiedergekäut werden? Warum wird ihm jetzt hier eine Bühne geboten, irgendwelche Rechtfertigungsphasen von sich zu geben, anstatt mal in die Tiefe zu gehen und über seine neue Version der Politik zu philosophieren? Weil nichts da ist. Wir wissen das, ne? Aber ich würde mich doch als Zuschauer, ganz ehrlich,
wenn ich jetzt wirklich denke von wegen, boah, geil, Pluriversum, was ganz Neues und hier Deep Talk und Real Talk und hier wird jetzt was ja, dargestellt. Kommt doch jetzt vielleicht, gib dir doch mal eine Chance. Okay, okay. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich mich auch wirklich hier total verarscht gefühlt als Szenegänger. Ansicht ist vorhanden. Ich sehe dann, bin ja selber Unternehmer, ganz einfach das Erfordernis, dieses Angebot zu machen, da es nachgefragt wird, denn wenn es... Digga, wenn ich mir vorstellen würde, meine Steuerfrau kommt mit dem Ed Hardy T-Shirt rein und sieht aus wie Michael Dangel, ich würde meine Steuer sofort selber machen. Das FSN nicht verkauft, dann macht ein Konkurrent am Markt dieses Geschäft. Ganz genau, und das wäre auch schlimm, nicht, dass jemand anderes aus der Szene, der dieses Feld bedient, dann seinen Obolus damit verdienen würde, sondern ich versuche das, diesen Shops noch wegzunehmen, da wir alle Szene intern so zusammenzuhalten. Deswegen stelle ich mich so divers auf und versuche mit Ansgar Aaron, der seriösen Marke, das abzugreifen und den Kameraden mit ihren Kraken-Shops das auch noch wegzunehmen. Patrick, der Mann aus der Szene, für die Szene, wirklich grandios, Applaus. Ja, aber ich finde die Szene scheiße, wenn die sowas macht. Das gibt ein Bild ab, was uns zurückwirft, was unseren politischen Erfolg, unseren politischen Durchbruch verhindert. Aber ich befeuere dieses Bild noch weiter, indem ich es verkaufe, weil die Szene es halt haben will. Das zeigt ja dann schon, dass deine Szene ganz anders denkt als du und dass du dich dann zum Hampelmann dieser Leute machst, die du doch eigentlich als Problemfeld artikulierst. Genau so ist es. Es ist ja ähnlich mit diesem ganzen Ku Klux Klan Schrott, wo ich auch immer gesagt, ich habe mir ja immer hin, ich habe das nie verheimlicht, ich habe nie gesagt, Tommy, bitte kauf das, sondern ich habe gesagt, ich würde sowas nie anziehen. Wer das dann trotzdem kauft, ist sein gutes Recht. Er wird, wenn er es bei mir jetzt nicht gekauft hätte, hätte er es irgendwo anders gekauft. Also es ist ja nicht so, dass jetzt da, aber wenn er es bei uns in Anführungsstrichen gekauft, haben wir wenigstens irgendwie da irgendwelche Möglichkeiten, irgendwas anzustellen. Aber da das machen die anderen nicht. Also ich höre hier Stiche in Richtung Tommy Frank. Aber es ist ja ganz normal, dass der Patrick natürlich sagen muss, ich bin ganz anders als die anderen. Er kriegt ja auch dann häufig Kritik. Ist schon lustig, wie diese Szene doch zusammenhält in Anbetracht des drohenden Untergangs des Volkstums. Ne? Also er ruft ja auch immer dazu auf, hier zusammenarbeiten und aufs Wesentliche konzentrieren, kann es aber selber nicht sein lassen, dann auch auszuteilen. Ja, ich fahre ja damit nicht ins Ausland. Ich mache das ja ganz anders. Ne? So. Ich habe nie ein Geheimnis draus gemacht, das habe ich immer offen so kommuniziert. Und während andere Geschäftsleute, Politaktivisten in der Szene ja wirklich alles machen, was irgendwie zu Geld gemacht wird, ohne da irgendeinen Hinweis zu geben, zu sagen, schreib doch über deine T-Shirts, wenn du es wirklich anbieten willst, schreib doch drüber, bitte nicht kaufen, ist der letzte Scheiß, du zerstörst damit unser Ansehen in der Szene. Dann hätten wir vielleicht da sogar Nachsicht gehabt. Aber das ist einfach nur ein Hindrehen deiner Lügen jetzt und deiner Handhabe, Geld zu verdienen. Aber dann würde er Rückgrat beweisen und das kennt der Mann nicht. Ne? Das hat er einfach nicht drin, das wäre ihm, glaube ich, unangenehm und dann könnte er sich vielleicht auch gar nicht mehr richtig bewegen und auch nicht mehr den Kopf einziehen, wenn da mal Kritik in seine Richtung kommt. Ne? Weil was wir von ihm sehen, ist typisches Wegducken, Nebelkerzen werfen, rechtfertigen, ablenken mit dem roten Hering, auf andere zeigen. Ne? Aber schon so geil. Ja, ja, wir erzählen ja dann wenigstens, dass wir nicht wollen, dass die Leute es kaufen. Wenn sie es trotzdem kaufen, kann ich doch nichts dafür. Was ein Typ. Also, dass der in der Szene überhaupt noch Anhänger hat, das zeigt auch schon, wie kaputt die eigentlich sind. Ne? Also, ich hätte damals als Szenegänger, ja, hätte ich gesagt, dem Typen kaufe ich doch nichts mehr ab. Da hätte ich doch Boykottaufrufe noch und nöcher rausgegeben. Axel, dass der seine eigenen Kunden beschimpft, ja, die als Problem artikuliert, die verantwortlich macht, dass die Szene keinen Erfolg hat und füttert die dann weiterhin damit. Ne? Da ist ja gewollt, kann ich ja nichts machen. Apropos kaufen, ihr seht gerade das Buch von Patrick Schröder. Ich war im Kino, die Biografie wirklich, also ich war im Kino neu raus. Nein, ihr seht natürlich das Bild vom lieben Axel Reitz, ich war der Hitler von Köln. Bitte checkt das Buch aus, ich werde nicht müde, Werbung dafür zu machen. Axel zeigt es jetzt auch in die Kamera. Also Axel ist da ja massivst dran, dass wir das auch mal hier vertreiben können mit Signaturen. Ich bin sehr gespannt, wann das mal klappt. Axel nickt, er ist dran, morgen früh wahrscheinlich als erstes. Also leere Seiten zum Ausmalen, checkt das Buch mal aus, ansonsten wisst ihr ja Werbung. Die gibt es im Sigi Borchardt-Buch. Ja? Also meins ist voll beschrieben, sogar mit Bildern in bunt. Ne? Ansonsten bei King unter den Kongs, Philipp Schlaffer, Hass macht Gewalt. Auch das gibt es noch mit Signatur bei kingunterdenkongs.de. Ansonsten wisst ihr die üblichen Verdächtigen, die das hier auch supporten. Beef Bandits mit Philipp 10. 10% Rabatt, alles rund um Grillen. Checkt die Seite mal aus, kommt wirklich
tolle Qualität dort an. ZEG Plus wisst ihr auch schon viele Jahre mit Philipp 10, 10% Rabatt. Dankeschön. Ansonsten checkt den Verein extremistlos.de aus. Wir freuen uns immer wieder, wenn Leute dort Mitglied werden oder Anfragen stellen oder den Axel mal live sehen wollen oder mich. Dann kontaktiert uns gerne und dann leite ich das auch weiter. Und jetzt geben wir uns das mal wieder. Hier. Also wenn du mit dem rumläufst, ist jetzt vielleicht hier nicht politisch ideal so ungefähr. Das haben halt, hab ich und wir haben das schon immer so eigentlich offen kommuniziert. Eigentlich immer. Dass das eine halt eben für private Szeneveranstaltungen ist und das andere, die andere Hälfte halt eben für draußen rumlaufen, wo das dann relativ dezent ist, wo man halt nicht schon auf 500 Meter die Warnleuchten überall angeht. Also willst du die Leute verarschen? Also willst du darüber hinwegtäuschen? Für Szeneveranstaltungen ist das also okay? Es ist nur schädlich, weil die Leute negativ darauf reagieren. Ich dachte, du stehst für Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, ja, und was wir sagen, das stimmt, wir biegen uns nicht, wir lassen uns nicht brechen, aber ja, wenn die Leute das scheiße finden, dann dürfen wir es halt nicht tragen, sondern müssen intern dann eben unser Mimikry machen, ne, also was für ein Heuchler, was für ein Typ, also, oh. Aber gerade bei Provokationen sind, es gibt ja auch Provokationen von der anderen Seite. Ich spreche natürlich auf unsere besonderen Freunde Schlaffi und Gereizt an, also zum einen Hitlerjunge Popo und der ehemalige Drogendealer, der mittlerweile vom Saulus zum Paulus mutiert ist. Dankeschön. Die gab es ja in einer seiner... Dankeschön, Michael, Dankeschön. Aber wie ich eben gesagt habe, er kann nicht ohne sexuelle Anspielungen, ne? Also, dass du dich hier für meinen Popo interessierst, gluck, gluck. Ja, habe ich dir schon zugetraut. Ich habe es ja am Anfang des Streams gesagt, ne? Aber ist schon lustig, von wem er das hat, ja? Vom Sascha Wagner, der in der eigenen Szene ja als Betrüger, ja, als Kinderschläger verschrien war. Es gab ja auch eine Ermittlung gegen ihn, ist dann allerdings eingestellt worden, wo ihm zum Vorwurf gemacht wurde, er soll das Kind seiner damaligen Lebensgefährtin geschlagen haben. Das sind die Leute, von denen er sich hier dann so Dinge wie Hitler junge Popo in den Mund legen lässt und die auch dann genüsslich weiterverbreitet, als wenn es mich stören würde. Ja, wenn ich stockschwul wäre, hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Das ist gar keine Beleidigung. Ich bin jedes Jahr auf dem CSD unterwegs. Ich bin ein absoluter Advokat der Rechte für alle Menschen. Ja, vollkommen egal, ob homosexuell, bisexuell, transsexuell, spielt für mich alles überhaupt keine Rolle. Aber für den Typen ist es eine Beleidigung. Das sagt mehr über dich aus als über mich, mein Freund. Ja, aber mein Popo ist im Gegensatz noch schön und knackig und nicht so wie deiner, Dengelchen, ne? Endlich langen und vor allen Dingen langweiligen Sendungen einen massiven verbalen Angriff auf dich, nämlich es ist das Wort Bastard gefallen, auf dich bezogen, unter anderem gerade deswegen, weil dieses HKN-KRZ-T-Hemd vom FSN-Versand verkauft wird. Stehe ich auch zu, bevor der Patrick antwortet, wer ein T-Shirt mit Hakenkreuz vertreibt, ist ein Bastard. Das kann man hier gerne wieder festhalten, stehe ich zu, lieber Patrick. Und das würde ich immer wieder sagen, wer T-Shirts verkauft mit Hakenkreuzen drauf, ist ein Bastard. Ich hoffe, das ist jetzt hier nochmal klargestellt worden, aber Philipp, damit das hier klar ist. Philipp, aber ganz kurz, diese zarten Seelen, ja, hier vom Patrick und vom Gluckluck hast du damit aber schon arg in Bedrängnis gebracht. Die kennen das ja gar nicht, dass dann auch mal harte Worte und harsche Beleidigungen in die Richtung politischer Gegner geäußert werden. Das hat die schon nachhaltig verstört. Und wir sehen ja auch, der sieht ja schon so ein bisschen hier aus, als wenn er eine ganze Menge Psychopharmaka nehmen musste, um über diesen verbalen Tiefschlag dem armen Patrick gegenüber wegzukommen. Und ich muss das sagen, bei jedem Vortrag, falls jemand schon mal in einem Vortrag von mir da war, muss ich sagen, ich bezeichne mich immer zu meiner aktiven Zeit, bezeichne ich mich immer selber als Bastard. Tito, ich benutze diese Bezeichnung für mich selber in meiner aktiven Zeit und bezeichne mich in jedem meiner Vorträge selber als eine solche Person, was ich dort gemacht habe und beleidige mich in diesem Vortrag selber. Wir waren damals kein Stück besser als diese beiden. Auch wir waren damals psychopathische Fanatiker. Wir waren Bastarde. Wir waren echt Dreckschweine, ja, die Menschen missbraucht, misshandelt haben für eigene Zwecke. Und wir können offen dazu stehen. Vielleicht kommt ihr auch mal dazu, irgendwann mal auf euch selber zu schauen. Aber tut mir immer noch leid um eure arme, zarte Seele, dass ihr so einen bösartigen Begriff wie Bastard aus Philipps Mund ertragen musstet. Also, oh, hier ein junger Mann schreibt, der war bei mir im Vortrag drin, Heinrich schreibt, ja, ich erinnere mich. Na gut, nur mal so viel dazu, aber gucken wir gleich mal an, jetzt bin ich sehr gespannt. Wie sieht es hier aus? Gedenkst du hier strafrechtlich dagegen vorzugehen? oder bitte! Ich kann nicht mehr! Das ist... Ich freue mich drauf.
Sammelklage, gluck, gluck, komm, schließ dich an, Sammelklage, komm. Oh, ich freue mich drauf. Wie geil ist das denn? Ich freue mich wirklich drauf. Wir freuen uns drauf. Lässt du es auf sich beruhen, weil du dir sagst, was kümmert es die stolze deutsche Eiche, wenn sich das Borstenvieh an ihr reibt? Ja, also nee, also mit Anzeigen arbeite ich dabei sowas nicht. Es ist halt Internet-Game so ein bisschen und letztlich trägt er ja zur Verbreitung bei und passt ja. Und die Leute, die jetzt glauben, dass ein Philipp Schlaffer irgendwie mit seinem ganzen Lebenslauf, dass da irgendwas ernst zu nehmen ist von dem, was der gemacht hat, das war in den letzten 20 Jahren nicht so. Also der hat alles verraten für das, was er je gestanden hat, egal ob das Rocker, Rechts oder seine Prostituierten-Papa-Karriere da war. Oder die Drogen, es ist scheißegal. Also wer genau, so sieht das aus, wenn man ein Leben aufräumt, dass man mit dem alten Leben bricht. Genau so sieht ein Bruch aus. Aber ganz anders der Patrick, der vom Skinhead zum Mettler, vom Mettler zum Scheitel, vom strammen MPD-Kader jetzt zum im vorpolitischen Raum aktiven wird. Also der Typ, der von anderen in seiner Szene selber als Verräter verschrien ist, von dem behauptet wird, er hätte Kundendaten an die Systembehörden weitergegeben und so weiter und so fort. Also der ist ja auch schon richtig authentisch, ne? Also wenn der Mann hier steht, so gerade wie der ist und so stabil, ja, und auch zu allem steht, was er macht und überhaupt nicht rumlaviert und überhaupt nicht lügt und überhaupt gar nicht irgendwie... Ich finde das toll. Das ist eine Axel, ich finde das geil, toll und es zeigt, wie doll das, was wir machen, die trifft. Wer das als Werbung ansieht heute für Michael Dangel und Patrick Schröder, wer dieses Video guckt und sagt, boah, da haben aber Axel Reitz und Flipsi Schlaffer die beiden gepusht und haben Werbung gemacht für Rechtsextremismus, dem kann ich nicht mehr helfen. Wirklich, dann gebe ich auf. Dann sage ich wirklich, ich gebe dann auf. Also, wir sind ja auch noch langweilig, hat er gesagt. Ich frage mich dann, wie diese ja für Deutschland aktiven, ja im Befreiungskampf, ja für alle Menschen stehenden Aktivisten immer noch die Zeit haben, sich unseren langweiligen Content anzugucken und darauf zu reagieren. Weiß ich gar nicht. Ne? Normalerweise müsste man doch sagen, boah, die sind so öde, die sind so unauthentisch, das sind so Systemlinge, die lasse ich einfach mal dann links liegen. Können sie nicht, machen sie nicht. Es wird, da verwette ich meinen Hintern drauf, auch auf dieses unsere Reaction wieder eine Gegenreaction geben, die wir dann ignorieren. Weil ich kann mit Fug und Recht behaupten, ich habe mir noch nie irgendetwas angeguckt, was wir nicht in einer Reaction behandelt haben, was von diesen beiden da veröffentlicht wird. Also erstmal vielen lieben Dank für den vielen Zuspruch, was die Leute hier schreiben. Leben zum Guten gewandelt, schäm dich, Philipp. Patrick hat bestimmt eine Serie durchgesuchtet, hat er mit Sicherheit. Ja, also freue ich mich sehr drüber, ja. Dankeschön für den Zuspruch. Ich bin gespannt. Aber wenigstens wurde ich jetzt hier mal Philipp Schlaffer genannt. Das ist ja auch mal schön. Dankeschön, Patrick Schröder. Also solche Leute ernst nehmen, das ist halt einfach ein charakterlicher Fail der Kollege. Aber er hat gesagt, er wird mich nie thematisieren auf seinem Kanal. Das ist ja mittlerweile schon gescheitert. Ich habe ja immer ihn aufgefordert, beide, dass man sich mal zusammensetzt, mal ein nettes Video zusammen macht. Da bin ich immer noch skeptisch, dass das jemals passieren wird. Aber... ja, ich auch, aber hast du mal gesagt, du würdest ihn nicht thematisieren, Philipp? Habe ich da was verpasst? Also wir haben ihn ja schon recht oft behandelt. Hast du mal gesagt, den thematisiere ich nicht? Also wir haben es schon sehr oft gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe. Ansonsten kann gerne mir jemand da den Link schicken. Kann sein, dass ich es mal gesagt habe, dass ich vielleicht nicht mehr mache oder jetzt reicht's wahrscheinlich nach den vielen, jetzt ist erstmal Schluss, haben wir gesagt, aber du hast ja nie behauptet, von wegen den thematisiert nicht, weil die Hauptteil des Kanals dient ja eben der Entzauberung solcher Typen und ihrer Propaganda. Ja, es wäre schon komisch, wenn du da mal gesagt hättest, den thematisiere ich nicht mehr. Ne? Das hat mich jetzt so persönlich interessiert, weil das kann ich mich so nicht dran erinnern. Ne? Man muss ja nur seine Kommentarspaltung von den Leuten, die das gucken, das ist ja das vertrottelste Personal, das in der Bundesrepublik rumläuft. Das sieht man auch an den Kommentaren. Ehre geht raus, ganz anders als bei ihm. Ganz anders als bei ihm, dass die ganzen Patrioten, die treu Deutschen, zu doof sind, drei Sätze geradeaus fehlerfrei zu schreiben. Ne? Patrick hat recht, hat er. Das ist natürlich das Niveau, was du vertrittst. Die Typen, die du selber als sich mit Kotze und Alkohol versiffte Skinheads bezeichnest, die deinen Schrott kaufen, obwohl du das ja eigentlich gar nicht willst. Das ist elitär im Gegensatz zu den Leuten im Chat.
Welch Realitätsverzerrung, ey, ne? Also der Patrick hier ganz, ganz toll unterwegs. Er hat eben den ganzen Chat abgewürdigt. Ne? Ralf schreibt gerade, du hast mal gesagt, keine Idioten bitte mehr. Da hat er sich vielleicht angesprochen gefühlt. Ja. Oder vielleicht mal gesagt, du hältst den nicht mehr aus. Also ja, okay. Aber ihr als Personal, also fühlt euch alle vom Patrick auch beachtet. Schön, also lasst einen Daumen hoch da, Daumen runter, kommentiert gerne. Dann freut der Patrick sich morgen, wenn er was zu lesen hat, wenn er im Kampf um Deutschland ist. Vertrottelt bin ich, ja, Stay Shark, das bist du. Also nur Blödköpfe hier unterwegs, also. Ja, die sind natürlich für uns erstmal unerreichbar, aber wenn jetzt so ein normaler Rocker-Typ ist, der sich vielleicht für die schwarze Schar und alles da interessiert, wie das so intern abgelaufen ist, sieht dann auch ein Video, wo ich thematisiert werde, kriegt dann mal bei uns vorbei, das ist ja nicht verkehrt, da kann er sich ja ein objektives Bild machen, ob jetzt das, was da verbreitet wird, eher der Wahrheit entspricht. Ich glaube, der Patrick ist, wenn man so in so einen Rockerclub reingeht, so Hells Angels, Bandidos, da ist der schon ein Vorbild. Da sagen die auch so, boah, ich war auf dem Kanal und hier der Aal aus Mantel, super Typ, den müssen wir mal Mitgliedsantrag schicken. Ne? Der könnte bei uns mitmachen, der passt ja gut rein. Der ist so stabil, geiler Typ. Ne? Ich glaube schon, dass der, bald hat er seinen eigenen Rockerclub, Philipp. Bald wird der Patrick seinen eigenen Rockerclub haben, wird Präsident, wird die zerstrittenen Gruppierungen der Rocker in Deutschland einen. Weil der ist ja der Macher, der ist ja der Macher. Ne? Ich frage mich jetzt, wenn ihr alle hier Personal des Kanals seid, kriegt ihr dann was von den Scholz-Milliarden ab? Axel, müssen wir jetzt hier teilen hier? Das fehlt. Jetzt mach dieses Fass nicht auf. Mach dieses Fass bloß nicht auf. Okay, gut, komm, lassen wir weiterlaufen. Die sind doch sowieso alles bezahlte Schauspieler. Angezeigt oder so wird da keiner. Das ist ja Quatsch. Ich denke mal, ein Philipp Schlaffer hat sich mit seinem. Das eine Mal, wo hier eine nette Bekannte von mir aus Hessen, die hat sie geht raus, die E-Mail eingeschickt hat, die er wirklich absolut für voll genommen hat und wirklich gedacht hat, ich liege ja mit der Reichskriegsflaggenbettwäsche rum. Traue ich dir trotzdem zu, Patrick. Die diese E-Mail 1:1 zitiert hat und gedacht hat, das kommt aus dem Wahlkampf. Ja, die Bekannte aus Hessen war er selber. Ja, das war nicht die, das war doch er selber. Komm, also die Bekannte aus Hessen hat dann da diese Mail, das hat er für voll genommen. Das ist jetzt sein Kritikpunkt. Also ganz ehrlich, wir haben hier kein Rechercheteam, ja, wenn Leute uns dann anschreiben und mehrere Mails austauschen, nimmt man das erstmal für bare Münze, wenn es auch mit anderen Dingen übereinstimmt, die andere Leute aus seinem Umfeld schon erzählt haben. Ne? Also lieber Patrick, Reichskriegsflaggenwäsche musst du gar nicht haben, du hast einen Nazi-Shop, ja, du hast allergisch darauf reagiert, wenn Leute dir gesagt haben, naja, das ist vielleicht gar nicht mal so gut und das könntest du umstellen, das könntest du anders machen, da hast du schon Tränen geheult, du hast einen absoluten Meltdown gehabt, dass wir wussten, dass du bei Amazon gearbeitet hast, da bist du rumgefahren, hast Leute befragt, ja, woher wissen die das, bist wie so ein kleiner Hysteriker dann aufgetreten, der große Stabile und jetzt holst du diese Geschichte raus, ja, oh, da gab es eine Mail, die hat der für voll genommen, was für ein Hirni, das ist jetzt deine Verteidigung, das ist alles, was du hast, was ein Lappen. Weltklasse-Ding, da haben wir richtig schön geprankt. Und auch die anderen Sachen jetzt, ich weiß gar nicht, was es noch war, wo er dann besoffen gefilmt wird, wo er besoffen in der Kneipe ist als Antigewalttrainer und seine Alte hier irgendwelche Leute boxt. Das sind halt. Ja, was hier immer wieder untergeht, das Statement kann man sich angucken. Patrick Schröder, nur damit er sagt, er will in den metapolitischen Raum, er ist der, der gegen Hakenkreuz T-Shirt und sonst was, er hat es abgefeiert, dass Marisa und ich dort angegriffen werden sollten. Und sich verbal zu wehren, gebe ich in jedem Anti-Gewalt-Training mit, ist besser als zuzuschlagen, lieber Patrick. Das ist das Problem. Meine Frau, dass sie sich da vorstellt, wenn wir dort angegriffen werden, das ist der Unterschied, weil du nicht mal eine Frau hast, die sich sonst irgendwie hinter dich stellen würde. Meine Frau, das Herz an der Löwe, und stellt sich sogar vor mich. Das ist der feine und gute Unterschied, warum ich so eine liebe Ehefrau habe. Er hat diese Geschichte ja mit inszeniert. Ja, es lässt sich ja sehr gut zurückverfolgen, dass er der Erste war, der dann sofort darüber berichtet hat, der versucht hat, eine große Nummer daraus zu machen. Es ist auch wie alles, was er macht, total nach hinten losgegangen. Es hat in der Szene keine Wellen geschlagen. Es hat Zuspruch aus allen Arbeitsbereichen gegeben. Gesehen hat, dass hier halt Extremisten euch angegangen sind, angegriffen haben, ihr wart abends unterwegs, ja, man darf auch mal abends einen trinken, auch mal über den Durst, solange man dann keine Scheiße baut, habt ihr nicht gemacht, ihr wurdet bepöbelt, ihr wurdet angegriffen, ja, und habt euch dann verbal zur Wehr gesetzt. Oh, schändlich, als Anti-Gewalt-Trainer, Philipp, ne, du hättest am besten die Wange hinhalten müssen, dass du eine verpasst bekommst und deine Frau am besten noch mit, dann hätte er sich ja auch gefreut, dann hätte er gesagt, so, oh, guck mal, der Lappen, ne, im Internet eine große Fresse, da passiert nichts. Es war für ihn eine Win-Win-Situation, es ist so schändlich, erbärmlich und ekelhaft, was dieser
Typ hier wieder dann daraus zu machen versucht. Ne? Sogar seine Leute haben mich angeschrieben und davon distanziert, was er daraus gemacht hat. Ja? Ich nenne jetzt keine Namen, aber lieber Patrick, selbst die haben gesagt, Alter, das war echt eine üble Nummer und das darf gar nicht sein und finde ich jetzt Im schade. Im Vergleich zu dir, Patrick, haben wir sogar noch gesagt, ich möchte nicht, dass Patrick Schröder angegriffen wird, ich möchte nicht, dass er körperlich bedrängt wird. Gegen das unterscheidet uns mit unserer Menschlichkeit, dass wir sogar dir die Hand reichen und sagen, du hast ein Recht auf Veränderung und ich möchte nicht, dass irgendwelche wild gewordenen Leute da draußen losgehen und dich jagen und dich umboxen. Nicht mal das wünsche ich dir. Ich würde sogar dazu streamen, wenn du irgendwo hingehst, mal FSN unterwegs und du wirst gejagt und zusammengeschlagen, würde ich mich mit Axel hinsetzen und sagen, das ist genau das, was wir nicht bezwecken sofort, wollten. Das ist der Unterschied, lieber Patrick. Und da kannst du gerne drauf antworten. Alles goldene Szenen, also wenn es die von mir geben würde, wo ich wirklich irgend sowas mache, ich hätte mich schon lange irgendwo verkrochen aus persönlicher Betroffenheit dann. Weil das quasi. Aber es wird ja jeder andere sagen, wenn man deine Auftritte so ansieht, deine Aussagen, ja, dein quallenhaftes Verhalten, dein rückgratloses Rumgeseiere, dein komplettes Failen einer weltanschaulichen Grundlage, wo du in einem Interview versagst, auf das dich sogar noch hast vorbereiten können, ja, wenn man deinen Mia-Julia-Auftritt sieht, wie du dich da wie ein kleines Kind hast vorführen lassen und das noch als großen Sieg feierst, von dem Typen dann hier neben dir gluck noch dann als großer Held dann stilisiert wirst, würde ich mich auch im Grund und Boden schämen. Ja? Ich würde mich nie wieder vor die Kamera setzen können, ohne mich wirklich zu fragen, Alter, boah, hoffentlich hat das keiner gesehen. Ne? Aber ist okay, wenn du auf uns herabschaust und meinst, der Philipp, weil er da angegriffen wurde und dann sich verbal zur Wehr gesetzt hat, müsste er sich jetzt im Grund und Boden schämen. Zeigt halt nur, was für ein Lappen du bist. Ey. Ne? Punkt. Und gerade, ich weiß, Marisa hat es mir gesagt, sie wird es jederzeit wieder genauso machen. Ist Punkt so. Widerstrebt von dem, was ich hier verbreite. Und das gibt es natürlich von mir nicht. Aber ja, da ist er halt natürlich ein bisschen sauer gewesen, dass der Videoschnipsel, der mir dazu gespielt wurde, dann über den FSN-Kanal auf Telegram. Der Videoschnipsel und genau das ist es, genau das ist es, worum es geht, die reingekommen sind und dort den Angriff startet, sie haben den Videoschnipsel gezeigt, es ist ein Videoschnipsel, Patrick, und du, das ist so selbstentlarvend, komm. Rausging. Aber mein Gott, er hätte es doch genauso gemacht. Also ist ja jetzt nicht so, als würde er das Ding dann, das können wir nicht machen, weil das ist privat oder irgendwas. Nee, der wäre der erste gewesen. Ich sage auch nur zu aller Deutlichkeit, Patrick, ja, wenn du privat unterwegs bist und da kommt eine Meute, die dich bedroht, die schlagen will, die eine Frau, die mit ihr zusammen ist, noch bedroht, bepöbelt und angreifen will und du setzt dich verbal zu Wehr, würde ich sagen, ja, ich mag den Typen nicht, hat er aber vollkommen legitim gehandelt und wie gesagt, Worte zu verwenden sind immer besser, als die Fäuste fliegen zu lassen, ja, und auch das lernt man tatsächlich als Anti-Gewalt-Trainer, dass man laut werden soll, dass man die Leute aus der Fassung bringen soll, ja, dass man versuchen soll abzulenken und so weiter und so fort, das ist kein Widerspruch und Philipp hat keine Gewalt angewandt, er ist nicht hingegangen, hat den in Schelle verpasst, ja, oder auf die eingetreten oder sonst irgendwie. Und so, ich sag's auch heute noch aus meiner Sicht, beide, die da waren, würde ich beide platt machen. So, und das nicht mehr. Ich will keine Gewalt mehr in meinem Leben. Aber diese Unterstellung, er wird es ja genauso machen. Nee, wenn du angegriffen wirst, würde ich sofort sagen, finde ich scheiße. Dich nicht, lehne ich ab. Wer das macht, ist auch ein Extremist, ist ein Gewaltverbrecher. Da gibt es keinen Raum für, dass man sagen kann, weil der Nazi ist, kriegt er auf die Fresse. Das ist scheiße. Auch du bist ein Mensch. Ja? Auch wenn ich dich jetzt für ein absolutes armes Licht halte, weiß ich, da schlummert auch noch mehr in dir und aus dir kann wieder ein vernünftiger Mensch werden, wenn du den Arsch in der Hose hast, dich deinen Dämonen zu stellen und mal deine Scheiße aufzuarbeiten. Ob es mal dazu kommt, liegt in deiner Hand, aber unterstell uns bitte nicht, dass wir in dieser Hinsicht genauso charakterlich minderwertig unterwegs wären wie du. Das sind wir nämlich garantiert nicht. Aufgenommen, wenn er da von mir was Ähnliches bekommen hätte. So, wir haben dich jetzt privat und beruflich als absoluten Überzeugungstäter im positiven Sinne kennengelernt. Selbst wenn ich es neutral gucken würde, Michael, selbst wenn ich es neutral gucken würde, haben wir hier gar nichts kennengelernt, außer eine traurige Person im Keller. Mehr haben wir nicht kennengelernt. Der sprüht ja nicht mal Lebensfreude aus. Ich kriege keine Frau, weil ich mit Deutschland verheiratet bin. Und beim Eishockey haben 100 Leute Hurensohn gerufen und dann wurde ich mal Bastard, weil ich ein Hakenkreuz-T-Shirt bin. Wir haben nichts gesehen, nichts Positives. Es hat schon so harte Mr. Raw-Vibes hier, ne? Wirklich so dieses... Ich bin der Interviewer, aber halt immer auch dann dieses, es ist legendär, es ist epochal, im besten Sinne Überzeugungstäter.
Also da hat sich schon einer schwer verliebt, der Gluck-Gluck. Ne? Also der ist schon so ein bisschen, sieht man die Herzchen in seinem Äuglein dem Patrick gegenüber. Ne? Kommen wir nun zum unangenehmeren Thema, nämlich Parteipolitik. Du bist ja schon bereit. Ja, das ist, jetzt kommen wir zum Unangenehmen, komm. Als in jungen Jahren der von mir scherzhaft als nationalsozialistischen Partei Deutschlands bezeichneten Truppe beigetreten, die sich ja jüngst in die Heimat umbenannt hat. Jetzt meine Frage, wie kam es denn, dass du ausgerechnet bei dieser Truppe aufgeschlagen bist? Böse Zungen behaupten nun, selbst nach der Namensumbenennung in die Heimat sei die frühere nationalsozialistische Partei Deutschlands, von mir scherzhaft so bezeichnet, nichts anderes als eine braune Resterampe ohne jegliche Perspektive. Also mal abgesehen davon. Ja, selber, also wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch unseren Stream an, wo wir den Neujahrsempfang der Heimat behandelt haben, wo selbst ein Sebastian Schmidtke, jetzt immer noch stellvertretender Vorsitzender und einer der prominentesten und einflussreichsten Kader dieser braunen Resterampe, wie er es richtig gesagt hat, der Gluck-Gluck, sagt von wegen, ja, sieht schlecht für uns aus, ist halt ein Versuch. Ob der glückt, wissen wir nicht. Ne? Aber wir hatten halt keine andere Wahl, weil sonst hätten wir die Lichter ausmachen müssen. Hört ihr doch mal an, was die eigenen Leute zu sagen haben, lieber Gluck-Gluck. Anstatt hier so in den Kakao zu treten. Auch nationalsozialistische Partei zu verkaufen, das ist doch, was Patrick will eigentlich. Ja, wer ein HKN-KRZ-T-Shirt verkauft, das ist das Symbol des Nationalsozialismus. Und jetzt macht er sich darüber lustig und der Patrick... Wow, da schwimmt man eine große Antipathie hier vom Dangel. Dass ich die in meiner internen Tätigkeit, natürlich gibt es dieses ganze Fable-Ding, das hast halt einfach, man muss halt auch sehen, wo die Partei dann letztlich herkommt. Das war ja als in den 60ern gegründet, auch von ehemaligen NS-Leuten und so weiter und so fort, alles mit dabei. Und diese Tradition ist natürlich irgendwo hochgehalten worden. Ob das jetzt politisch sinnvoll war, woran ich stark zweifeln möchte, oder ob das halt einfach so, ja, Hauptsache mit der wehenden Fahne untergehen, so ein bisschen. In die Richtung ging das ja. Aber dieses ganze sozialistische Element habe ich in der Partei, also aus wirklich, also sage ich jetzt mal voller Ernst, habe ich in dem Sinne jetzt nicht so krass gesehen. Natürlich gibt es Leute, die halt wirklich so, ich nenne es mal oldschool unterwegs waren und gerne, ich nenne es mal Sachen von früher hier reintransferiert hätten gerne. Aber es war schon relativ breit aufgestellt, das muss ich schon sagen. Und da gab es auch Leute, die jetzt das eher liberaler gesehen haben. Und wie stehe ich da jetzt dazu? Also der Namenswechsel war natürlich von mir befürwortet, weil der Name halt so massiv, es ist ja nicht möglich, du kannst halt irgendwann nicht mehr, ein Ding, das du hast, kannst du irgendwann nicht mehr ändern. Also das ist halt, irgendwann ist es so festgesetzt, dass du da dagegen Windmühlen kämpfst und wenn du versuchst, das irgendwie noch in ein positives Image umzudeuten, das ist halt irgendwann nicht mehr möglich. Und mit dem Namen Die Heimat sind halt auch ganz andere Sachlagen dann wieder. Ja, genau, weil aus Reiter Twix wird, ja, ist die Verpackung vielleicht eine andere und der Name, aber der Inhalt bleibt der gleiche. Das haben wir auch schön herausgestellt bei dem Video über den Neujahrsempfang der Heimat. Ja, also das ist so ein Schönreden, was er hier wieder macht. Also wenn er ehrlich wäre und sagt so, naja, die Partei und da wurden Dinge hochgehalten und von der Gründung her und der Name war verbrannt, hätte er doch eigentlich auch sagen müssen, von wegen, liebe Leute, komm, stampft das komplett ein, es wird nicht besser. Die Leute haben sich nicht geändert, die Parolen haben sich nicht geändert, die Gedankengänge haben sich nicht geändert, die Forderungen sind identisch. Deswegen sind sie auch komplett da, wo sie hingehören, ja, wirklich am absoluten Bodensatz des politisch rechten Spektrums. Weil das passiert, kann ich nicht sagen. Ich habe hier noch kein überzeugendes Konzept gesehen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das wird man sehen, wie sich die nächsten Jahre das entwickelt und wohin da die Reise geht. Muss man auch mal schauen. Ich habe auch schon diverse Konzepte eingereicht, die in Besprechung sind, lasse ich mal stehen. Und ja, wir werden es sehen. Also braune Restaurants, ja gut, ich sag mal, ich bin ja auch jemand, der Leute, die jetzt, wenn die jetzt jünger sind, schicke ich die auch eher zur JA oder anderswo, weil ich grundsätzlich Leute, die irgendwie politisch interessiert sind und was machen wollen, die sollen an die Front und nicht in irgendwelchen Hinterhöfen dann... die Spezialtage. Warum bist du denn dann noch Mitglied? Wenn du selber sagst, ja, die sollen dann nicht verbrannt werden, die sollen nicht in irgendwelchen Hinterhöfen, die sollen an die politische Front, das ist jetzt meiner Ansicht nach bei der AfD. Warum bist du denn immer noch in dieser Resterampe dabei? Ja, warum reichst du denn da Konzepte ein? Warum versuchst du denn diesen Lendenlarmen Politgaul irgendwie noch ans Futtergeld heranzuführen, damit sie nicht endlich ihr verdientes Ende finden?
Auch das ist doch nicht authentisch. Wenn ich doch selber die Erkenntnis habe, Alter, das taugt nichts, das bringt nichts, da soll auch am besten keiner Mitglied werden. Wenn mich einer fragt, wo kann ich aktiv werden, bleib bloß da weg und geh woanders hin, dann mache ich da doch nicht selber mit. Ja, mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich selber als wenn ich Parteigenosse von Patrick gewesen wäre, hätte ich gesagt, da wäre ich schon extremst beleidigt gewesen. Bei einer solchen Aussage, selbst wenn ich nur das kleinste Licht in dieser Partei wäre, würde ich sagen, was will der bei uns? Ja, wir versuchen auf Biegen und Brechen intern uns neu aufzustellen, wir machen neue Farbgebungen, wir geben uns einen neuen Namen, wir versuchen uns zu modernisieren und wir haben einen eigenen Zersetzer oben bei uns an der Spitze. Da gehe ich wirklich ganz neutral ran. Selbst als junger Kamerad hätte ich gesagt, was will der bei uns? Und nicht vermittelbar. Und ich frage auch nicht, warum gegen ihn jetzt keine Parteiausschussverfahren eingeleitet werden. Wenn ich Frank Franz wäre und wirklich davon überzeugt wäre, wir sind das Original, die AfD ist nur eine schlechte Kopie, die haben also das nur ungenügend übernommen und in Systembahnen gelenkt, was wir vertreten wollen. Wir sind die wahre Alternative, wir müssen darüber wachen, dass das wahre Deutschtum dann eben noch weiterlebt, bla bla bla, was sie alles halt an Scheiße erzählen. Und dann kommt er dahin und sagt, nee, ihr geht mal zu denen, die ihr eigentlich ja schon als Teil des Problems ausgemacht habt, warum wir nicht vollkommen erfolgreich sein können. Würde ich ja sagen, dann bist du ja falsch, dann geh doch bitte, dann mach ein unabhängiges Projekt auf, mach dann FSN-TV, ruf dazu auf, zur AfD zu gehen, alles okay, aber bleib doch nicht bei uns in der Gruppierung, das ist doch ein Widerspruch. Durchführen, die halt letztlich aber keinen Effekt haben, sondern das Material muss dahin, wo momentan der Kulturkampf geführt wird. Das ist halt einfach so. Und da steht halt die Heimat nicht mehr wie vor 20 Jahren in der ersten Reihe, sondern halt jetzt nur noch in der zweiten, dritten Reihe. Und das muss man halt irgendwo einmal akzeptieren, dass man die Realitäten halt eben auch anerkennt. Und es geht ja hier auch nicht um Parteien, sondern es geht um Deutschland und Europa. Und da ist halt so ein Parteiding alles ganz nett, aber letztlich geht's. Wenn jetzt die anderen sagen, hier, und es gab 10-mal besser und kommen da besser voran damit, auch mit völlig anderem Personal, dann muss ich auch sagen, okay, dann müssen wir hier zuarbeiten und schauen, dass wir da weiterkommen und vielleicht ergibt sich ja dann durch den Erfolg von denen, macht vielleicht wieder irgendwas besser, dass wir dann in eine andere Lücke reinstoßen, das muss man dann sehen. Aber ich bin da kein Freund davon, so dieses Nibelungentreue der Partei gegenüber. Also die Treue darf immer nur der Heimat, und das passt natürlich jetzt, weil die Heimat heißt, aber ihr wisst, ich meine die echte Heimat, nicht die Partei, der muss die Treue gelten und man muss eben da schauen, in welchen Richtungen man da das maximal Mögliche irgendwo rausholt, ob das Partei oder sonst wo irgendwo ist, ist letztlich ein Jahr, aber auch. Ich will. Und auch da muss man mal hinhören, ne? Das ist auch das, was dann AfD anzieht, ne? Ist, wenn dann hier so Neonazis dafür Werbung machen, um zu sagen, die Kameraden, die eigentlich vorstellig werden bei ihm, wenn es das gibt, junge Kameraden, die dann noch so vielleicht leicht beeinflussbar sind von so einem Patrick Schröder, dass sie dann sagen, dann lebt deine Welt aus da, wenn du ein rassistisches Weltbild hast oder vielleicht sogar ein NPD-Weltbild. Und ich habe viele Leute in der NPD kennengelernt, da sind viele Nationalsozialisten unterwegs, die sich auch mit dem Rückwärtsgedanken in ein Viertes Reich, also vom Dritten Reich, inspiriert zu einem Vierten Reich leben lassen wollen. Das ist, und da muss man auch mal ganz genau hinhören, ja, das sind Leute, die da jetzt hingehen und hinwandern und da von Rechtsextremisten beworben werden. Naja, natürlich, auch mit offenen Armen empfangen werden, mitunter. Aber interessant ist auch ein weiterer Punkt, den ich hier sehr, sehr wichtig finde. Also für Patrick Schröder gibt es ja keinen großen Unterschied mehr zwischen seinen Neonazi-Strukturen, zwischen seiner Heimat und NPD, der ehemaligen, und der AfD. Das ist ja vor Jahren auch noch anders gewesen. Aber es zeigt ja auch, dass die AfD sich mittlerweile so nach rechts entwickelt hat, so radikalisiert hat und auch so durchsetzt ist von rechtsextremen Tendenzen, dass da einfach gesagt wird, die wollen das Gleiche halt nur mit anderem Personal und machen das erfolgreicher. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Ne? Jetzt von deiner Sozialisation her gar nicht unbedingt auch, was jetzt die Nationaldemokratische Partei anbetrifft, auf den Sozialismus abheben, sondern was ich bei der früheren nationaldemokratischen Partei immer besonders problematisch fand, ist das Abheben auf den starken Staat, der natürlich zum totalitären Staat ausarten kann, der aber in der heutigen Zeit so etwas wie ein universeller Wohlfahrtsstaat geworden ist, zum Teil semi-totalitär, der uns umerziehen will, der uns zu besseren Menschen machen will. Warum also immer ganz, ganz anders als die Systeme, die sich ein Volkslehrer wünscht, die sich die AfD wünscht, die sich ein Patrick Schröder wünscht.
Also da soll halt nicht mit starker Hand den Leuten durchregiert werden, da soll halt keine Volkserziehung stattfinden, da soll es keine Gleichschaltung geben, da soll halt einfach Freiheit für alles und jeden herrschen. Ja, das willst du mir jetzt erzählen mit den Leuten, mit denen du da auftrittst? Ja, mit überzeugten Rechtsextremisten, mit überzeugten Neonazis, mit überzeugten Anhängern menschenfeindlicher Diktaturen. Ja, die sind jetzt für dich Freiheit und dieses System, in dem wir das Glück haben zu leben, ist für dich jetzt hier totalitär. Weiß ich nicht, warum hast du deinen Kanal, warum kannst du deinem Job nachgehen, ja, warum kannst du deine Veranstaltungen durchführen? Axel, was für Leute kommen da? Ja, ja. Starker Staat, Wohlfahrtsstaat, die meisten der sogenannten Kameraden würden ohne den Wohlfahrtsstaat auch nicht leben können. Ja, ist so. Am starken Staat und von der NPD mit ihren Traditionen absehen. Wieso kam es eigentlich nie dazu, dass du bei der Partei Franz Schönhubers angedockt bist? Also muss ich dich korrigieren, also auch wenn ich ja wie 25 aussehe, aber tatsächlich schon älter bin, so alt bin ich dann tatsächlich auch noch nicht. Also Franzi Schönhuber war tatsächlich da schon mehr oder weniger Geschichte. Also man muss ja dazu sagen, 1998, wo mein erster Szenekontakt war, da war ich ja auch nicht wirklich in politischen Kreisen. Bei uns gab es ja auch nichts. Da gab es halt die lokale Skinhead-Szene, nenne ich mal. Aber da war nur nichts mit echter Politik und so richtig politisch aktiv bin ich ja dann erst 2001, 2002 geworden. Und da war ja das Republikaner-Ding schon lange vorbei. Und alles, was so diese Szene in Politik reinging, das ging ja letztlich alles zur NPD. Und so ist es dann bei mir natürlich auch abgelaufen, weil es halt auch letztlich nichts mehr anderes gab. Eine DVU gab es zwar irgendwo auf dem Papier schon, aber das war halt die Ein-Mann-Dr.-Frei-Partei. Da gab es halt auch irgendwie keine lokalen Verbände und auch keine Jugendarbeit oder irgendwas. Das gab es ja alles nicht. Und von dem her war da eigentlich die einzige Alternative, wo man gesagt hat, okay, ich will mich irgendwie auch parteipolitisch echt engagieren. Natürlich war das alles nur irgendwo im jugendlichen Leichtsinn. Das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen und alles. Aber natürlich gehst du dann da rein. Also das gehst natürlich dahin, wo irgendwie was vorhanden ist, wo ein paar andere Jungs sind, die du kennst. Ja, aber jugendlicher Leichtsinn gilt ja heute nicht mehr. Du bist ja trotzdem in einer Partei, redest die eigene Partei schlecht. Das geht ja heute nicht mehr. Ja, und auch zu meiner Zeit waren die Republikaner, da war die Zeit von Franz Schönhuber schon mit der Abwahl und so weiter. Da war schon Dr. Rolf Schlierer schon am Zug, glaube ich. Der jetzt übrigens für die AfD aktiv ist. Nur mal so als Anmerkung, dass man da auch alte Bekannte aus diesen Kreisen wieder trifft. Aber die Republikaner sind ja seit den 90er Jahren, als sie den Sprung in den Bundestag verfehlt haben und dann auch die internen Grabenkämpfe ausgebrochen sind und Franz Schönhuber dann seines Postens enthoben wurde. Er selber sprach immer von einem Putsch, war die Partei bedeutungslos. Da hat sich das erledigt gehabt. Aber es ist nett, dass er denkt, er sieht aus wie 25, aber der Dangel anscheinend denkt, er wäre noch 10 Jahre älter, als er tatsächlich ist. Ne? Das ist halt damals so gelaufen. Bleiben wir dann einmal trotzdem bei der Heimat. Wenn du auch kein Parteigänger von Franzi Schönhuber warst, weil du viel zu jung bist. Es ist ja eine unbestreitbare Tatsache. Es gibt auch in deinen jungen Jahren, im Zeitverlauf, nehmen wir einmal den letzten 30, 40 Jahre, viel mehr ehemalige Mitglieder rechter Parteien, wie sie auch immer hießen, als aktuelle Mitglieder. Und das, obwohl erfreulicherweise die AfD natürlich sehr viele Mitglieder aufweist. Wäre es denn nicht eigentlich sinnvoller, bei so einer Truppe wie der Heimat, die parteipolitisch bei Wahlen eigentlich nahezu auf aussichtslosen Posten steht, nicht diesen Laden aufzulösen? Wäre das nicht sinnvoller und etwas Neues zu gründen mit all den ehemaligen Mitgliedern und mit den aktuellen Mitgliedern der Partei Die Heimat? Steht sich da nicht vielleicht Die Heimat als Partei selbst im Wege? Ja. Vielleicht wollen die Leute, die da auch raus sind, vielleicht damit auch nichts mehr zu tun haben. Also einen ehemaligen Axel wollt ihr wahrscheinlich nicht mehr dabei haben, den neuen Axel. Ja, und also Gott sei Dank. Also Gott sei Dank. Was für ein einfach durchschaubarer Papiertiger wäre das? Habe ich das richtig verstanden? NPD, Heimat auflösen und dann mit denen und mit ehemaligen was Neues wieder gründen. Ja, was die halt nicht übersehen, in ihrem verzweifelten Bemühen, sich selber eine Geltung zuzusprechen, die sie einfach nicht haben. Selbst die heutigen erfolgreichen Rechtsextremen wollen mit ihnen nichts zu tun haben, weil sie wissen, dass diese Typen nichts taugen. Da gibt es auch sehr, sehr deutliche Aussagen von sehr radikalen AfDlern, die aber sagen von wegen, die NPD, das ist im Grunde genommen nur ein Haufen Krimineller und ein Haufen Assis und ein Haufen Gewaltverbrecher und NS-Nostalgiker, mit denen können wir nichts anfangen, die wollen wir nicht. Ja? Selbst diese jetzt
absolut nach rechts gerückte Partei, die sich in ihrer Programmatik und ihrem Personal kaum noch von der NPD unterscheidet, ja, in ihrer Tonalität und ihrer Radikalität, will mit der NPD und diesen Leuten einfach nichts zu tun haben, weil die wissen, denen kannst du nichts gewinnen. Ja? Mit denen ist vorbei. Selbst wenn die jetzt da reinkommen würden, würden die ihren selben Murks wieder abziehen, würden die ihre eigenen Streitigkeiten, ihre eigene Unfähigkeit hineintransportieren. Und das wird einfach nicht gebraucht. Das ist nicht erwünscht. Und das sehen die halt nicht. So ein Typ, der Dangel denkt dann, oh, hier auflösen, alle zur AfD und dann klappt das schon. Nee, wird nicht klappen. Die kennen euch und selbst die wollen euch nicht. Ne? Also bis auf ganz vereinzelte, wie jetzt in Eisenach oder so, wo man halt starke lokale Gruppen hat, das kann man noch irgendwo... Aber da kann man ja kommunalpolitisch antreten. Genau. Kann sich alles drüber... Kann sich benennen, Eisenach, wir sind Eisenach oder irgendeine kommunalpolitische Wählerliste aufstellen, tut man sich ja viel leichter. Ne? Völlig klar. Also ich sehe es ja auch genauso. Also alles, was ab Landesebene ist, völlig undenkbar, da irgendwas zu machen oder da irgendwie was zu holen. Deshalb habe ich ja auch die Konzepte von mir eingereicht, die ja mit Parteipolitik in dem Sinne bloß mehr peripher ganz am Rand irgendwas zu tun haben. Und ich bin diese Konzepte würde ich mal gerne sehen. Warum stellt er sie denn nicht dar, wenn er die Möglichkeit hat in einem 2,5-Stunden-Gespräch im Echo? Geheim, Philipp, geheim. Ah, das Problem ist halt, die Erkenntnis muss halt auch bei den entsprechenden Personen sich durchsetzen, dass dieses Parteiding, dass du wirklich als Partei um Wahlerfolge kämpfst, dass die Zeit halt vorbei ist. Das wird natürlich nach außen kommuniziert, dass das jetzt alle hier verstanden haben und so und dass man jetzt hier Dienstleister wird und versucht da zu netzwerken und so weiter und so fort. So richtig habe ich da noch nicht allzu viel gesehen. Ein bisschen was schon, aber noch nicht allzu viel. Aber ich glaube noch nicht, dass diese Erkenntnis überall gereift ist, dass halt die Zeiten, wo man jetzt hier die Heimatplakate aufhängt und dann 3% in Sachsen holt, dass das halt erstmal nicht wieder passieren wird, sondern dass man jetzt den Fokus auf völlig andere Geschichten legen muss. Und das Geld oder die Mittel, die noch da sind und all die Strukturen, die noch da sind, halt eben anderweitig einsetzen muss. Nicht zum Flyer verteilen für die nächste Landtagswahl, sondern halt eben für andere Geschichten. Und da ist einiges möglich, trotz allem. Also man hat ja trotzdem noch ein paar tausend Mitglieder. Und also man darf das auch nicht unterschätzen. Man kann mit so einer Gruppe, könnte man, wenn da die Konzepte passen und wenn da alle an einem Strang ziehen, kann man da auf einer gewissen Ebene natürlich nicht Wahlgeschichten jetzt, sondern... Eine Sache, die ich höre, die sich schon ausschließt, ich habe in der NPD mal wieder nur kleinere Einblicke bekommen auf kommunaler Ebene, ein bisschen in der Landespolitik in jungen Jahren. An einem Strang ziehen habe ich nicht einmal erlebt. Also nicht mal die Richtung war die gleiche, also dass man sagen könnte, wir sind uns politisch einig, also wer wo wie steht. Es war gekennzeichnet durch Grabenkämpfe und das durch und durch bis zum letzten Mitglied runter, dass selbst wenn man mit 20 Leuten in einem Ortsverband zusammensaß, dass diese 20 nicht in eine Richtung gegangen sind. Das ist NPD pur. Na gut, es ist rechtsextreme Szene pur. Ich sage ja immer, Game of Thrones auf Wish bestellt. Und in einer Partei kommt neben den ideologischen Grabenkämpfen und den persönlichen Animositäten, die mit Politik oftmals gar nichts zu tun haben. Da ist der eine sauer, weil der eine Frau abgekriegt hat, die er selber gerne gehabt hätte. Oder ist dann sauer, weil der auf einer Demo war und nicht mit aufs Konzert gekommen ist. Das sind schon so Dinge, die dazu teilweise heftigen internen Streitigkeiten führen können. Kommt bei einer Partei natürlich immer noch hinzu, dass jeder gerne auch eine Position haben will. Ja, und dann wird geneidet, oh, der ist jetzt in den Beistand gewählt worden. Der ist jetzt einstimmig zum Direktwahlkandidaten gewählt worden. Und da habe ich Parteitage miterlebt und Diskussionen auf höchster Ebene von Parteifunktionären, wo ich mir mal die Frage stellte, boah Leute, die Partei stellt nichts dar. Ja, die ist so weit entfernt von reellen bedeutenden Wahlergebnissen oder politischer Macht, wie Hannibal Lecter von veganer Lebensführung. Und trotzdem tun die so, als wenn das jetzt das Nonplusultra wäre, dass es nur diesen einen Weg gibt und nur diesen eine Kandidatur geben kann und dann ist Deutschland quasi gerettet. Das ist immer auch so ein bisschen Widerspiegeln des eigenen Größenwahns. Und der Dangel ist ja selber absolut größenwahnsinnig, wenn man ihn hört. Epochal, legendär, Ting der Titanen, ja. Und der Schröder hat ja auch den Bezug zu seiner eigenen Realität vollkommen verloren. Er denkt ja tatsächlich, alle gucken nur auf ihn, alle kennen ihn, alle interessieren sich für ihn. Er bewegt, er erarbeitet Konzepte, er weiß, wie der Hase läuft. Die Leute haben vollkommen den Blick fürs Wesentliche und für ihre eigene Realität auch verloren. Die leben in ihrer Bubble und reden sich das so schön, wie sie sich das gerne vorstellen, ihren Traumwelt. Ja. Ne? Ist es safe? Nee. Ja? Was? Ah ja, super. Gut, Marisa Sieno gerade, grüß dich. Schweres Thema heute.
Schweres Thema, ja. Ja, das ist eine Mischung aus Wirre und Langeweile. Philipp, kannst du die Marisa gerne jetzt mal fragen, wie attraktiv sie den Patrick findet? Also jetzt so auf einer Skala von 1 bis 10? Schon so eine 11 oder 12? Oder? Würde mich mal interessieren. Nein, das möchte ich nicht machen. Ich will es nicht so auf Äußerlichkeiten. Nein. Der Dangel hat gesagt, ihm weht das Eros Verbotenen. Ne? Aber das würde mich interessieren. Also hier haben wir jetzt mal eine Stimme. Ich war damit gemeint. Also wann hast du das letzte Mal ein Ed Hardy T-Shirt gesehen? Oh, das ist lange her. Ja, das war mal... Welcher von den beiden umhaucht denn der Eros die Erotik des Verwegenen, des Verfolgten? Bitte was? Als ganz Neutrale. Ich habe dich nicht vorher beeinflusst. Also das Mikro ist an die ganze Zeit. Welchen von den beiden umweht dieser so ein erotischer Hauch, verfolgt, verrucht. Also ich würde ganz klar sagen, der auf der rechten Seite mit seinem Ed Hardy T-Shirt. Ich glaube. Was? Das macht mir jetzt Sorgen. Oha. Okay. Der hat irgendwas Teuflisches da. Oh, sie sagt, Patrick hat was Teuflisches. Ja. Okay. Gut. Dankeschön, Marisa. Ja. Kann das Fenster wieder zu? Ja, ja. Gut. Oh Gott. Wir haben gleich noch Gesprächsbedarf in 2 Stunden. An deiner Stelle wird mir das sehr zu denken geben. Also, ich habe nichts gesagt. Ja, aber du, bei Klamotten gibt es immer ein Revival. Vielleicht ist die Zeit von Ed Hardy wiedergekommen. Ja, das ist ein altes Video. Nee, das ist neu. Ach so. Das ist nicht alt. Das ist kein Video von 2004. Na ja. Das ist neu. Anspruch, modern zu sein, bei der normalen Bevölkerung total angekommen. Ne? Also hier Pluriversum, alles richtig gemacht. Ne? Oh. Also in dieser kontrakulturellen Ebene könnte man schon noch einiges mitmachen, vor allem, weil es ja die AfD da teilweise ein bisschen vernachlässigt. Wir haben ja auch noch x-tausende Mitglieder an, ich nenne es mal diese ganze Rechtsrock-Musikszene, ich habe allein 4.500 Freunde auf Facebook, wo keiner weiß, was er genau politisch machen sollte, also bis sie Rechtsrock hören, bis sie arbeiten gehen, vielleicht eine Familie oder irgendwas. Aber die dann machen die sogar noch Familie und Arbeit. Scheiße. 4.500 Freunde auf Facebook. Also ich weiß nicht, so beliebt und bekannt und überzeugend wie der Patrick ist, ist das aber ein bisschen wenig. Also ich habe 12.000, ne, um das nochmal anzumerken. Und ich bin ja nicht halb so intelligent, halb so sympathisch oder halb so unterhaltsam wie der Patrick. Ne? Also irgendwas macht er. Es muss so ein Algorithmus sein, der unterdrückt, dass Leute sich mit ihm vernetzen. Wieder Sudel-Bundland-Diktatur, ne? Da kommt's auch. Der teuflische Aura, oder was war das? Uiuiui, ja. An nichts haben, wo die jetzt irgendwie bei der AfD, ja, können sie auch nicht wirklich andocken, die ja auch nicht wissen, was sie tun sollen. Und für die Leute braucht man halt Konzepte. Teilweise auch, wenn es nur um Freizeitgestaltung oder irgendwas geht. Aber man kann in diesem kontrakulturellen Bereich, könnte man das erheblich ist ja mehr ganz machen. Neu. Und da zielt auch das Konzept, das ich eingereicht habe, drauf ab. Aber warten wir mal ab, was sich da in Zukunft dann... Hat die identitäre Bewegung auch nicht schon vor 10 Jahren rausgegeben? Es gab auch keine Kontrakulturhalle, die schon seit fast 3 Dekaden existent ist. Also der Patrick hat wieder hier das Rad neu erfunden. Ne? Also ist schon klasse, dass der Mann in der Szene aktiv ist und diese Konzepte dann so auch arbeitet. Aber Axel, hat jemand dann Patrick das erzählt, dass Facebook-Freunde nicht als Freunde gelten bei den vorherigen Fragen, wo wir den Patrick kennengelernt haben, ganz privat? Also jemand hat dir gerade geschrieben, vielleicht hat Patrick auch noch Freunde bei StudiVZ oder bei MySpace. Weiß er, dass die Freunde weg sind? Gut, aber es ist ja ähnlich so mit Likes und mit Freundschaften in Anführungsstrichen im virtuellen Raum. Das ist wie eine Freifahrkarte für einen Eunuchen in Puff. Ja, ist gut zu haben, aber man kann nichts damit anfangen. Und genauso ist es ja da. Er braucht ja nicht zu glauben, dass er jetzt da 4.000 Leute hat, die nur darauf warten, von ihm in Marsch gesetzt zu werden, damit sie endlich nicht nur ihr schnödes Privatleben fristen, sondern irgendwie für Deutschland und die Erneuerung der Nation dann engagiert werden können. Selbst wenn dem sein Kackkonzept jetzt bei der verkackten Heimat angenommen wird und die propagieren das, wird er von diesen 4.000 Leuten keine 5 mobilisieren können. Sag ich dir. Oder auch nicht. Aber es gäbe schon noch Möglichkeiten, auch außerhalb des Parteimülls, nenne ich es jetzt mal, mit Plakate hängen und Wahlergebnisse holen. Da
da gäbe es noch viel mehr zu machen und das muss halt verstanden und umgesetzt werden. So, also, interessanter Ansatz, ab in den Kulturkampf, sehr vernünftig. Kommen wir zum Schluss, in der letzten Runde sozusagen, zu weltanschaulichem, vielleicht auch strategischem. Es gibt ja diesen uralten Streit, alte Rechte versus neue Rechte. Wie positionierst du dich da? Also, hat das für dich jemals eine Rolle gespielt und wo positionierst du dich hier in diesem Uraltstreit? Darf ich raten? Also er wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir kämpfen ja alle für Deutschland und die einen wie die anderen haben gute Punkte und ich unterstütze das ganz pragmatisch, was uns voranbringt und beteilige mich nicht an diesen Grabenkämpfen, weil es geht doch um Deutschland und wir sind doch alle hier ein Volk. Irgend so eine Scheiße kommt jetzt garantiert. Alte Rechte versus neue Rechte. Also von der grundsätzlichen Namensgebung her war ja alte Rechte ja Drittes Reich so in etwa wiederherstellen und das wieder herzaubern und das alles relativieren, was da damals war oder halt eben in dem Bereich quasi kämpfen, das historisch und da relativ weit nach vorne schieben. Und das war bei mir ja nie so. Also ich habe immer gesagt, das muss, also in jungen Jahren habe ich gewusst, okay, die Zeit damals war ich nicht dabei. Ich weiß ja, wie heute das Fernsehprogramm aussieht, das ist so ernst, wie man die Meldungen heute über ja, alles nur Einzelfälle und alles nur Fachkräfte nehmen muss. Genauso ernst nehme ich die Storys, die halt von damals heute im Fernsehen laufen. Aber das war ja nie das Ziel. Das Ziel ist ja immer ethnokulturelle Kontinuität und halt Erhalt des deutschen Volkes und letztlich ja ganz Europas, weil ihr wisst ja, in Frankreich gestern erst wieder einer abgestochen worden beim Terroranschlag. Sieht ja jetzt ja, lustig. Ist ja länger nicht anders aus. Ist wieder einer abgestorben worden beim Terroranschlag. Was für ein Lappen. Was für ein unsympathischer Lappen. Ne? Und auch wieder schön, ne, hier, ja, was da jetzt im Fernsehen gezeigt wird, kann man alles nicht glauben. Und wieder schön Revisionismus bespielt. Ne? Also, alter Falter. Ne? Also, es sieht in Holland anders aus. Also, jeder weiß ja, was Phase ist. Oder Schweden oder nehmt, was ihr wollt. Das stand bei mir schon immer ganz vorne. Und von dem her, diese Diskussion hat es ja früher nicht gegeben, weil ja Neurechts, man war halt irgendwie dieser nationale Widerstand. Was dann da genau neue Rechts war, ist ja dann erst über diese Kubitschek-Geschichten dann eben, das ist dann jetzt die neue Rechte und so weiter und so fort. Dann ist dann ja erst über die IB, dann ist dieser Name erstmal bekannt geworden für mich. Ich habe da aber nie, also ich habe da nie den großen Unterschied gezogen. Also die neue Rechte, da gibt es mehrere Bücher zu, Patrick. Der Gedanke ist viel, viel älter. Ja, er basiert ja auf der konservativen Revolution. Das war eine ultranationalistische Strömung schon in der Weimarer Republik, die auch totalitär antidemokratisch war, die sich aber auch gegen den Nationalsozialismus ausgesprochen hat. Da gab es wortreiche Vertreter, die auch verfolgt worden sind vom NS-Regime. Und auf diese geistigen Vorväter, auf deren totalitäre Ideen beruft sich die sogenannte Neue Rechte in scharfer Abgrenzung zu Sozialismus, zu Hitlerismus und zum Dritten Reich. Ich habe auch letztens ein Buch gelesen, da gab es auch in den 60ern, 70ern und den 80ern besonders große Vordenker auch der neuen Rechten. Habe ich letztens Jahr gelesen. Welches Buch habe ich denn da gelesen? Der Begründer eigentlich des Begriffes Neue Rechte, Noël Droit, ist Alain de Benoist aus Frankreich, der da also einer der. Schweizer war auch noch ganz weit vorne mit. Ich habe den Namen. Aber erzähl bitte weiter. Es war auf jeden Fall dann Alain de Benoist und diese Strömung in Deutschland, das war immer, ich sag's mal, eher so ein Literatenclub. Das war auch immer so eine Schnittstelle zwischen Reaktionären und Ultrakonservativen bis hin zu Nationalisten. Aber die hatten halt gar keinen Bock auf nationalen Widerstand, auf Sozialismus, auf Hitlerismus und haben so ihr Süppchen gekocht. Und die sind jetzt natürlich erst dann relativ vital geworden, sag ich mal, und aus ihrer Altersstarre herausgebrochen durch Entwicklungen, identitäre Bewegung, AfD. Da hat sich dann ein Götz Kubitschek zum Stichwortgeber gemacht und damit hat dann dieser Begriff Neue Rechte so ein Revival erlebt. Aber die Bezeichnung und die Eigenbezeichnung, die gibt es schon seit Jahrzehnten und hat halt, wie gesagt, ihren Ausgang genommen in Frankreich mit Alain de Benoist. Gut, Entschuldigung, Axel, ich habe das Buch gesucht. Kein Problem. Ich habe das Buch gesucht. Armin Mohler, genau, Armin Mohler. Armin Mohler, ja. Armin Mohler, auch ein großer Vordenker der neuen Rechten. Armin Mohler, Dankeschön für den Input, Dankeschön. Das war der Sekretär von Ernst Jünger. Und Ernst Jünger war ja auch so eine Kultfigur, die heute noch von der neuen Rechten verehrt wird.
der halt eben auch Soldatentum, Preußentum und konservativ. Und Armin Mohler war sein Nachlassverwalter und war sein Sekretär und hat unter anderem auch ein Buch herausgegeben, Liberalen Beschimpfung, wo er dann eben einen ganz totalitären, ultrakonservativen Geist, dem Verwerfungen des Liberalismus, der modernen Demokratie entgegensetzt. Und das ist so einer, der hier in Deutschland die neue Rechte maßgeblich. Genau. Aber hier so einer wie Patrick Schröder denkt, neue Rechte sind, jetzt machen wir auf autonome Nationalisten oder nationaler Widerstand oder sonst irgendwas. Das hat er schon differenziert. Ja. Er hat dann einfach keine Ahnung davon gehabt. Ne? Aber im Kampf um Deutschland, T-Shirts drucken, Konzerte organisieren, FSN-TV machen, da kann man sich jetzt nicht so mit weltanschaulichen Spielarten des Rechtsextremismus beschäftigen. Ne? Weil der Patrick, der denkt die Konzepte lieber selber, anstatt in die Konzepte anderer einzutauchen. Der ist halt ein Macher und kein Schwätzer. Ne? Also für mich gibt es halt, entweder man ist national-patriotisch identitär, nennen es wie wir wollen, entweder man ist so unterwegs und kämpft dafür, dass das hier wieder alles irgendwann mal auf die normale Schiene kommt und wieder zur Normalität zurückfindet. Oder man kämpft halt dagegen. Aber ob man jetzt da eher sein, also ich halte da nichts davon, den Fokus voll aufs Historische zu legen. Also das ganze altrechte Ding war nie meines. Ich bin aber keiner, der sagt, ja, jetzt gewisse Leute, die irgendwelche Sprengstoffanschläge machen, sind jetzt hier unseres neuen Superheroes. Das habe ich auch nie so gesehen. Sondern ich würde ganz offen gesagt eine DDR-Fahne genauso zur deutschen Geschichte mit aufhängen wie andere Fahnen aus der Vergangenheit, weil es eben alles seine Zeit hatte. Das gehört alles irgendwie zu unserer Geschichte. Aber ich bin da keiner, der sagt, dass dieses NS-Thema jetzt hier vorgelagert werden muss und wir den alten Kampf hier den Endsieg nur holen, so ungefähr. Also das ist ja absurd und das habe ich auch nie gemacht. So, da sind wir nämlich gleich wieder bei einem meiner eigenen Steckenpferde angelangt, Patrick. Mein Denkansatz ist der folgende. Wir haben, und viele Neuerwachte haben das auch während der Corona-Krise gesehen, alles durchdringenden, alles therapeutisch bekehren wollenden Staat. Wäre es nicht ein vernünftiger Ansatz zu sagen, die Rechte ist sozusagen die organisierte Widerstandsbewegung gegen staatliche Willkür, gegen einen immer mehr überbordenden Staat, ist sozusagen der Vorkämpfer für die kollektive Freiheit unserer Nation auf der einen Seite. Wird mir speichübel bei seinem libertären Gequatsch. Wirklich, da wird mir speichübel. Ja, vor allem rechtslibertär, ne, weißt du, dann die Rechte. Ja, die Rechte ist per se Kraft ihrer politischen Grundüberzeugung autoritär aufgestellt. Ja, die Rechte will einen starken Staat. Die Rechte will mit Autorität. Autorität durchkehren, ne? Wenn man das den Leuten erklären würde, würden die meisten Rechten sagen, da genau das, was der Dangel will, will ich nicht, wenn sie sich damit beschäftigen würden. Die werden jetzt sagen, wir wollen das nicht, dass dieser Staat das macht, weil der in die falsche Richtung für uns geht, ja, weil der für Toleranz, Mitmenschlichkeit, Multikulturalismus, Liberalismus, Demokratie eintritt. Wenn du aber das Ding einfach umdrehst und sagst von wegen, ja, das schrauben wir jetzt alles zurück oder wie Schröder es eben dann so meinte, als normal hinstellen zu können, dann sagen die, ja, na klar, da muss aber die Samthandschuhe ausgezogen werden, da müssen wir aber dann hart durchregieren, da müssen dann Vorschriften kommen, die hier wieder zeigen, wie der Hase läuft und wie die weltanschauliche Linie in Deutschland aussieht, ne? Also so liberale Thesen hier zu vergewaltigen und wirklich mit diesen Wahnsinnigen der rechtsextremistischen Szenen einen Topf zu werfen. Vor allem der Typ sitzt ja jetzt nicht hier beim libertären Stammtisch bei der AfD, wo man auch sagen kann, auch eine autoritäre Partei, auch extrem, ja, aber er sitzt hier wirklich mit Hardcore-Neonazis, mit Leuten, die Adolf Hitler toll finden, mit Leuten, die von einem Führerstaat träumen, mit Leuten, die die Abschaffung der Demokratie einfordern, ja, die absolute Totalitaristen sind und erzählt dann einen hier größtmögliche Freiheit, Bollwerk gegen staatliche Willkür. Also wie doof kann man sein? Dangel, hier, warte, ich nehme noch einen Schluck, gluck, gluck, hier. Ne, wir sind die Freiheitsbewegung gegen staatliche Willkür. Hier, libertär. Alter Falter, das glaubt doch selbst von den Leuten, die er da erreicht mit seinem Ting der Titan, seinem Volkslehrer und seinen Protagonisten aus dieser Szene, kein Mensch. Und vor allem für die individuelle Freiheit aller derjenigen, die hier in diesem Land leben, gegenüber einem immer mehr anmaßenden Staat. Denn
Wir müssen alle, ja die hier leben, toll. In einem also gilt diese Freiheit dann auch für die Menschen, die sagen, meine Religion ist der Islam? Gilt diese Freiheit für Menschen, die sagen, ich möchte Homosexuelle? Gilt das für Menschen, die sagen, ich möchte mein Geschlecht wechseln und mir selber Menschen wählen können? Menschen mit Behinderung. Ne, gilt das für Menschen, die sagen, ich möchte aber schon, dass hier auch für Ordnung gesorgt wird und dass hier bestimmte Richtlinien durchgesetzt werden? Ne, also für alle, also das Wesen der Demokratie ist ja, dass man größtmögliche Freiheit bei kleinstmöglichem Zwang irgendwie umsetzt, ja, und jedem die Möglichkeit gibt, im Rahmen seiner Mitbestimmung, im Rahmen seiner Aktivität, ja, seinen Lebensentwurf leben zu können, ja, ohne andere zu bevormunden und ohne andere irgendwie anzugreifen, weil sie einen Lebensentwurf haben, den man vielleicht selber kacke findet, ja. Und glaubst du, deine Leute, deine Kameraden, deine Ting der Titanen-Teilnehmer werden so tolerant und würden sagen, ach komm, hier, egal, hängen die Regenbogenfahnen auf, mach was du willst, Freiheit für alle? Das glaubt er doch selber nicht. Weil zersiedelten Land wie der Bunten Republik Deutschland gibt es ja eigentlich überhaupt gar keine Gesellschaft mehr, weil bei dieser hohen Fragmentierung der Wohnbevölkerung schon der Begriff multikulturelle Gesellschaft ein Selbstbetrug. Kurze Frage, Philipp. Wenn er doch jetzt sagt, alle, jeder, ja, der in Deutschland lebt, soll so leben, wie er will, soll seine Freiheit haben. Ich will jetzt ja noch bestimmen, wer in Deutschland lebt. Ja, danach dann vielleicht. Aber dann ist das doch trotzdem die größtmögliche Fragmentierung, die es gibt. Er redet ja jetzt wieder von kulturellen Räumen, von Gesellschaft, ja, aber die muss ja durch irgendwas zusammengehalten werden. Da müssen ja Autoritäten da sein, da müssen ja gemeinsame Bilder, gemeinsame Wertevorstellungen da sein, die auch vermittelt, geschützt und beigebracht werden. Axel, brechen wir es doch ganz einfach runter. Das, was er hier sagen will, ist, ja, wir brauchen erst die völkische Gemeinschaft. Und dann sollen auch alle so leben, wie wir es angeblich gut finden. Keine Homosexuellen, keine Linken, keine Menschen mit Behinderung, kein Multikulti, keine andere Religion, keine Juden, keine Muslime, kein alles. Und dann würde ich Freiheit zugestehen, aber nur, wenn alle so leben, wie ich das gut finde. Dann kann es vielleicht für die paar Freiheit geben. Das ist für mich völkisches Gelaber. Wir sind alle gleich und dann ziehen wir auch alle an einem Strang. Das ist hier nicht Pluriversum, das ist Utopium. Ein gutes Utopium, ne? Und er widerspricht sich in zwei Sätzen hier auch wieder selber. Ja, da ist keine stringente Linie, da wird erzählt, was sich schön anhört für einige Zuhörer. Oh, dann bin ich libertär, Freiheit für alle, aber erstmal hier die Gesellschaft wieder formen und den starken Staat und dann können wir gucken, so nach dem Motto. Ne? Denn schließlich und endlich kann es bei einer derart fragmentierten Wohnbevölkerung. So, erstmal Dangel, muss ich sagen, ich dachte, das ist ein Interview Patrick Schröder gegenüber und nicht, dass du ihm dein Weltbild aufdrückst. Also das muss ich jetzt mal sagen, vielleicht ein bisschen zu große Position eingenommen. Überhaupt gar keine Gesellschaft mehr geben, weil die Unterschiede der hier Wohnenden bzw. der hier Geborenen und derjenigen... Da würde ich auch sagen, ob das alle Geborenen trifft, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob Schlaffi und Gereizt hier auch noch eine Chance hätten und ich weiß nicht, zweite, dritte Generation, passt das in das Weltbild von einem Patrick Schröder gleich? Nee, aber totale Freiheit für alle, jeder, der hier lebt, soll leben, wie er möchte, ohne Zwang, ohne staatliche Bevormundung. Wie willst du das denn machen, mein lieber Freund? Ja, willst du private Schlägertrupps aufstellen, die den Leuten dann deine Wahrheiten und deine... Bürger wären toll. Ne? Ja, ja, selbstorganisierte Bürger wären in Privatstädten. Das wäre so der feuchte Traum von Dangel. Ne? Ganz, ganz toll. Ne? Wobei ich muss vorlesen, One More Go One schreibt, von 1 bis Dangel, wie langweilig war es? Die noch nicht so lange hier leben, weil diese einheitliche Willensbildung überhaupt gar nicht mehr möglich ist, geschweige denn irgendeine Identität. Wäre das nicht ein gangbarer Weg zu sagen, wir wenden uns vom Mythos starker Staat ab und sind nun die neuen Freiheitskämpfer, sozusagen die Revoluzzer des 21. Jahrhunderts? Ja, Gesellschaft bezeichnen ja die Leute, die den Begriff prägen, als die Leute, die zufällig gerade jetzt hier im Straßenbild rumlaufen. Also das ist ja was anderes, da gesellen sich halt irgendwelche, das ist ja nicht wie bei den Pinguinen, wo die dann alle hier irgendwie halt das Gleiche machen, sondern das ist ja, man hat ja mittlerweile eine bunt gefächerte Prioritätenliste, die da rumläuft. Also vom Messerstecher über einen Drogendealer bis zum ganz normal arbeitenden, vertrottelten Deutschen bis vielleicht auch irgendeine echt verfolgte syrische Familie, die gibt es ja auch vereinzelt, man weiß es nicht. Also es ist ja alles dabei.
Und ich stimme dir da natürlich zu. Also gegen den Staat muss man natürlich, der ja kann, wenn er will. Also es ist ja alles immer nur der politische Wille. Also es ist ja nie, dass das nicht umgesetzt werden kann. Ich habe es ja bei meinem Ausreiseverbot gesehen, was für, wie der Grenzschutz auf einmal funktioniert, dass ich auf der Autobahn nach Straubing von der Polizei verfolgt werde, weil mein Auto erkannt worden ist und ich dann rechts rausfahren. Es geht doch vollkommen am Thema vorbei. Es geht doch am Thema vorbei. Er hat doch eine ganz andere Frage gestellt. Du klapperst jetzt hier wieder die typischen Plattitüden ab, hier mit so halb angedeuteten Propagandaschlagworten. Ja, vereinzelt gibt es dann auch syrische Familien, die wirklich geflohen sind. Und ja, weiß ich aber nicht genau. Die Mehrheit wahrscheinlich alles Sozialschmarotzer, Messerstecher, Kriminelle. Das ist doch ein ganz anderes Thema. Das ist doch ein vollkommen anderes Thema, über das hier gesprochen wird jetzt plötzlich von Ihnen. Beantwort doch mal die Frage. Willst du Freiheitskämpfer sein, Freiheit für alle, von dem Gedanken eines starken Staates verabschieden oder möchtest du weiterhin festhalten an den diktatorischen, totalitären Vorstellungen, die euch doch alle vereinen in eurer Szene? Weil ja ein Ausreiseverbot gegen mich vorlag. Das Wort war zu dem Zeitpunkt schon weggeklagt. Also wenn man sieht, was alles geht, wenn die nur gewillt sind, bei Corona natürlich das Gleiche, wo da der Knüppel gezogen wird, also wie auf keiner Hamas-Demo irgendwo gesehen. Das stimmt doch nicht. Alte Leute wurden zusammengeschlagen, man wurde politisch verfolgt, weil man den Impfdiktatur entgegenstand. Was für ein Laberkopf. Alter, in deinem scheiß Dritten Reich und im Kaiserreich und im deutschen Nationalstaat gab es auch eine Impfpflicht, ja? Und die AfD war es, deine Partei, die du jetzt hier als Vorkämpfer der Erneuerung Deutschlands lobpreist, die härteste Maßnahmen gefordert hat zu Beginn der Pandemie, bis sie sich in die Arme der Querdenker in ihrer alten Masche wieder überall dagegen zu sein, um den Unmut der Leute abgreifen zu können für ihre eigenen parteipolitischen Zwecke. Ja, also was ein Laberkopf, was für ein Schwartlappen, ey. Aber wenn sie die Omis wegknüppeln kannst, die sagen, sie wollen sie nicht impfen lassen, da ist natürlich, wenn der politische Wille da ist, geht hier einiges. Wir alle kennen das. Keiner wurde mit Knüppel zum Impfen gezwungen. Das ist gelogen. Die Tür eingetreten. Ich kann aus eigener Erfahrung kann ich erzählen, wie es wirklich gelaufen ist. Die Oma meiner Lebensgefährtin, der Caro, liebe Grüße gehen raus. Die war in einem Altenheim und sie wurde auch aufgefordert, sich impfen zu lassen. Sie hat aber selber gesagt, nee, das möchte ich nicht. Ja, und da gab es auch dann Überlegungen, ja, was können wir denn machen? Und was ist letztlich passiert? Nichts. Ja, sie ist im Altenheim verblieben, sie musste sich nicht impfen lassen, es wurde kein großer Stress gemacht. Also tut doch nicht so, als wenn da jetzt einer mit dem Knüppel einmarschiert wäre und gesagt hätte, hier, batsch, über den Kopf und jetzt hier die Nadel in den Arm, du wirst geimpft. Also diese Darstellung ist wieder so hysterisch, so undifferenziert, so an der Lebenswirklichkeit vorbei, dass es da vereinzelte Fälle gab, wo mit der Härte auch Schindluder getrieben wurde, wo Maßnahmen ergriffen worden sind, die rückwirkend auch als falsch angesehen worden sind. Ja, das passiert, aber wäre das in deinem Kackstaat nicht der Fall? Würdest du da keine Fehler machen? Würden da keine Gummiknüppel eingesetzt werden? Den Staat können wir uns alle vorstellen und ich möchte in einem Staat, in dem Michael Dangel und Patrick Schröder was zu sagen haben, nicht leben. Und sie würden auch mich nicht haben wollen, deswegen sind diese Leute auch zu verhindern. Er hat aber einfach die Frage vom Dangel nicht beantwortet. Kürzer zu sein ist natürlich klar. Und dieser Mythos mit dem starken Staat muss man halt auch dazu sagen, wer von den Leuten da draußen weiß denn jetzt genau, was so rechts jetzt exklusiv für irgendwelche Staatsvorschläge hat? Das ist halt auch immer so ein bisschen die Frage. Die meisten wünschen sich ja einfach trotzdem die persönlichen Freiheiten, die es ja in der BRD auch ja teilweise mal gab. Also es ist jetzt nicht so, dass es immer hier Katastrophe war. Vor 50 Jahren hat er die Laune. Ja, also du hast jetzt wo ist denn die persönliche Freiheit eingeschränkt gerade? Wo ist die persönliche Freiheit eingeschränkt? Weil ich kein Hakenkreuz zeigen darf. Ja, oh Gott. Axel, ich könnte mich morgen, ich verkaufe heute gerade mein Auto, ich könnte mich morgen ins Auto setzen und sonst wohin fahren. Ich könnte zu dir morgen nach Pulheim fahren, ich könnte die Leute aus Community besuchen, ich kann heute Nacht noch raus. Von wem ist hier die persönliche Freiheit gerade eingeschränkt? Wir können uns hier in diesem Kanal hinsetzen und erzählen, was wir wollen. Ja? Er kann sich in seinem Keller hinsetzen mit seinem Maskenmann, erzählen, was er will. Er kann in Gruppierungen tätig sein, ja? Er kann Wahlkampf machen, er kann auf Demos Kundgebungen sprechen, er kann durch die Republik reisen. Ja? Also wo ist denn die persönliche Freiheit? Und er hat es doch gerade erzählt, ich fahre nach Hessen und habe ich eine Rede gehalten und sonst was und hängt mit der NPD ab. Und ist unterwegs und geht da auf die Venus und was weiß ich. Er war sogar im Kino. Ja, und Anonym hat es gerade geschrieben, er darf innerorts keine 200 fahren und darf keine Hakenkreuzfahne schwenken. Diktatur, genau. Diktatur. Ja. Anders ausgesehen. Die wünschen sich natürlich viele zurück und dass man halt einfach in Ruhe sein Leben leben kann, ist ja auch so ein Spruch von dir. Das
stimme ich durchaus zu. Also ich bin immer, wenn es heißt, ja, wir brauchen jetzt den starken Staat, wo quasi, ich verstehe auch den Ansatz von denen, wo die sagen, du musst den Leuten halt irgendwas vorgeben, weil die sind ja zu blöd, den Blinker richtig zu setzen auf der Straße. Das ist ja... Aber weißt du, der Patriot, der sein Land liebt, der seine Heimat liebt, der die Deutschen liebt, spricht aber die ganze Zeit vom trotteligen Arbeiter, von den Idioten, denen man Vorschriften geben muss, wie sie den Blinker setzen. Was für ein Menschenfeind, was für ein illiberaler Typ, ey, was für ein deutschen Hasser ist das denn, ey, ja? Wie redest du denn über deine Volksgenossen, Kamerad, ja? Über deine deutschen Mitmenschen, für die doch dein ganzes politisches Streben und Sehnen gilt. Was bist du für ein Lappen? Das ist ja auch quasi auf dem Fuß der diese ganze Republik, dass hier eine Totalverdummung der Gesellschaft vorgenommen wird. Also das hängt ja auch mit dem Zeitgeist zusammen, der nicht besser, sondern schlechter wird. Und wenn dir im Fernsehen gesagt wird, dass Tessa Gansager in Wirklichkeit eine Frau ist, obwohl da letztlich noch was zwischen den Beinen rumpimmelt, dann merkst du halt auch, dass wir jegliche irgendwie natürliche, also sogar... Aber ich dachte, die Freiheit will, Dangel. Jeder soll sich frei entfalten. Naja, aber generell, weißt du, wieder alle doof, alle verdummt, wieder hier die Konnotation mit Menschen, die ein anderes Geschlecht wählen, was minimale Prozente sind, ja, und was auch die Mehrheit der Bevölkerung durchaus auch kritisch und skeptisch betrachtet, ja, aber für ihn alles hier gigantische Umerziehung, alles ganz schlimm, vor allem das Fernsehen stellt sich auch nicht hin und sagt so hier, ja, ist jetzt eine Frau, es wird erklärt, es gibt transsexuelle Menschen, es gibt Menschen, die fühlen sich im falschen Körper geboren, es gibt Menschen, die definieren ihr Geschlecht anders und das kann auch durchaus dann schwer verständlich sein, ja, aber es wird doch niemandem irgendwas weggenommen dadurch, es wird doch keiner dadurch verdummt. Wenn du eine Alte irgendwann mal finden solltest, die Bock auf deine Scheiße hat, kannst du dich auch mit der hinsetzen, auf dem Bauernhof in einer völkischen Kommune, kannst 20 Kinder zeugen. Da hindert dich doch niemand dran. Niemand bedroht deine Freiheit und niemand hält irgendjemanden davon ab, sich zu informieren, Bücher zu lesen und Anteil zu nehmen. Wir haben heute die Möglichkeit, über jedes Handy, ja, eine Fülle an Informationen, an Nachrichten, an Hintergrundwissen abzurufen, von dem Vorfahren von uns träumen konnten. Die mussten in Bibliotheken pilgern, um da die Dinge zu erfahren, die wir auf Knopfdruck abrufen können. Ja? Ah, dieses Schlechtmachen der Moderne, dieses Schlechtmachen Mix der Bart Freiheit. Mix Barth hat geschrieben, es gibt sogar Menschen, die leben im die liegen im Keller vor einer Kamera. Ja. Sowas ist ja mittlerweile nicht mehr sicher davor. Oder dass es ein drittes Geschlecht gibt, das jetzt bei jeder Bewerbung männlich, weiblich und divers steht. Das hättest du dir ja auch nicht vorstellen können, dass das jemals passiert vor 20 Jahren. Also es schreitet ja immer weiter voran. Und also, wie gesagt, ich habe es ja auch vorhin erwähnt, ich bin nicht der Staatstheoretiker, der sich da hinstellt und sagt, das ist besser, das ist schlechter. Das muss man halt dann eben gucken, wie man sich im Detail... Ich weiß gar nichts, ich kann nichts sagen. Das sind ja keine Detailfragen. Das ist doch eine grundsätzliche Frage, die hier gestellt wird. Willst du einen starken Staat, der durchgreift, oder willst du darauf verzichten und sagen, jeder soll machen, was er will? Ja... muss man gucken, kann man jetzt nicht sagen, Einzelfallentscheidung, ja, taktisch, nix kann er sagen. Was ein Lappen. Du bist die weltanschauliche Elite deiner Szene, du reichst Konzepte ein. Da könnte man drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Da einigt, aber natürlich gegen diese staatliche Willkür zu sein, ist natürlich absoluter Standard und es ist natürlich klar, dass die Freiheit auf unserer Seite steht. Wenn man sieht, dass, ich habe sogar Banner gesehen, ja, zwangsgeimpfte Antifa und so weiter und so fort und wir impfen euch alle und so weiter und so fort, wo du dir auch denkst, jo, das sind die, die meinen, sie sind die Antifaschisten. Ja, und das ist dann Form von tatsächlich humoristischer Provokation. Keine Antifa-Gruppe, egal wie durch die waren, haben irgendwie ernsthaft Transparente hochgehalten, von wegen hier, wir impfen euch alle, ja, und haben dann vorgehabt, den Leuten da irgendwas in den Arm zu rammen. Also da ist dann alles ernst gemeint, das ist dann fürs gesamte politische Spektrum der Bundesrepublik repräsentativ, aber seine Hakenkreuz-Scheiße, die er da verkauft, ist natürlich nur ein Gag, als Provokation und als Reaktion auf das andere. Aber wieder geil, dass der hier nichts erzählen kann. Der kann sich nicht mal was aus den Fingern lassen. Du hast dir das Video ausgesucht. Du wolltest das, Philipp. Ich muss gleich mein Auto noch verkaufen. Ich habe ein Angebot für mein Auto. Ich muss gleich noch verhandeln. Ja, merkst halt auch, dass da geistig nicht allzu viel noch vorhanden ist. Im heutigen Politikbetrieb ist es sehr wichtig, die Dinge auf den Punkt und pointiert zu formulieren. Das haben Deswegen wir gesehen. Meine Frage an dich. Könntest du dich mit dem Satz anfreunden, die deutsche Rechte
ist die Bewegung der individuellen Freiheit, das ist klar. Aber nicht nur das, sondern ist die Bewegung der individuellen und kollektiven Freiheit, also der Freiheit unserer Nation, unseres Staatsgebildes, oder sie ist nicht? Das Problem ist immer... Also die Rechte steht für die Freiheit der Individuen. Die individuelle Freiheit. Also gerade das ist eine so enge Denkbox. Besonders... Es ist eine Lüge, Philipp. Es werden ja Feindbilder aufgemacht, ja, die auch hier immer wieder adressiert werden. Jemand, der Diversität einfordert, jemand, der Sichtbarkeit von Diversität will, das muss verhindert werden, das muss unterdrückt werden. Die Leute, die hier in dieses Land kommen und sich nicht gut genug integrieren, ihrer Meinung nach, die Leute, die ja Flüchtlinge sind. So viel Feindbilder und so viel Zwangsmaßnahmen, die angedroht werden von dieser Szene, das sucht ja seinesgleichen. Und da erzählen die wirklich, das wäre die Bewegung der individuellen Freiheit. Keiner, mit dem ich zu tun hatte, war individuell frei. Jeder musste sich verhalten und sagen, was die anderen in dem gleichen Bereich gut finden, schlecht finden. Individuelle Freiheit war absolut eingeschränkt. Es hat noch nie so viel meine persönliche Freiheit eingeschränkt und ich habe nie andere genauso wieder freiheitlich eingeschränkt wie zu meiner Zeit im Rechtsextremismus. Wollten wir auch. Hitler sagte schon, und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben als Zukunftsperspektive für die Hitlerjugend. Ja? Also ein totalitärer Staat geht von einer absoluten Wahrheit aus und alle anderen, die dieser Wahrheit entgegenstehen, werden als Feinde gebrandmarkt. Versuch mal, wenn du hier von individueller Freiheit laberst, auf dem Ting der Titanen, ey, wenn der Volksdödel da spricht, mit einer Regenbogenfahne und einem Davidstern am Revers mit einer dunkelhäutigen Frau reinzugehen und zu sagen, so, ja, hier, ich bin Rechter, ich bin individuell dafür, dass wir möglichst Diversität in jedem Dokument verankern. Ich bin dafür, dass ich hier Frauen haben kann, egal woher sie von der Welt kommen. Ich möchte zum jüdischen Glauben konvertieren oder vielleicht sogar zum Islam. Ist meine persönliche Freiheit und ihr wollt euch doch dafür einsetzen. Was glaubst du, würde dem auf dieser Versammlung passieren? Was glaubst du, würden diese Hardcore-Rassisten, würden diese Totalitaristen, Liberalismusverächter demjenigen erzählen, der da seine individuelle Freiheit ausleben möchte? Was für Lügner, was für ein potemkinsches Dorf hier. Axel, kurz. Ach, ja, Lügner, sie lügen einfach. Entweder lügen sie oder sie sind dumm. Das ist halt immer schwierig, weil du musst ja erstmal viele Sachen gerade rücken, bevor dass du wirklich die Endsachen dann sagen kannst. Es wäre genauso wie mit dem ganzen, bin ich für die Freigabe von Drogen. Das ist auch was ich ganz oft gefragt werde. Ich würde nach 50 Jahren in meinem Staat, wenn hier alle wieder normal laufen, würde ich jede Droge freigeben, weil jemand, der das dann immer noch braucht, der ist ja eh für uns verloren. Also, aber dann hat ja jeder hoffentlich wieder Halt irgendwie, dieses ganze... Du nimmst ja die Drogen nicht einfach nur, weil es Spaß macht, sondern weil irgendwas bei dir schief läuft. Also, und das, wenn korrigiert wird, wenn jemand... Pauschal so sagen, das weiß der. Der weiß pauschal, dass jemand, der Drogen nimmt, das nur tut, weil etwas schief läuft und nicht aus Spaß. Das gibt es nicht, dass Leute selbst experimentieren, dass Leute einfach da den Spaß bei haben. Das kann es nicht geben in seinem eng gezogenen Fall. Geil, 50 Jahre erstmal mein Staat, also 50 Jahre Zwang, 50 Jahre Gleichschaltung, damit alle wieder normal laufen. Und was normal ist, definiert er mit seiner Weltanschauung. Da müssen alle eingenordet werden. Und dann kann man mal gucken, dass wieder frei wird oder was. Alter, wie selbstenttarnt, ey. Jetzt unbedingt Heroin nehmen. Was ich in meinem Staat sage, das wird nur noch ein absoluter Mini-Prozentteil machen, weil der Rest, warum? Es gibt ja keinen Grund, das bringt dir ja nichts. Letztlich würde ich sowas auch freigeben. Deshalb den Satz ja, am Ende würde ich den sofort unterschreiben. Momentan hängst du halt in so vielen Dingern drin, dass du nicht instant alles sofort quasi, wir zerreißen jetzt alle Verträge, die wir irgendwo geschlossen haben. Ganz so einfach funktioniert es halt letztlich auch nicht. Aber vom reinen Grundsatz her kann ich den Satz natürlich unterschreiben. So, und da nicht nur dir, sondern auch unserem Auditorium ja meine allgemeine staatskritische Auffassung bekannt ist, ein Satz von einem der bekanntesten Libertären deutscher Zunge, nämlich Roland Bader, den ich kurz rezitieren möchte. Ich blende ihn natürlich für unsere Zuschauer ein. Die Hoffnung der meisten Menschen auf eine Regierung, unter der alles besser wird, ist genauso kindisch wie die Hoffnung auf bessere Giftschlangen oder bessere Feuersbrünste oder bessere Grippeviren. Hierzu muss man sagen, dieses Zitat stammt aus dem Buch Geld, Gold und Gottspieler und stammt aus dem Jahr 2004. Also Roland Bader, leider viel zu früh verstorben, konnte natürlich diesen Corona-Wahnsinn nicht vorausahnen. Und dann geht dieses Zitat weiter.
Leviathan, also dieser allumfassende und alles bestimmende Staat, Leviathan also ist und bleibt ein gefährliches Monster und wird in keiner denkbaren personellen Besetzung zum Teddybär. Könntest ja, damit ist alle Forderungen, die aus dem Bereich des Rechtsextremismus kommen, würde ich mal sagen, zu 98% oder 99% ad acta gelegt. Ja, damit, absolut. Ja. So einfach ist es. Sie wünschen sich einen genauso Staat, nur sie wollen an der Macht sein und Gesetze und Freiheit einschränken. Also das ist ja, also wenn der Patrick da jetzt auch noch drumherum watschelt und das mitnimmt, also dann, dass da die eigene Bewegung da nicht hinguckt und sagt, Patrick, also für was stehst du eigentlich? Gut, er hat ja auch diesen Widerspruch nicht aufgelöst. Also Libertäre, auch wie Roland Bader, gingen halt davon aus, das Individuum steht für sich und lehnt sich jeder Kollektivierung entgegen. Die wollten auch kein Volk, die wollten keinen Staat, die wollten keinen Nationsgedanke haben. Er hat ja eben schon davon gesprochen, ja, nicht nur der individuellen Freiheit, sondern auch der kollektiven Freiheit. Und damit ist doch schon wieder die Lüge immanent geworden, indem die individuelle Freiheit natürlich der kollektiven untergeordnet wird. Ja, weil die Nation, das Volk ist halt wichtiger, deren Interessen werden von irgendjemandem definiert, müssen natürlich dann den Interessen des Eigennutzes und der individuellen Freiheit überwiegen. Ja, das will er doch auch, das schafft er doch nicht ab, sonst wäre Libertärer und Anarchist und würde auf die rechte Szene einfach einen dicken Haufen setzen. Ja? Diesen Satz unterschreiben. Nun zur Textinterpretation, Herr Schröder. Das ist mir auch wieder ein bisschen zu allgemein gehalten. Also ich sag mal, ein Staat, der wirklich, ich kann mir tatsächlich einen Staat vorstellen, der da auch noch ein bisschen was macht, in dem, ohne dass ich jetzt auf Details eingehe, wo aber trotzdem... die Normalbevölkerung, die diesen Staat am Laufen hält, irgendwie was Positives daraus zieht. Also das sage ich schon. Ich habe ja auch die Diskussion mit einem anderen Libertären mal bei Oliver Flesch geführt. Man kann natürlich das auch alles im Privatbereich, ohne dass jetzt der Staat beteiligt ist, irgendwie umsetzen. Deshalb das funktioniert bei Menschen gerade nicht. Es funktioniert nicht. Der Mensch packt drei Menschen zusammen, wirklich packt sie in Patricks Keller, nach einer Woche ist Mord und Totschlag. Ja, es gut, aber ausgerechnet mit Oliver Flesch Diskussionen zu führen, das sagt schon viel aus, wo der Patrick überall hingehen muss, um überhaupt als Diskutant ernst genommen zu werden. Das mehr muss man da gar nicht zu sagen. Bin ich ja da keiner, der sich da hinstellt und sagt, der Staat muss so sein und der muss hier und da und keine Ahnung. Deshalb halte ich mich bei sowas ja immer relativ zurück. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass auch eine libertäre Sache, wo wirklich der Staat in erster Linie noch ein bisschen, die Polizei fährt noch ein bisschen rum, der hält die Gesetzgebung aufrecht, aber alles andere wird organisiert von den Leuten, mit der Kohle von den Leuten, die halt das eine da haben wollen und das andere nicht, was weiß ich. Aber genauso könnte ja ein Staat Steuern in Anführungsstrichen verteilen in der ihrem Sinne. Ob das dann natürlich, ist halt immer die Frage, ist es dann vor jedem in dem Sinne? Genauso könnte man aber auch fragen, Es gilt das Mehrheitsprinzip. Ich sage das immer zu Leuten, wenn ich mit ihnen über Demokratie diskutiere. Es geht nicht darum, es wird nie Entscheidungen geben, die nur für dich da sind. Das gibt es nicht. Das ist ein utopischer Gedanke. Dann wird es so verteilt, dann wird es für das Volk gemacht. Der eine findet die Entscheidung gut und der andere findet die Entscheidung gut. Das ist... Es hat ja auch nie funktioniert. Ja, es kann ja auch gar nicht funktionieren, weil es an der Natur des Menschen vorbeigeht, an der Unterschiedlichkeit, an auch äußeren Gegebenheiten. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, der Mensch braucht gemeinsame Regeln. Und egal, ob das jetzt Syndikalismus, Anarchismus, Libertarismus ist, das ist eine schöne Idee. In der Theorie, in der Praxis würde sie nicht durchsetzbar sein. In der Praxis würde sie zu großen Verwerfungen, zu Ungerechtigkeit und, wenn du mich fragst, auch wieder zu revolutionären Bewegungen führen, weil Leute irgendwann sagen von wegen, okay, so kann es ja nicht sein. Diese totale Marktradikalität, dass 5 Leute mit Kohle entscheiden können, das ist meine Privatstraße und du zahlst jetzt Maut, wenn du da rein willst, das ist meine Privatstadt, hier musst du so viel Kohle auf dem Konto haben, um mir leben zu können. Da bleiben sehr viele auf der Strecke und diese Leute auf der Strecke werden dann nicht sagen, oh, boah, geil, Hauptsache Libertär oder sonst was. Gruselig, was hier gesagt wird, ist gruselig, die Einstellung. Und der Patrick und die Leute, mit denen der Patrick rumhängt, die passen zu der Einstellung vom Dangel überhaupt nicht zusammen. Aber der Dangel passt ja auch gar nicht in diese Szene. Das ist ja wirklich so dieses libertäre Getue jetzt. Ja, ist einfach nur ein schönes Schlagwort, wo sie ihren totalitären Wahn hinter zu verbergen suchen. Ne? Das sind keine Leute, die sich für individuelle Freiheit stark machen. Individuelle Freiheit haben wir hier in diesem von diesen Leuten bekrittelten und abgelehnten System.
70%, sondern sie hätten gerne die Umgehungsstraße gebaut und 30% sind dagegen und die 70% bauen das, sondern einfach mit der libertären Kohle, die sie liegen haben. Da sind letztlich auch 30% dann dabei, die vielleicht da keinen Bock drauf haben. Also auch so, man kann sich da alles hin und hindrehen, wie man will. Deshalb halte ich mich bei sowas ja immer zurück. Ja, das ist so wunderschön, Patrick, dass du dich zurückhältst, aber nicht in einer Diskussion mit mir. Ich muss dich ja jetzt locken. Harte These, liegt denn nicht so etwas wie ein Fiskalfaschismus in der Bunten Republik Deutschland mit einer irren Abgabenbelastung vor, wenn ich mit einer Millionenzahl von Beamten den Leuten auf der einen Tasche das Geld aus der Tasche hole und in die andere Tasche fülle? Dieses ewig alte Spiel, linke Tasche, rechte Tasche, ist das nicht Fiskalfaschismus und wäre es nicht viel sinnvoller, einem Staat, der generell zu irgendwelchem Blödsinn neigt und dazu neigt, den Beamtenapparat immer weiter aufzubauen, wäre es nicht viel sinnvoller, diesem Staat, der generell immer die Tendenz hat zur Ausdehnung, immer weniger Geld zur Verfügung zu stellen, damit er immer weniger Blödsinn damit anrichten kann. Nur als kleines Beispiel, wir erhöhen nun das Kindergeld 2024. Andererseits wird aber in der Gastronomie für Speisen der Mehrwertsteuersatz wieder auf 19% erhöht. Das ist rechte Tasche, linke Tasche und das wird in großem Stil in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Aber er beraubt doch das hier der Komplexität. Er sucht sich jetzt zwei Beispiele aus. Also, dass wir auch Finanzen neu denken müssen, ist gar keine Frage. Aber es gibt so viele Studien, die belegen, dass verstaatlichte und privatisierte durchaus Misswirtschaft betreiben können und dass es da keine dogmatische Ebene gibt. Wenn es privatisiert ist, läuft es auf jeden Fall besser oder wenn es verstaatlicht ist, läuft es auf jeden Fall schlechter. Das ist immer ein sehr komplexes und individuell zu betrachtendes Thema, was man gar nicht so hier auf so einen Propagandapunkt bringen kann wie er jetzt. Und also diese tolle Idee. Ich bin auch für die Verschlankung eines Staates. Ja, also ich bin auch für die Verschlankung, auch das Beamtentum, auch Beamte, private Krankenkassen und so, bin ich auch kein Freund von. Gibt es ganz viele Themen, die man denken muss, aber die kann man auch im demokratischen Diskurs führen. Das ist mir zu einfach, und dann Kindergeld gleichzusetzen mit der herabgesetzten Mehrwertsteuer, die es in der Gastronomie während der Corona-Krise gegeben hat, dass die wieder erhöht wurde. Ja, das ist ein bisschen einfach gemacht, weil wir Familien da gestützt werden sollten, besonders auch, das sind zwei für mich völlig losgelöste Themen, und es ist ja nicht, dass die Mehrwertsteuer dann, die hochgesetzt würde, dann nur zu dieser Finanzierung da beiträgt. Die Finanzierung ist sowieso gerade kritisch, der Haushalt ist kritisch. Da kann man auch über alles diskutieren, aber dafür braucht man kein Rechtsextremist sein, wie ein Staat zu funktionieren hat. Und auch da gibt es bei unterschiedlichen demokratischen Parteien ganz unterschiedliche Ansätze, wie Wirtschaftspolitik und wie Volkswirtschaft funktionieren sollte. Das ist ja auch das kein Rechtsextremist sein. Ich wollte gerade sagen, aber er geht auch davon aus, dass dieses komplexe System der Wirtschaft linear dargestellt werden kann. Das ist sehr einfältig, dass wir diese typische Größenwahn, ja, ich sehe die Komplexität der Dinge und kann die mit zwei Beispielen hier auf den Punkt bringen. Kannst du nicht. Das ist viel zu groß, viel zu umfangreich, da hängen viel zu viele Entscheidungen dran. Und gerade wenn du meinst, dich ein bisschen mit Finanzwesen auszukennen, dann weißt du auch, wie viele äußere Einflüsse und wie viele Verbindlichkeiten notwendig sind, um diesen ganzen Laden am Laufen zu haben. Einfach zu sagen, Steuern runter, gar keine Steuern, der Staat soll gar nichts mehr bekommen. Kannst ja mal versuchen, dann fährst du eben die Karre gegen die Wand. Und dann heißt es wieder, oh, hat nicht geklappt, oh, scheiße, oh, die anderen sind schuld, ja, Etwas weiter zu verdeutlichen. Ich werde demnächst bei Wirtschaft kompakt, auch auf diesem Kanal, einmal ein Denkspiel durchführen. Ich gehe von einer Person aus, seines Alters, ledig. Er verdient 60.000 Euro brutto mit Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, wenn es überhaupt ausgezahlt wird. Und ich werde dann die Abgabenbelastung insgesamt ermitteln. Das ist nicht nur Lohnsteuer und die Sozialversicherungsabgaben, sondern das ist Versicherungssteuer, Grundsteuer, all die ganzen wahnsinnigen Ausgaben. Und natürlich die Umsatzsteuer bei Bestreitung des alltäglichen Bedarfs. Und ich bin mir sicher, ich werde hier für diese Person bei 70-75% landen. Das ist doch Wahnsinn. Mit millionenfachem Beamtenapparat wird ein Umverteilungswahnsinn betrieben. Und mit vielen von uns hart erarbeiteten Euronen wird nur Blödsinn betrieben. Hier muss doch einfach Einhalt geboten werden. Also Im libertären Reich wird dann das ganz anders laufen. Dann sitzt dann der Dangel als oberster Reichsfinanzkommissar und entscheidet dann,
dafür ist Geld gut, dafür nicht und dann läuft das ganz anders. Libertär zu sein ist auch gut, wenn man schon Geld hat. Macht es ein bisschen einfacher als Libertärer. Das hier, das was hier läuft, ist natürlich was mehr krank. Das ist ja, da sind wir uns ja alle einig. Also A, in diesem ganzen Steuerthema. Also ich sehe ja auch, was bei mir da übrig bleibt und so. Also das ist natürlich ein Witz. Das müssen wir ja nicht diskutieren. Aber ich sag mal, wenn jetzt irgendein anderer Staat wäre, der irgendwie so ein Zwischen... Also ich bei dem ganzen Thema bin ich ja immer so ein Freund, dass man so eine Zwischenlösung macht, wo alle ein bisschen damit glücklich sind, wo es so ein bisschen ein paar Bereiche gibt, wo der Staat nur da ist. Ein paar Sachen, wo mehr Freiheiten sind, und da gibt es halt keine 50-70% mehr Steuern, sondern bloß mehr 20%, die halt irgendwo abgecashed werden. Dass der Beamtenapparat natürlich auch völlig gestört ist. Es gibt ja diese Beamtenwitze, dass die den ganzen da hocken und halt Eier schaukeln. Das ist ja in Teilen tatsächlich so. Aber also in dem Staat müssen wir ja nicht drüber reden und jeder weiß ja, für was das die Kohle ausgegeben wird. Das müsste aber ja nicht so sein. Man könnte ja wirklich auch sinnvolle Sachen damit machen. Das ist in dem Staat, glaube ich, so in die Perversion getrieben worden wie noch niemals vorher. Also hier die Milliarde gegen rechts mal mit angefügt. Dankeschön. Wo ja auch wirklich öffentliche Gelder dafür benutzt werden, dass eine eigentlich legitime Meinung quasi bekämpft wird. Also wo quasi der Staat, der ja eigentlich freiheitlich unterwegs sein soll, dann eigene Leute bekämpft, die ja eigentlich nichts anderes machen, als Sachen anders sehen. Das ist halt alles nur noch kompletter Wahnsinn. Die diesen Staat abschaffen wollen. Das ist ein Schutz des Staates vor Verfassungsfeinden, vor Demokratiefeinden. Und das ist im Grundgesetz auch neu verankert. Auch die NPD hat das zu spüren bekommen. Dieser Staat wehrt sich dagegen, damit Extremismus bekämpft wird, Patrick. Damit Leute wie ihr nichts zu sagen habt. Das ist eine Abwehrfunktion, ist das. Die ganzen Förderungen, die ganze Gender-Kacke und alles, die ja in Schulbüchern und so weiter mittlerweile fester Bestandteil ist, Frühsexualisierung und jeden anderen Kack. Also es ist ja auch die ganzen Jugendzentren, die ja links verseucht sind, also von den Lehrern, 68er-Leuten, die jetzt überall an den Schaltstellen hocken, mal ganz zu schweigen. Also hier brauchen wir ja sowieso nicht mehr diskutieren. Hier kannst du eigentlich nur noch die Atombombenlösung fordern. So die ungefähr. 68er sind doch längst durch, die 68er. Ja, aber du hörst ja wieder Frühsexualisierung, Genderquatsch. Aber ging es hier nicht darum um individuelle Freiheit? Ging es nicht um die Freiheit der Menschen, ja, sich auszuleben, ihre Ideen ohne Bevormundung irgendwie kundtun zu können? Ich höre hier doch raus, dass er da doch gerne wieder einschreiten möchte und sagen, das gibt's nicht, das darf nicht gemacht werden, das soll anders gemacht werden. Also gar nicht mal so, so Freiheit. Die beiden liegen politisch auf gar keiner Wellenlänge. Da ist eh schon, hier braucht man nicht rumdiskutieren, das ist klar. Aber grundsätzlich, wenn ich weiß, dass Sachen von mir abgezogen werden, um eine Polizei oder um Feuerwehren oder um... Infrastruktur, Patrick, ist ein ganz besonders... Schön wieder ausgeblendet, ganz geil. Die Ausgaben. Hier besteht ein gigantischer infrastruktureller Rückstand in der Bundesrepublik Deutschland und anstatt die Digitalisierung voranzutreiben, anstatt das Schienennetz, das Autobahnnetz, die öffentlichen Zugänge zu allem und jedem auf den neuesten Stand. Ja, und das finanzieren wir jetzt mit 20% Steuer. So finanzieren wir das. Wir wollen alles haben. Es soll alles ausgebaut, es soll alles gemacht werden und deswegen schrauben wir die Steuer jetzt runter. Es gibt Steuerprobleme, auch die Reichensteuer wurde hier erwähnt. Auch da bin ich bin auch für die Besteuerung. Auch für passives Einkommen, besonders was so große Miethaie angeht, kann man über alles diskutieren. Aber dieser Wunsch, alles soll gemacht werden, aber Steuern runter und wir organisieren, es wird nicht funktionieren. Es ist ein utopischer Gedanke. Ah, vor allem letztlich gibt es ja auch andere Mittel. Zauberei, ja. Es gibt genossenschaftliche Organisationen, es gibt Vergesellschaftungsmöglichkeiten, wo der einfache Bürger seine Investitionen auch dann direkt über diese Art und Weise wieder ausschütten kann für Infrastrukturausbau, für Kraftwerke, für Energiewende und so weiter und so fort. Es gibt eine Menge tolle Konzepte, aber da hört man bei den beiden nichts davon. Es ist halt immer nur ein Eindreschen auf ausgemachte Probleme und dann sitzt er da mit Leuten, die ganz offen für ein diktatorisches, unfreies, totalitäres System eintreten und sieht die dann als Vorkämpfer der individuellen Freiheit. Kannst du ja nicht ausdenken, ernsthaft. Also wirklich Gluck, Gluck, einmal zu viel, Herr Dangel, ne? Stand zu bringen, sind diese Gelder verplempert worden. Und was ganz besonders problematisch ist, das wissen viele, aber ich will es noch mal in Erinnerung rufen, schauen wir uns einmal an. Mittlerweile wird fast ein Drittel des Bundeshaushaltes dafür aufgewendet, um mit Steuermitteln die Renten, die zugesagt sind, zu finanzieren.
Auch diese damals vereinnahmten Rentenbeträge sind verjubelt worden für irgendwelchen Blödsinn, für irgendwelche Maßnahmen der sozialen Gerechtigkeit. Und wir sehen nun, dass irgendwann einmal dieses Rentensystem nicht mehr tragfähig sein wird. So, bevor ich jetzt aber in Schimpf... Natürlich muss an die Rente auch an. Großes Problem, mit dem ich mich auch schon lange beschäftigt habe, selbst als ich noch in der Ausbildung war zum großen Auslandskaufmann, auch durch und durch Kaufmann. Natürlich sind besonders auch Pensionen, das ist ein Problem. Es ist ein Problem der Finanzierung Beamtenpension. Das ist leider so, aber das hier, natürlich wurde in den Rententopf reingegriffen, auch das sind politische Entscheidungen, die dann stattgefunden haben, die sind aber von den Volksvertretern im demokratischen Prozess stattgefunden, aber die Politiker trauen sich halt auch teilweise nicht ran, weil es um Wählerschaften geht. Rente ist ein sehr hochsensibles Thema, ne? Also Rente ist zwar noch nicht so aufgeladen, Migration ist das Thema, was am meisten aufgeladen ist, aber Rente ist auch ganz weit mit vorne. Auch da muss Politik natürlich ran und das ist immer beim demografischen Wandel. Nur glaubt doch nicht, dass die Rente funktioniert, wenn man sagt, Mensch, wir schmeißen hier Reiz und Schlaffi raus und wir schmeißen noch 20 Millionen andere Leute raus mit Migrationshintergrund und sagt, jetzt funktioniert Rente wieder einwandfrei. Das sind so Utopien, das ist Populismus, das sind so Schlagwörter, das ist alles so, was beim Wutbürger Helmut gut ankommt. Ja, wenn die nicht mehr da sind und die Politiker verplempern nichts, dann hast du doppelte Rente. Na klar, finde ich scheiße, wenn Rentner Flaschen sammeln müssen, aber es muss alles irgendwo herkommen. Steuern runter und alle mehr Geld, ja, ein toller Gedanke, funktioniert nur nicht. Hier ist auch kein konstruktiver Vorschlag. Hier ist wirklich, wie du sagst, dumpfer Populismus. Ja, hier ist Demagogie. Hier ist eine Vereinfachung, eine Pauschalisierung. Nur für Blödsinn ausgegeben, nur Schwachsinn mitgemacht. Ja, es hat eine Staatsfeindlichkeit, die vielen Libertären in Fleisch und Blut übergegangen ist, die er jetzt auf der rechtsextremen Szene irgendwie dann als Freiheitskampf zu verkaufen sucht. Aber das ist pure Demagogie, was der Mann hier betreibt. Da ist nicht eine konstruktive Lösung dabei. Gerade und du gar nicht mehr zu Wort kommst, folgende letzte Idee. Milton Friedman, ein Wirtschaftsnobelpreisträger, unter anderem derjenige, der den Monetarismus als Ausrichtung der modernen Ökonomie geprägt hat, hatte für den Bildungsnotstand in der Bunten Republik einen Vorschlag, beziehungsweise ich muss sagen, er hätte ihn, wenn er noch leben würde, gerade für die Bunte Republik gemacht. Er sagt nämlich, Bildung ist keine Staatssache mehr. Vielmehr hat er vorgeschlagen, ganz revolutionär, jedem einen sogenannten Bildungsgutschein zu geben. Und mit diesem Bildungsgutschein kann er dann zu einer beliebigen Bildungsinstitution gehen, die nur noch unter staatlicher Überwachung, aber nicht mehr unter individueller Prägung ist. Das würde nämlich bedeuten, dass wir dann endlich unsere Friedrich-Nietzsche-Schulen haben, aber dass es nämlich gleichzeitig auch Rosa-Luxemburg-Schulen geben könnte. Was hältst du von dem Vorschlag? Ja, also die da tue ich mich besonders schwer unter staatlicher Kontrolle. Und dann könnte es auch eine Friedrich Nietzsche. Ich verstehe den Zusammenhang jetzt mit Friedrich Nietzsche nicht, darum kläre ich mich auch mal. Friedrich Nietzsche ist für ihn dann so der Antipod zu Rosa Luxemburg. Friedrich Nietzsche trat ja ein dann auch für individuelle Freiheit, die er nicht nur als äußere Freiheit definiert hat, sondern auch als innere Freiheit. Kannst du lesen hier Genealogie der Moral, wo dann auch diese inneren Zwänge von Nietzsche kritisiert werden. Das ist dann für ihn anscheinend auch so eine Art libertärer Vordenker gewesen, weil der auch für eine komplette Freiheit des Individuums von äußeren und inneren Zwängen befreit eingetreten ist. Würde ich jetzt mal mutmaßen, dass dem so ist, aber ist schon, ja, nett, ja, jeder kriegt einen Bildungsgutschein und das staatlich überwacht und was dann da passiert, weiß ich nicht. Also ich verstehe das zusammen, ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich nicht verstehe, den Bildungsgutschein und dann kann sich jeder aussuchen, wo er hingeht. Offensichtlich, ja, ich finde es auch kurz dargestellt. Die Mona will aber Gymnasium. Hier Bildungsgutschein. Ja. Mona ist aber keine Gymnasiastin. Ja, aber ich weiß auch nicht, das sind immer so tolle Ideen. Ja, dann kriegt jeder einen Gutschein, aber auch nur einen. Und wenn du dann nicht schaffst im ersten Anlauf, weil Frau gestorben oder Unfall gehabt oder irgendwie ein Durchhänger, Depression,
ja, Arschkarte, verfällt der Gutschein, hast halt Pech gehabt, so nach dem Motto oder was. Ne? Also, und dann soll das Kind oder entscheiden die Eltern für das Kind, du gehst jetzt aufs Rosa-Luxemburg-Schuldings. Ja, und das Kind sagt irgendwie nach 5 Jahren, finde ich scheiße. Ich möchte auf Schulwechsel, nee, der Bildungsgutschein aufgebraucht. Vor allem, wer ein bisschen Ahnung ja von Wirtschaft hat und von der Umgestaltung der Arbeitswelt, der weiß, dass es eine Illusion ist, mit einer Ausbildung heute durchs Berufsleben zu kommen. Ja, du brauchst Umschulungen, du musst auf Entwicklungen, die global sind, reagieren, ja, dass man da dann auch mit der Digitalisierung Schritt halten kann, dass man da mit der Technisierung, der Roboterisierung in bestimmten Bereichen dann auch Fortbildungen braucht und dass man vielleicht irgendwann mal angefangen hat, in einem Berufszweig aktiv zu werden und macht 10 Jahre später was ganz, ganz anderes. Ja. Wie soll denn das funktionieren? Gibt es da mehrere Gutscheine? Kriegst du die alle 10 Jahre ausgeteilt? Kannst du die ansparen? Das sind immer so tolle Ideen, die sich im ersten Moment anhören. Boah, geil, jeder kriegt einen Gutschein, man kann Schulen aufmachen, jeder, wer will, und tolle Idee. Das ist doch so unausgegorener Blödsinn. Dann geh doch mal in die Tiefe und erklär mal, was ich sind die... Ich will es jetzt von Patrick hören, Axel. Die Luxemburg-Schule, die du ansprichst, das ist ja mittlerweile jede Uni, die wir haben. Also es ist ja... Also es ist, nochmal, also natürlich ist alles, was da in Richtung Freiheit geht, dass man, wie du es auch 100% korrekt dargestellt hast, also diese ganze Geschichte hier mit, ich lasse jetzt mein Kind taufen, dass es mal auf die katholische Schule gehen kann, damit da wenigstens keine Moslems rumlaufen, so ungefähr. Das sind ja alles nur noch Notanker. Auch die ganzen Privatschulen hängt ja auch dann damit zusammen, wenn du es dir leisten kannst, kannst du es natürlich machen. Das heißt ja aber letztlich auch nur, wir sind so am Ende, dass ich in der normalen Schule nicht mehr zutraue, dass da mein Kind irgendwie als normaler Mensch wieder rausgeht. Und das sind ja Realitäten. Deshalb ist der Vorschlag natürlich diskutabel. Also grundsätzlich, wenn es dann eigene Universitäten, jetzt sagen wir mal, die Gegenuni wäre jetzt nicht nur irgendein rechtes Internetprojekt, sondern die wird es wirklich geben. Und jeder, der jetzt sagt, okay, mit Genderwahn und Multikulti habe ich keinen Bock drauf, was ja relativ noch normal wäre, ich schicke die Jungs da hin. In der normalen Konkurrenzsituation muss ich sagen... Und wer finanziert's? Wer finanziert die Schule Bildungsgutschein, wenn auf die eine Schule wollen nur 17 Kinder, auf die andere Schule wollen 3.500 Kinder? Philipp, freiwillig. Die Leute, die keine Steuerabgaben haben, werden über so viel Geld verfügen, dass sie ganz freiwillig sagen, dann spende ich das auch für soziale Zwecke oder für Schule. Das ist doch logisch. Ist doch logisch. Der Dangel wäre der Erste. Wenn der richtig Patte auf der Tasche hätte, wird er sagen, Mensch, hier, die Straße finanziere ich und das finanziere ich und die Schule finanziere ich. Nehmt mein Geld, gar kein Problem. Hätten die großen Rosa-Luxemburg-Unis, die es ja überall gibt, denke ich, hätten die schwere Probleme. Weil wenn da echtes Wissen fürs Leben vermittelt wird und nicht ideologische linksgrüne Kacke, dann wird es schwierig, weil mit Gender Studies wirst du bei Siemens wahrscheinlich nicht zum Diplom-Ingenieur aufsteigen. Das ist halt einfach so. Und um es noch etwas weiter zu erläutern, es gäbe also einen Bildungsgutschein, die für jede Person mit schulpflichtigen Kindern gleich hoch wäre. Und dann könnte man sich an einem logischerweise wegen staatlicher Aufsicht, also ein Kammersystem, wie beispielsweise bei mir, bei der Steuerberaterkammer, kann man sich an eine zertifizierte Bildungseinrichtung wenden und sein Kind dorthin schicken. Dann werden nur noch elementare Bildungsinhalte vorgegeben und ansonsten ist von der Methodik und der weltanschaulichen Ausrichtung und dem Wertesystem jede Bildungseinrichtung autonom. Und boah, gruselig. Finde ich gruselig. Also ich finde es gruselig. Ich finde es schon Werte. Ich bin ein Vertreter auch von Ethik-Demokratie-Unterricht. Bin ich ein Freund von, das in der Schule fest zu verankern. Dass individuelle Wertesysteme, dass es dann faschistische, linksextreme, anarchistische Schulen geben würde, wo Eltern ihre Kinder reinzwängen. Kinder sollen sich möglichst frei entwickeln. Und das geht mit einem gewissen Wertekompass. Dass dann wirklich verstrahlte Eltern sagen würden, wir schicken die jetzt auf die Adolf-Hitler-Schule in Berlin, wo diese Werte weitergegeben werden, das schreckt mich ab. Also ich bin entsetzt. Ja, aber es hört sich auch wieder hier schön an. Jeder kann machen, was er will. Und ja, dann haben wir da irgendwann auch die Adolf-Hitler-Schule. Da schickt dann hier The Brain sein Kind hin. Ja, und weiß ich nicht. Ja, das ist ja auch diese anarchistische, libertäre Idee, dass man sich von allem frei machen kann und muss. Aber so funktioniert der Mensch nicht. Wir brauchen Zusammenhalt, wir brauchen Regeln, wir brauchen Werte. Wir brauchen auch darüber einen Austausch. Und
ja, jeder kann machen, was er will. Ich zitiere da mal gerne jetzt Edmund Stoiber, der sagt, der wer für alles offen ist, der ist nicht ganz dicht. Wer dies nun von vornherein in Bausch und Bogen ablehnt, den muss ich auf Folgendes verweisen. Selbst die Jünger von Robert Habeck und die Jünger der Propheten des Grünen Reiches und ihre ewig gleich wirren Idee eines multikulturellen Ayapopaya erkennen mittlerweile, dass in einer Schulklasse, in einer staatlichen Schule, an der gerade einmal 5-10% noch muttersprachlich Deutsch sind. Aber ich dachte, jeder darf sich's aussuchen. Was ist, wenn die Eltern dann eine Schule aussuchen? Hä? Also, vor allem, weißt du, wenn ich individuelle Freiheit... Also erst 50 Jahre Deutschland säubern und dann nur noch Adolf Hitler schulen. Ja, aber weißt du, wenn ich doch die individuelle Freiheit so in den Vordergrund stelle und die rechte Bewegung, ja, das Schild und Schwert der individuellen Freiheit des Einzelnen ist und die Einzelnen plötzlich sagen, naja, ich möchte aber eine andere Sprache sprechen und ich möchte jetzt mich aber in eine andere Richtung entwickeln oder ich möchte vielleicht irgendwann mal hier eine Firma haben, wo gar nicht mehr in Geschlechterrollen gedacht wird, ja, oder wo es eine komplette Quote gibt, wo es einen Multikulti-Satz gibt, weil das was Beflügelndes ist, etwas die Wirtschaft Revitalisierendes ist. Das geht dann auch oder geht das nicht? Kommt dann nicht auch der Zwang, wo der Dangel sagt so, Multikulti-Blödsinn, Sudel-Buntland-Schwachsinn, das muss verboten werden? Da sind wir doch ganz schnell wieder beim totalitären Denken, wieder beim eisernen Auskehren und mit harter Hand durchregieren, oder? Dass an dieser staatlichen Schule für ihr Kind, das ja schließlich auch einmal zum Bildungsbürgertum gehören soll, die Bildungschancen gegen Null tendieren oder zumindest erheblich erschwert werden. Und vielleicht als Letztes, wir haben derzeit eine Tendenz zu Konfessionsschulen, immer mehr Bildungseinrichtungen, Schulen mit evangelischen oder katholischen Trägern schießen aus dem Boden, werden eigentlich mehr nachgefragt als überhaupt Bildungsangebote und Schulplätze vorhanden sind. Tue ich mich, ja, ist das so? Ist vielleicht dort unten, also hier oben sind wir ja protestantisch sehr geprägt. Diese Entwicklung sehe ich nicht. Ich habe da keine Zahlen zu, aber gefühlt, ich sage es, meine gefühlte Wahrnehmung, sehe ich nicht so. Und zu gleicher Zeit gibt es auch immer mehr Privatschulen und Privatuniversitäten und all diese genannten alternativen Bildungseinrichtungen zu den staatlichen Schulen, die sind nur für die Personen möglich, die über den entsprechenden Geldbeutel verfügen. Also lieber die Option einerseits Friedrich-Nietzsche-Schulen, andererseits Rosa-Luxemburg-Schulen. Beginnen wir jetzt einmal, unsere Fantasie freien Lauf zu lassen. Stell dir einmal den morgendlichen Appell an einer Friedrich-Nietzsche-Schule vor. Hier gestählte, muskelbepackte, athletische, enorm leistungswillige junge Männer. Auf der anderen Seite... Da hat der mal... Also ich hab hier Napola-Vibes, ne? Ich habe hier Hitlerjugend-Vibes. Das ist also ganz übel, wie ich mir das vorstelle. Ich sehe hier Uniform. Das sind die Bilder, die gerade vor meinem geistigen Auge laufen. Hat der sich mal mit der Spielegeneration befasst, die es gerade gibt? Ich frage aber auch, wo will er drauf hinaus? Was ist denn jetzt sein Anspruch? Was ist das jetzt für so ein willkürlich aufgemachtes Thema, wo er da am Dozieren ist, ohne in die Tiefe zu gehen und fragt den Schröder das jetzt, warum? Gäbe es da nicht eine Trilliarde andere Fragen, die man erstmal dem Schröder stellen müsste im Interview, um seine Weltanschauung überhaupt mal manifest zu machen? Ja, Jasmin schreibt gerade Übermenschenschule, ja. Ich bin gleich gespannt, wie die Rosa-Luxemburg-Schule aussieht. Frauen. Natürlich wird die Koedukation aufgehoben, also Männer und Frauen, angehende Männer, angehende Frauen werden nicht mehr gemeinsam erzogen. Oh Gott, oh Gott. Dann haben wir natürlich mit dieser Ausrichtung, mit diesem Selbstverständnis, auch mit diesem elitären Anspruch für Körper und Geist ganz andere Bildungschancen für unsere Absolventen. Oh, ich höre hier Freiheit, 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 wirklich. Klingt wirklich sehr, sehr frei, alles toll. Sport gestählt, in Uniform, das lege ich ihm jetzt in den Mund, Männer und Frauen getrennt, es ist also... Als irgendwelche Rosa-Luxemburg-Absolventen. Ganz interessant war jetzt zu beobachten,
in dem Ukraine-Krieg, wo die Panzerhaubitze 2000 ja steht, wo du ja siehst, wir haben zwar nichts mehr, weil die Bundeswehr natürlich auch kaputt gemacht worden ist von dem Staat, aber in der Theorie könnte dieses Land ja alles hier zusammenbauen, könnte hier auf allen Leveln irgendwo Top-Ergebnisse erzielen. Und gerade deshalb ist ja Bildung und das ganze Ding bei uns so wichtig, weil eben nicht irgendwie wie in Dubai hier der Ölschacht unten muss man es aufmachen und einen Ärmel runterhalten, da ist die nächste Million so ungefähr. Das funktioniert. Das ist dein Bild noch von Dubai. Dubai hat auch noch andere ganz Finanz, die richten sich neu aus, mein Freund. Das ist aber das Problem, dass du von der Welt noch nichts gesehen hast, mein Lieber. Wird ja bei uns nicht. Bei uns muss es ja gerade anders laufen. Und gerade das wird ja bei uns kaputt gemacht. Aber um auf das Ukraine-Ding dann nochmal zurückzukommen, man sieht ja, was alles nach wie vor möglich wäre. Es scheitert ja bei uns nicht dran, weil wir irgendwie zu blöd sind, irgendwie was zu machen, sondern es wird ja absichtlich verhindert. So ein wunderbares Schlusswort. Also ich hoffe, es hat den Zuschauern genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden, diese Diskussion. Ich hoffe, tolle Diskussion auch. Bis zum Ende durchgesehen. Ich möchte dir, Patrick, auf jeden Fall einmal für die Zeit danken, die du dir aufgewendet hast. Gruselig. Und zum Schluss vielleicht, welche Projekte hast du derzeit am Laufen? Worauf können wir uns aus dem Hause Schröder in Zukunft einstellen? Und vor allem die große Preisfrage, bist du denn jetzt eigentlich schon 40? Das wird hier nicht offen dargestellt. Das bleibt alles geheim. Ja, dann muss ich doch nochmal einhaken, wenn es 40 zur Preisfrage wird. Es gibt ja bei uns in Württemberg die sogenannte Schwabenschleue. Angeblich wird man ja erst ab 40 zum richtigen Schwaben, der auch richtig schlau ist. Und noch weitergehend, in soziologischen Grundlagenwerken wird ja häufig behauptet, dass die Pubertät eines Mannes erst mit 40 Jahren beendet sei. Sowas würde ich bei mir tatsächlich, also ich fühle mich jetzt hier nicht in dem Alter, wenn ich rein vom Feeling her würde ich sagen, bin ich 25, aber ja. Also, vom mentalen Reife her eher wie 11, würde ich sagen. Ne? Aber was hat der jetzt für ein fucking Problem zu sagen, wie alt er ist? Alter, bist du auch so eitel, dass du ja nicht die Eier hast zu sagen, wie alt du bist? Das wird dir nicht verraten, da wird jetzt hier die große Preisfrage draus gemacht. Junge, der hat dich doch schon für 50 gehalten von deinem Alter her. Hat doch gefragt, ob du schon in den 90er Jahren bei den Republikanern und Franz Schönhuber angedockt hast, ne? Ich sehe aus wie 25, fühle mich wie 25. Das scheint ein Struggle für ihn zu sein, ne? Junge. Also, es ist einiges in den Startlöchern, aber wie immer. Konzept-Secret. Ich bin keiner, der dann da Schnellschüsse macht, sondern das muss, wenn das dann passiert, dann muss das auch passen. Also lieber sichere ich mich achtmal ab und mache hier diversen Scheiß alles hintenrum und wirklich langsam und gediegen, bevor das mal einen Schritt zu viel macht und dann alles wieder zusammenbricht. Also lasst euch mal überraschen, was noch alles kommen wird. So der Standardscheiß wird natürlich weiterhin so laufen, wie er in den letzten x Jahren halt eben auch gelaufen ist. Aber es kommen andere. Völlig erfolglos. Ne? Aber ich glaube zu behaupten zu können, ja, dass die neuen Projekte von The Brain ähnlich erfolgreich verlaufen werden wie das neue Pluriversum. Ne? Ja, da bin ich mir sehr sicher. Morgen 20 Uhr schaue ich nicht rein, weil wir sehen uns live. Willkommen. Ich hoffe, dass auch die Heimat da für das eine oder andere vielleicht mit ins Boot geholt werden kann. Aber lasst euch mal überraschen, es wird ein paar Sachen wieder geben, die zumindest in Planung sind. Was dann am Ende umgesetzt wird, wird man sehen. Ja, aber Thor Hammer schreibt gerade, hallo, er hat Schluss gesagt. Der Kampf geht weiter bis zum bitteren Ende und da muss man halt sich ein paar Sachen, ein paar Gedanken machen. Bildung und so, weißt du ja hier, Kreativität, ganz wichtiges Ding. Und man muss sehen, was in Zukunft dann alles möglich wird von den ganzen Projekten, aber über die üblichen Kanäle. Da habe ich noch eine kleine Insider-Info. Also sein Kollege, der Maskenmann, der hat sich tatsächlich weitergebildet. Da hat der Patrick aber Gerüchten zufolge sehr negativ darauf reagiert und hat sich dafür so ein bisschen überflügelt gefühlt. Aber schön, dass er jetzt hier dazu aufruft, Bildung investieren. Kann auf gar keinen Fall schaden. Ne? Publikum entsprechend auf dem Laufenden gehalten, das ist ja klar. So, dann sind wir gespannt, was wir demnächst aus dem Hause Schröder hören werden. Die gleiche alte Scheiße. Ich danke dir nochmals für die Zeit, Patrick. Bleib mir gesund, mein Freund, und bis die Tage. Ciao. Ja, du auch. Danke dir für die Einladung und bis demnächst. Ich finde auch dieses Symbol, da hat jemand so die erste VHS geschaut über Kalligrafie und hat dann dieses Pluriversum-Ding dahin geschmiert.
Und das wird dann hier so als neu, modern, ansprechend und ganz was, Axel, was Axel, ich verkauft. Axel, ich auch, raus. Ich auch, Philipp. Wir haben lange durchgehalten, 3,5 Stunden. Danke, dass ihr dabei wart. Sehen wir uns morgen auch oder brauchst du morgen erstmal Zeit für dich, um das hier überstehen zu können? Wir hören uns morgen sofort. Danke, Community. Danke, schön, dass ihr das alle unterstützt mit Twitch Prime oder mit der Kanalmitgliedschaft. Auch wer Axel unterstützen möchte, gibt es die Möglichkeiten. Geht auf der Reizeffekt oder Real Axel Reiz bei Instagram. Wer das unterstützen möchte, bitte meldet euch beim Axel. Vielen Dank. Over and out. Mir reicht's. Axel, mein Freund, Community. Ich wünsche